Ja, einen wunderschönen, herzlichen Reizdarm wünsche ich euch und willkommen wieder zu einem neuen Real Life Online Livestream. Heute mit dabei Kurt Walker, der wohl untergegangene Polizist, der schon seit 50 Monaten auf seine Bewerbung gewartet hat. Wir sind am Start und wie ihr sehen könnt, ich bin jetzt Polizeirekrut. So ist es. Und wir fahren jetzt direkt zur Streife drüben. Eigentlich hätte ich mich off-duty melden müssen, ne? Der erste Fehler weckt schon an, ich bin on-duty. Naja, egal. Wer du nicht wusste, Leute, Road to 1 Million. Also, wenn du nicht abonniert hat, gerne abonnieren, kostenlos. Das kostet nichts. Damit supportet ihr. Lasst gerne ein Like, da war es auch immer. Support ist kein Mord. Drückt, wie gesagt, auch gerne sonst einen Like-Button, wenn ihr schon abonniert habt. Ganz wichtig, wenn ihr schon abonniert habt, nicht auf den Abo-Button, sonst würdet ihr wieder deabonnieren. Das ist ganz problematisch, ne? Wisst ihr Bescheid. Gut, ich habe gar nichts, ich habe 21 Dollar auf Kralle und auf der Bank sieht es, glaube ich, auch nicht besser aus. Was haben wir auf der Bank? Bruder. Ja, 2000 Dollar, ja, Bruder, muss los. Ne, 21 Dollar haben wir aber auf Kralle. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute mal wieder durchstarten mit einem neuen Charakter. Das erste Mal als Kurt Walker, so wirklich. Weil, ihr könnt euch noch daran erinnern, wie wir ihn erstellt haben. By the way, schreibt auch gerne in die Comments, wie ihr den findet. Wir haben den ja so ein bisschen modelmäßig hergerichtet. Also, wir sehen halt echt aus wie ein, ich sag mal, Bubi. Bubi-Face, keine Ahnung. Aber ich fand's irgendwie cool. Ich wollte unbedingt irgendwie mal einen Charakter haben. So ist es. Und ich freue mich jetzt einfach drauf. Ich bin voll gehypt, endlich wieder als Cop zu spielen. Weil das so lange einfach her ist, Leute. Es ist einfach viel zu lange her. So, die Leute ballern schon raus, bevor ich überhaupt starte, ne? Man merkt schon wieder. Ne, Josh007, danke für einen Euro. Robin Stenger und Raus, Hexenfeind. Ich mache weiter so. Hashtag Dosen. Ach, die Dosen letztes Mal. Also ich muss das nur ein bisschen vergrößern. Sorry about that, aber sonst kann ich das nicht alles lesen. So. Ja, das ist ein bisschen Problematiko. So, jetzt haben wir alles. Gut. Dankeschön an Dicke Bertha, sie ist wieder aus Ulm, ne? Ja, Grüße aus Ulm, du Hundel. Dankeschön. Und Josh007 hat auch nochmal raus. Dankeschön. Sheesh. Gut, da schreibt er, er muss leider bald ins Bett. Um 20 Uhr muss er ins Bett. Dann sollst du für dir vielleicht kein GTA-Content gehen, wenn du um 20 Uhr ins Bett gehen musst. Viel zu spät. Ich bin heute tatsächlich gar nicht mal so hart spät, ne? Ich bin heute eine Minute zu spät gekommen. Eine Minute, Leute. Das ist heftig. So, habe ich überhaupt Geld für ein Fahrrad? Was kostet? Boah, Alter, ich dachte schon, ich kann mir kein Fahrrad leisten, Alter. 20 Dollar. Das hätte ich so oder so genommen. Gut, wir haben Fahrrad. Also, los geht's, auf geht's Richtung Polizeizentrale. Ich melde mich zum Dienst und schau mal gleich, ob ich empfangen werde oder nicht. Ach, das wird wieder cringe sein, Vater. Habe ich eigentlich irgendwen eingespeichert? Nee, ne? Ja, stimmt, ich fange ja von null an, Alter. Ich habe ja nichts. Ich habe gar nichts. Eingereist Zimmer ja schon. Aber, gemacht haben wir doch nichts. Oh, am Fahrradweg, guck. Der einzige Radlfahrer, ich hoffe, er hat dich überfahren. Das ist nicht, dass wir denken, Radlfahrer und ich bin wieder weg vom Fenster. Wie einmal, ne? War schon einmal. Du hast ein Auto. Nee, ich habe kein Auto. Ich habe nur gar nichts. Alter, no TV, TV, schallert raus. Da bist du deppert, ein Fufi direkt am Anfang vom Stream. Hashtag zu spät und dieses Mal kein 1 zu 7 am Anfang. Ja, Gott sei Dank nicht, Bruder. Sonst verschuldest du dich noch. So, Alter, vielen Dank, 50 Euro mit Fies, Kuss auf die Nuss. Das ist der Sound. Nemo Dog ist auch dabei, danke für den 5er. Kevin Tischler und der Danny sind da auch, wir Pink One am schon. New Sub. Die New Subs einfach. Gut, das Gute ist, ich muss nicht tanken fahren, das ist schon mal ein Vorteil, weil ich kann mir eh nichts leisten. Ich habe einen ganzen Dollar auf dem Konto gerade. Mit dem ganzen Dollar können wir uns vielleicht... Ja, ein Wasser können wir uns kaufen für einen Dollar, stimmt. Stimmt, ich habe ja nicht mal was zum Essen dabei. Ah doch, das habe ich letztes Mal gekauft. Okay, dann habe ich das schon mal gekauft, okay. Hey, wo habe ich mein Handy? Wann habe ich das gekauft? Am Flughafen? Also, wir haben doch schon mal... Nee, stimmt, wir haben ja schon einmal gespielt, stimmt. Nevermind. Ich war doch einmal Kurt Walker in dem Livestream. Ich habe ein Auto, stimmt. Ihr habt recht, Leute. Weil ich denke mir gerade, wo ich denn das Handy her... Weil ich bin ja schon eingereist. Ich voll Idiot. Schau, ich habe das vergessen. Wir haben schon einmal... Stimmt, ich habe ja die Bewerbung abgegeben. Ich voll Idiot. Und ich denke mir so, hä... Ja, siehst du, ich bin komplett lost. Ich bin komplett lost an dieser Stelle. Danke dafür, Leute. Danke an den Chat. Danke an den Chat, dass ihr mich gerade darauf hingewiesen habt, dass ich doch ein Auto habe. Jetzt habe ich 20 Dollar aus dem Fenster geworfen, wortwörtlich. Ah, ich schau mal, was ich. Ich weiß nicht mal mehr, was ich gekauft habe. So lange ist das her. Alter, so lost, Digi. Ja, immer. Ey, weißt du, wie lange das her ist, dass ich diesen Charakter gespielt habe? Sicher 5 Jahre. Also, nee, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ohne Scheiß. Ich kann mich an gar nichts mehr erinnern. Bis auf den Namen. Oha. Oha. Oha, voll geil. Den habe ich mir damals gekauft. Stimmt, den habe ich mir gekauft. Habe ich den angemeldet? Habe ich einen Führerschein gemacht? Das ist die Frage. Brieftasche. Ich glaube, ich habe alles illegal gemacht, ne?
Ja, ich habe einen Führerschein. Perfekt. Dann fahren wir mal mit uns, damit ich nicht ausgelacht werde mit dem Fahrrad, fahren wir mal zur Polizeistation. Und ich dachte schon, okay. Ja gut, hat sich geklärt. So. Swally97, auch danke für die Piva gerade. Ich gucke dich heute wieder, bis du aufhörst. Auch wenn ich um 4 aufstehen muss. Ja, das ist mal ehrenhaft. Schlafe ich halb auf Arbeit. Ah, im Edeka-Lager. Ja, ja, da kann man gut schlafen, Bruder. El Capone, also 7 Palmen aus Plastik. Dankeschön. 2 Minuten, also 2 und einen wunderbaren Reiz, da wünsche ich dir. Dankeschön. Kauke auch dabei. Schaffe alle Liegenstützen. Und zähle zweimal bis unendlich. Gerne doch. In der Galat. Danke auch für 1 Euro. So, ist da wer? Ich klingel mal. Ich höre da Leute. Ich höre Stimmen. Ah, da kommt wer. Ich hätte so eine tiefe Stimme. Eine stiefe Timme hatte ich, genau. Eine stiefe Timme hatte ich, Leute. Soll ich mal durchschreien durchs ganze Haus? Hallo! 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 Soll ich noch lauter schreien? Guten Tag, hallo? Guten Tag, hallo? Guten Tag, hallo? Ich höre da hinten Leute. Ah, ich glaube, es kommt wer. Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe, es kommt wer. Alter, so stehe ich hier so eine Stunde, weil ich komme hier sonst nicht rein. Ah doch, ich kann ja hier reingehen, aber ich mache das jetzt nicht. Da geht die Klingel nicht. Da hinten ist doch wer, oder? Ich höre jemanden. Alter Schwede, ich schreie sonst durchs ganze Ding durch. Ich schwöre, ich schreie gleich durch. Hallo, ist da jemand? Hallo? Hallo? Ich klingel schon das 10. Mal. Ah, ich glaube, jetzt kommen wir. Ich höre nur Leute reden bis hier hoch. Ah, jetzt höre ich wen. Ja, jetzt kommen wir hoch. Hoffentlich haben die nicht die ganze Zeit eine Benachrichtigung bekommen, wenn ich 10-mal klingel. So, ja denn. Warte. Ja, warte, ich kann dir den Schlüssel. Ach, sonst rufe ich mal an. Schreibe ich dir mal eine SMS. Bräuchte mal. Im Eingang. Müsstest du erhalten haben? Ja, ja, okay. Theoretisch könnte. Funkgerät habe ich noch keins, ne? Muss ich noch holen. Also ich direkt den Funk durchgegeben, ich muss aber erst eins holen. Immer das gleiche im PD. Ja, keiner will einen hören, ne? Oh, ach, das habe ich schon Zugriff. Das ist super. Ah, da kommt endlich wer. Oh, endlich. Da hinten sehe ich wen. Muss ich die Stimme wieder machen. Ich weiß immer nicht, welche Stimme ich machen soll, Alter. Ich hatte diese ganz tiefe. Diese, Diggi. Wir könnten so eine Monte-Stimme. Ah, Diggi. Ja. Was ganz einfallsreich ist, schon der 5. Streamer, der Monte nachmacht. Das wär's doch. Es kommt keiner. Stell dir mal vor, ich werde belästigt und da kommt einfach niemand. Hauptsache, man hört sie bis hier rüber. Ach, da sagst du aber gut da drüben. Ab Sonntag müssen sie aber. Ah, da kommt endlich wer. Endlich, hallo. Der geht einfach mir vorbei? Alter, ich schwöre, ich drehe hier gleich durch. Ich melde mich aber nochmal bei dir. Okay, wir beruhigen uns. Wir beruhigen uns, Leute. Wir beruhigen uns wieder, okay. Okay. Ich mach sonst einfach die Tür auf und geh rein. Ist mir scheißegal, ich hab einen Schlüssel dabei. Das ist der Sound. Ich wollte halt nicht mit. Wisst ihr, wollte nicht mit dem Schlüssel ins Haus rein. Ich wollte mich ja eigentlich anmelden, aber wenn keiner kommt, gut. Ja, es gibt eine dicke, fette Anzeige. Aber wie sich keiner drum kümmert? Es schert sich keiner drum. Ich guck dir das an! Es schert sich keiner um mich! Ja, gut. Aber wisst ihr was? Wir warten einfach. Mir ist es scheißegal, ich warte hier jetzt.
Wisst ihr was, lass mal einen Timer mitlaufen, wenn die endlich da sind. Schauen wir mal. So, jetzt. Ah, das ist aber schnell. Guten Tag. Guten Tag. Geht die Klingel nicht? Nö. Ich habe 50 Mal geklingelt. Also, ich habe keine Klingel gehört. Ja, ich habe geschrien, geklingelt, SMS geschrieben, geschreibt, genau, SMS habe ich geschreibt. Oh, ja, ja. Mal kurz. Ja. Ah ja, jetzt habe ich es gerade gesehen, vor 3 Minuten. Ja. Ah, ja. Ja, ja. Aber dann haben die Elektriker das wahrscheinlich wieder mal nicht hingekriegt. Ja, 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 ja. Damit, nee, Klingel, die funktioniert schon, aber da klingel ich drauf, 50 Mal, passiert nichts. Ne? Klingel sie nochmal bitte. Ja, passiert nichts bei Ihnen. Nee, nix. Ja, ich höre nur ein Ding Ding, höre ich bei mir. Das ist mir wohl. Okay. Ja, ja, ja. Was kann ich denn für Sie tun, der Herr? Ja, ich bin Rekrut bei Ihnen, also ich will jetzt mal schauen, wegen wie das jetzt hier ist. Wegen Einstellung okay. Und so weiter. Wie ist denn Ihr Name? Herr Walker. Herr Walker? Herr Walker, ja. Vorname ist Herr, Nachname ist Walker. Ja, Herr Walker. Ach so, das, ja. Nein, nein, Spaß, Spaß, das war nur Spaß. Nein, nein, Kurt Walker mit C. Also C-U-R-T und dann einfach Walker, können Sie gerne eintippen. Ja, einen Moment, ich guck mal ganz kurz nach, ja? Ja, ja, ja. Machen Sie das gechillt einfach, alles gechillt. Stimmt, ich mache ApoRed-Stimme, das passt. Ja, ja, was ist meine Sneaker? Bruder, steig mir nicht auf die Sneaker. Es ist eine Verkehrskontrolle, Bruder. Bruder, tret mir nicht mit deinen Scheißschuhen auf meine Sneaker, denn das ist deine Verkehrskontrolle. Oh, das wäre gut, ja. Doch, doch, das kommt gut, wenn wir mit ApoRed-Stimme kommen. Ja, so ein bisschen ApoRed-Stil, warum nicht? Ich meine, ich habe bis jetzt noch nicht so viel mit, Ich geh mal ganz kurz nach hinten, ich komm gleich. Ich weiß nur, mit Herrn Walker hatte ich eine tiefe Stimme, ne? Wisst ihr noch? So tiefer halt, ne? Ja, was ist denn los hier? Ach, machen wir das einfach. Alter, Sascha Wolf mit einem Fovi. Grüße aus Nürnberg. Hashtag Rekrut. Aus Nürnberg, Dankeschön! Vielen Dank. Mark an der Lump, verstehe nicht, warum Familien... Was familiengeführt ein Qualitätsmerkmal sein soll. Oh mein Gott, Nordkorea ist auch familiengeführt und überzeugt mich null. Harry, oh mein Gott, wieder haariger Sack, man kennt ihn, den haariger Sack. Bin auch wieder dabei, liebe geht raus. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Ich bin hier wegen Termin und so. Meine Frage, ich habe mir neue weiße Sneaker gekauft, wenn ich jetzt hier reingehe. Und mir irgendwie auf meine Sneaker irgendwie drauf tritt, ist doch auch blöd. Bekomme ich von Ihnen Sneaker gestellt, wenn ich mich hier umziehe? Sie bekommen von uns wunderschöne Einsatzschuhe gestellt. Einsatzschuhe? Ja, ich will nicht, dass mir wer auf meine nagelneuen Treter tritt, weißt? Ja. Die können Sie in den Spind legen, da wird sich keiner aufsteigen. Ja, ja. Ja, ja. Wer sind Sie bitte? Ich bin Chief Morris. Sie sind der Herr Walker, habe ich gehört. Sie sind ein Dieb? Ne, ich habe sie nicht verstanden, akustisch. Chief oder? Morris. Ja. Ich habe zuerst zwischen Chief und Deep, keine Ahnung, also Chief. Okay, ja. Das heißt, Sie sind der Chef oder was? Weil letztes Mal war ein anderer Chef hier, der hat gesagt, da muss ich eigentlich bei dem Bewerbung machen und jetzt bin ich halt. Ah, egal, nein, scheiß drauf. Ja? Ihre Bewerbung ja. Ist schon abgearbeitet worden. Okay, alles klar. Sie sind ja auch schon wahrscheinlich im Dienst, beziehungsweise erst Rekrut angemeldet. Sag mal, ich bin ja eigentlich Model, habt ihr irgendwo so eine Schuhputzmaschine, als wenn ich hier aus dem Dienst komme, dass ich meine Sneaker direkt putzen kann? Schuhputz ist nach dem Dienst. Schuhputz? Schwarz glänzend, gell? Aha. Ihre Privatschuhe nicht im Dienst? Ja. Ja, weil wenn ein Kollege mir auf meine nagelneuen Sneaker tritt, dann tritt ich den auch auf die Sneaker, weißt? Ja. Na, Sie haben aber Sorgen. Ich lasse mal rein. Ja, ich komme eigentlich aus der Modelbranche, ja? Naja. Die Ente im Chat, Leute. Ballert alle die Ente im Chat. So, kommen wir uns rein, Herr Walker. Ja, ja. War riecht's hier so ein bisschen komisch hier drin? Da riecht's nach Arbeit. Ja, nach Schweißes. So ja. Sieht's aus. Naja, solange mir keiner auf die Sneaker tritt, ist alles eigentlich voll egal. Wie ist denn Ihr Kenntnisstand? Mein Kenntnisstand ist der, dass ich hier angenommen worden bin. Ich bin jetzt hier alles hingefahren. Und mir wurde gesagt, mir wird alles gezeigt. Jawohl. Ja. Boah, drehen Sie mal ein bisschen zurück auf die Sneaker. Das heißt,
Ja. Das heißt, sie haben weder Klamotten noch Auto noch gar nichts. Naja, ich habe weder Auto, Klamotten, weiß ich nicht mal, was ich anziehen soll. Muss ich aber auch mit so einem Fummel rumrennen wie sie, oder? Das nennt man Uniform. Und ja, oder muss man. Also im muss Dienst man, okay. Schon. Im Dienst muss man so einen Fummel tragen, okay? Außer sie sind irgendwann einmal bereit, die Detective-Einheit einzutreten, dann können sie in Zivil herumlaufen. Ja, vielleicht, ja. Guten Tag. Hallo, Captain. Guten Tag. Ich hab's dann auch mal geschafft. Rufus? Captain. Ja. Da sie haben aber, steht noch ein Rufus. Andere Schuhe an als die Einsatzstiefel vom Kollegen, das sehe ich direkt. Wer von euch wartet auf... Das ist ja auch Key. Wie schwer bist denn du eingeteilt? Top. Was bist denn du für die Nummer? Ich wäre jetzt im Prinzip auf dem Highway mit dem Rookie, der da hinten steht. Okay, weil wir bräuchten jemanden für den Herrn Walker. Das ist der Herr hier, der nochmal grundlegende Sachen zeigt. Klamotten, kann ich natürlich auch machen. Sowas. Ja, so ein bisschen rumzeigen, wie es ist. Wärst du dafür ready? Klar, könnte ich machen. Super. Ja, weil sonst kann ich den Rookie nämlich mitnehmen. Zum Beispiel. Ja. Ja klar, gerne. Dann kann ich mein Jagdmesser, das habe ich von meinem Vater bekommen, darf ich das benutzen im Einsatz oder soll ich das eher wegpacken? Sie bekommen jegliche Dienstausrüstung von mir. Also, okay, ja. Genau. Also und mein Telefon und so, das ist das ist dann privat oder ist das wie, bekomme ich ein Diensttelefon oder sowas? Sie bekommen dann, beziehungsweise sie sind bei uns im Telefonnetz freigeschalten, das heißt, sie bekommen dafür Privathandy-Dispatches. Ah, okay. Funkgerät von uns dann. Ja. Okay. Wir sollten mal vorne die Klingel hat nicht funktioniert. Ich habe die ganze Zeit geläutet und geläutet und geschrien. Wie lange haben Sie gewartet vorne, weil die hören ja, fünf nicht. Minuten. So um den Dreh, ja. Die hören wir nicht da drin. Ja. Das ist das Problem. Ja gut, dann wissen wir schon mal, wo wir anfangen sollten hier drin, ne? Richtig. Sie werden jetzt einmal die Kleidung ausfassen und einmal das Nötigste. Für Ihr Fahrzeug kriegen Sie dann noch ein Startkapital. Dann können Sie sich Ihr Fahrzeug erwerben. Ja. Dann kriegst du noch Waffen, alles, was sie brauchen. Alles klar, ja. Okay, machen wir so, ja. Also ist schon ausgebildeter Officer? Nein, er ist Rekrut. Ah, Rekrut. Ich bin halb ausgebildet. Ist der Herr Walker, was steht bei uns im Katalog, die Nummer 4? Naja, ich bin eigentlich ausgebildet als Model. Ich bin aus einer Modelagentur geflogen. Brauchen Sie Nussenbonbon? Ich hätte eins dabei für Sie. Ah, danke. Ja, und jetzt habe ich auch, ich bin halt aus der Agentur geflogen, weil ich mein eigenes Bild dorthin hängen wollte, wo der Chef sitzt. Und er hat gesagt, das will er nicht. Und ich habe gesagt, aber das schönste Bild muss im Chefbüro hängen. Ja, und so bin ich jetzt rausgeschmissen worden, dachte ich mir so, ich muss meinen Job suchen, ne? Wissen Sie, was ich meine? Okay, irgendwo, wo ich meinen Narzissmus komplett ausleben kann. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, ich verstehe. Ja. Gut. Dann würden wir sie einmal komplett einkleiden. Ja. Die Arbeitsstelle zum Polizisten haben Sie schon oder müssten Sie die jetzt von mir bekommen? Nee, ich bin schon angestellt. Ich habe das schon letztes Mal gemacht. Ja, ich wurde ja schon eingeteilt. Ich habe nur noch keine Einführung bekommen. Ah, okay. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, rüsten wir Sie einmal hier gerade aus. Ja, okay. Fahren dann anschließend einmal in den Kleiderladen. Ja, aber bitte passen Sie auf, treten Sie bitte nicht auf die Sneaker. Ich habe die gerade neu gekauft, das sind Sammlerstücke, ja. Also wenn irgendwer auf meine Sneaker tritt, ich bin da wirklich, wirklich, wirklich vorsichtig, ja. Da müssen Sie wirklich so ein bisschen Abstand, so einen Meter, dass da nichts passiert, weil die sind heilig für mich. Ja, das bekomme ich schon irgendwie hin. Alles gut. Ja, dann kommen Sie mal mit. Ja, finden Sie das lustig? Weil ich bin da so anderer Auffassung. Okay. Ja, weil ich finde, Sneaker sind wichtig und richtig. Man sollte Geld für Sneaker haben. Man sollte Geld haben, dass man für Sneaker Geld ausgeben kann. Weil ich finde, wer keine Sneaker kauft, der hat es einfach nicht verdient, ein gutes Outfit zu tragen. Ja, also, für den sehr froh, Alltag vielleicht ja. Ja. Jedoch für unseren Einsatz vielleicht suboptimal. Ist jetzt nichts gegen Sie oder so, aber dieses Outfit muss man das ja so wirklich tragen. So, er ist halt echt... Ja, ei. Das ist die Dienstkleidung eines Officers. So. Hier können Sie einmal sich ausstatten. Ich würde Ihnen gerade einmal alles geben. Ich muss Ihnen was gestehen. Ich habe noch nie mit einer Schusswaffe geschossen. Ja, das kriegen wir bestimmt auch noch hin. Können gleich ein kleines Schießtraining gerne machen. Ja, bitte, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe einmal in meinem Leben, habe ich immer so Dart geschossen, so mit so Pfeilen, wissen Sie? Aber ich habe noch nie scharf geschossen. Ja. Okay, naja, das sollten wir hinbekommen, das ist nicht das Problem. Geben Sie mir einfach alle Sachen oder muss ich die selber holen da drin?
Die gebe ich Ihnen jetzt gleich sofort. Ich muss nur noch gerade alle Sachen hier einmal zusammenkramen. Ja, 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 okay. So, Sie bräuchten einmal das hier. Sie bräuchten einen Schlagstock. Ein Funkgerät. Das wär Dings, ja, Dings. So, dann dürfen Sie sich einmal hier alles rausnehmen. Ja. Sie dürfen sich soweit alle Waffen rausholen. Also Glock 17, Schlagstock, Taser. Ja, aber die kosten doch. Ich hab nichts dabei. Ich hab einen Dollar dabei. Ah, Sie haben gar kein Geld dabei. Ja, nee, ich heb's uns ab. Alles gut, ich heb einfach ab. Ich nehme einfach die anderen hier Sachen. Hier um die Ecke mit. Ist direkt ein Geldautomat. Ja, ja. Den Polizeiausweis nehme ich auch gleich mit hier, ja. Du kannst auch direkt mitnehmen, klar. Ja, ja. Ja, dann ich hol einfach was aus dem Automaten raus, bin gleich da. Ja, klar. Ja, dann nehme ich einmal die Weste. Ja, genau. Ja. Dann bitte noch. Wunderbar, vielen Dank. Gut. Viel Spaß noch. Ja, wissen Sie, ist nicht so einfach. So viel Geld habe ich auch nicht. Ja. So, ja, schauen wir gleich mal. Was soll ich mir denn alles rausnehmen hier? Ja, hab ich mir alles einfach raus hier in der Box. Genau. Alles gute Scheiß dabei. Also von den Waffen können Sie sich die Glock 17, Schlagstock, Taser und die Taschenlampe einmal rausholen. Ja, ist alles dabei. Dann natürlich Munition, Rüstung, einmal das Funkgerät. Sie ist alles dabei, schon alles gut. Perfekt, super. Aha. Spikes, wie viel? Kann der Rest. Ah. Ah, warte, kann ich die hier? Scusi. Aha. Oh, cool. So. Kurze Anfrage, befindet sich jetzt noch. Dann würden wir sie einmal einkleiden gerade. Ja, ja, klar. Kommen Sie mal bitte mit. Achso, Rufus, ist das ein Rookie? Ja. Okay, weil ich muss laut Leitstelle noch einen mitnehmen. Ja, das ist aber meiner. Na, ich suche den halt nur, weil mir fehlt halt einer, deswegen. Ja, dann frag mal hier ist vorne. Den habe ich schon gefragt. Tag. Guten Tag. Habt ihr irgendwo eine Umkleide? Ja. Und zwar hier vorne. Hier vorne ist unsere Umkleidungskabine. Hier kann man sich einmal zum Dienst anmelden und abmelden. Ja, aber ich bin jetzt angemeldet. Ist das schlecht? Extra 12, ne? Nö, also Sie können ruhig angemeldet bleiben. Ja. Sie gehen ja jetzt in den Dienst, oder? Ja, und das hier? Genau, und hier vorne. Da ist doch hier ein Outfit drin hier im Kleiderschrank. Okay. Ich zieh doch einfach das vom Kollegen an. Gucken Sie mal. Sieht das gut aus? Perfekt. Ja, perfekt. Das sieht doch gut aus. Ja. Maßgeschneidert. Ah. Ja, da bin ich mal gespannt, welcher Kollege sich ärgert. Ich habe auch gerade Dienst gemeldet, gell? Ja. Entschuldigung. Ja. Welchen Rookie meinst du? Ja, weil es war gerade eigentlich noch jemand da. Ja, der war da, aber der hat schon einen Partner anscheinend. Oh. Ah, ja, okay. Ach, der ist jetzt so. Ach, das war wahrscheinlich der bei Morris mitgeflogen ist. Ich will auch so einen Gürtel haben. Habt ihr den her? Oder kriegt man den erst, wenn man was Höheres ist? Nee, ich glaube nicht, oder? Den können Sie sich im Kleidershop holen. Genau. Ah, okay. Okay, nee, dann schauen wir mal. Dann kannst du wieder auf die Straße. Okay, perfekt. Tip gut, top. Dann angenehmen Dienst euch noch, gell? Jawohl. Ebenso. So. So. Ich bin soweit durch mit ihm. Also, jawohl. Er ist ausgestattet, umgezogen. Jawohl. Soll ich dann im Prinzip, sage ich mal, wirklich auf dem Highway? Oder soll ich dann irgendwie in die Stadt verlegen oder ins County, weil da sieht man ein bisschen mehr als auf dem Highway. Dann fahr doch bitte ins County, da sind das zwei Einheiten draußen. Ja, perfekt, dann mache ich das. Genau, dann mal. Ist jo. Das so? Im County sind es zwei Einheiten, meinst du? Ich mache hier die Tür auf den Wind. So. Jawohl. Gut, passt. So. Okay. Gut, dann. Ja, seid ich packe gerade mein Fahrzeug ein. Genau, und ich hole da gerade mein Fahrzeug. Wenn du möchtest, kannst du einmal gerne unten in der Garage warten. Ja, klar. Fahren. Also unten, da ist die Garage, ja, okay. Ja, genau. Ah, sehe schon, ja. Ey, das wird lustig. Ich wurde noch nie ausgebildet als Cop. Ich war nämlich immer direkt Cop. Jetzt werde ich mal ausgebildet, das freut mich irgendwie. Hab ich voll Bock drauf. Warte, Funkgerät habe ich jetzt auch dabei, ne? Ich glaube, das muss ich jetzt erstmal nicht anmachen, weil ich ihn dann frage. Warte mal, was war das? Was warst du für eine King? Ich hab's nicht mitgegeben. 56. Bayer One linken vor immer noch. So. Muss mal schnell gucken hier. Urbi. Dankeschön, Urbi. Frei mir auf dem Stream, krieg gern Like-Cap.
Sollen wir jetzt schon Like Hype starten? Wir haben noch keinen gehabt. Also ja, hau mal raus. Hau mal raus, eine Like Hype direkt jetzt. Einfach, wenn wir es können, Leute. Den Like-Button pushen, bis er blau ist. Auch wenn es nicht mehr funktioniert. Das war schon geil, jetzt mal bei der Polizei zu sein. Das alles so ausbildungsmäßig mitzubekommen. Da seht ihr jetzt mal Einblicke in die RLO-Ausbildung. Das ist doch geil irgendwie. Weil ich selber weiß auch nicht, wie die jetzt ausbilden. Was ist mit deinen Sirenen? Oh scheiße, ich hab das Sirenenpack vergessen reinzumachen. Ui. Ja, ich hab vergessen, das Sirenenpack reinzumachen. Sorry, Leute. Waffensounds und Sirenenpack. Schön, wie wollen wir das nicht schießen? Ja, aber ich habe jetzt heute mich mein GTA mal ein bisschen neu aufgesetzt und habe ich vergessen, das Pack reinzuballern, hast du recht. So, ich wäre dann soweit. Wegen Waffe? Ich habe noch nie geschossen, also, weiß nicht. Achso, ja. Ist das blöd oder? Ich will halt nicht, ich habe halt Angst, wenn ich jetzt auf Einsatz fahre und dann muss ich ihnen helfen oder sowas. Ich habe noch nie mit so einem Ding geschossen. Ich hoffe natürlich, dass wir nicht irgendwie zum Gebrauch der Schusswaffe kommen. Nicht, okay. Aber... Das können wir natürlich gerade einmal machen. Ja, nee, wissen Sie, ich war bis jetzt nur Model, also wenn ich mal was geschossen habe, dann höchstens mal Mädel oder vielleicht mal eine Kamera, aber sonst, nee. Okay. Noch nie mit einer Waffe geschossen. Ist das jetzt lustig oder was? nee. Wie lange machen Sie den Beruf schon? Ich bin seit Februar diesen Jahres hier beim LAPD eingestellt. Ja. Das heißt so, Februar, dann dürfen Sie sich gerne mal an den Schießstand stellen. Okay. Die Waffe ziehen. Ja, ich zieh die mal. So, ich hab die jetzt. Was mache ich jetzt damit? Genau, am besten durch Kimme und Korn schauen. Ja, Kimme. Und dann am besten einmal auf das Plakat. Natürlich ist da die Person abgebildet. Okay, einfach so. Schießen. Aber nicht so aus dem Bauch raus, oder? Also so wirklich... Genau, so sind sie definitiv stabiler. Okay, und dann in die Mitte rein, ja? Genau, also entweder Brustbereich oder den Kopfbereich. Alter, das sieht aber ganz schön im Arm, oh Bruder. Ja. Ja, heftig. Ich glaube, ich habe ein Magazin leer. Ja. Soll ich nur auf den schießen oder auch auf die anderen? Sie können auch gerne auf die anderen machen. Dann probier ich mal Kopfschuss. Kopfschuss, muss man das auch lernen oder? Oder ich eher nicht mal so? Wäre vom Vorteil. Weil natürlich auch die anderen, versuchen uns natürlich auch tödlich zu verwunden. Ja, Tetor, ich bin gerade mit dir im Schusstraining. Okay, und Taser, wie ist das so? Genau, beim Taser, da haben sie einen Schuss. Ja. Ja, wenn sie darauf schießen, dann ist das keine tödliche Verletzung, sondern zur Deeskalierung oder zum Täter, dass er gestoppt wird. Ja. Dabei werden dann Elektroschocks abgegeben. Sie müssten dann den Taser einmal nachladen, indem sie ihren T-Muskel betätigen und dort dann /Taser-Aufsatz. Damit anscheinend, ja. Taser, okay. Ja, klappt ganz gut. Genau, sie müssten, bei den Tasern müssten sie immer was höher zielen als die Person selber. Ja, verstehe schon. Und sonst ein Schlagstock, damit können wir kein Training machen, ne, dass ich sie verkloppen kann oder so. Nee, bitte nicht, sonst wirst du gleich. Ja. Also mal verkloppt mit dem Ding. Nee, alles gut. Ja, nee, da fühle ich mich schon ein bisschen besser, weil ich habe das erste Mal, also sie müssen ja auch ein Vertrauen haben, ich habe das erste Mal in meinem Leben gerade geschossen, also das ist schon heftig so. Ja, also wenn da eine gewisse Sicherheit drin ist. Ja, also dass sie mir direkt eine Hand, eine Hand in die Waffe drücken, wollte ich schon sagen. Eine Waffe in die Hand drücken ist schon Vertrauen bei ihnen. Aber so ist es in Amerika, ne? Da machst du so eine kleine Ausbildung. Und da ist es ja nicht so schlimm. Wenn du in einem anderen Land bist, da machst du 5 Jahre Ausbildung. Hier geht alles zickzack, zickzack. Ja, ist das so, oder? Ja. Ja, finde ich aber eh cool. In manchen Staaten ist es sogar nur ein Formular auszufüllen, 3 Tage warten und dann hat man den Waffenschein schon.
Ah, okay. Ja, nee, ist finde ich hier ganz cool, weil hier kann irgendwie jeder eine Waffe tragen. Jeder Vollidiot hat hier eine Waffe, weißt du? Wenn wir ehrlich sind, auch der Chief, ne? Also der eine trägt, aber da überreden wir dann später, glaube ich. Das haben sie jetzt gesagt. Das darf man nicht wissen. Nee, wie finden sie denn den Chief? Weil der kommt so ein bisschen komisch rüber, so. Der redet auch so ein bisschen komisch, finden sie nicht auch? Also ich finde ihn ganz in Ordnung. Finden sie in Ordnung? Ja. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie höre ich immer so ein kleines Quaken, wenn der redet. So ganz komisch, so als würde der so aus dem Rachen raus, so wie so eine Ente reden, so ein bisschen. Okay. Ja, ganz komisch, aber vielleicht fällt es noch nie so auf. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Ja, nee, also mir ist. Also ich höre das öfters mal unten im Autohaus, aber... Ja, vielleicht hat er auch eine Krankheit, das kann man ja nicht wissen, ne? Ja. Vielleicht hat er ja was am Halsbändern oder sowas, kann ja sein. Will ich ja keine Vorurteile machen. So. Genau, M-Funk, auch bereits schon drin? Oder? Funkgerät habe ich aber bekommen. Ich pack das mal aus sonst. Ja. Genau. Einfach mal das Funkgerät rausholen. Dann auf 1 Megahertz gehen. 1 Megahertz, jawohl. Genau. Dann einschalten. Dann das Ganze einmal einschalten. Ja. Negativ oben beim Dealer an sich ist noch ein Fahrzeug, der ist aber sehr ungooperativ. Ich habe ihm angeboten, ihn sich durchsuchen zu lassen da und dann haben gedacht, die Leute alle quatschen dann. Okay. Ja, muss ich jetzt sagen, dass ich im Dienst bin, oder? Ja, kann man gerne machen. Auf dem Weg. Ansonsten kann ich das auch. Ich meine, 10 Codes habe ich ein bisschen einstellig. Ich glaube, es war 10-8, oder? Genau, richtig. 10-8 für in den Dienst kommen und dann 14 außer Dienst gehen. Bin ich jetzt One Linken 4 oder bin ich jetzt, weil ich mit ihnen zusammen bin, irgendwas anderes? Ja, also, aber ich hab mal, wenn sie alleine unterwegs sind, sind sie One Linken 4. Wir sind jetzt eine Adam-Einheit, weil wir zusammen rumfahren. Dadurch, dass ich der Captain bin, also der Höhergestellte, wäre es hier dann Adam 10. Das heißt, ich sage jetzt, dass ich Adam 10 bin, also 10-8. Genau, richtig. Okay, dann gebe ich das mal durch. Gerne. Muss ich nur schaue ich da auf dieses Ding hier. Ah, hier, ne? Ah, okay. Genau. Also, One Adam 10, okay. Ich war eher schon wieder vor im Kopf. One Adam 10, 10-8. So, ne? Genau. One Adam 10, 10-8. Perfekt, das hat doch gut funktioniert. Operation One verstanden. Perfekt. Gut. Jetzt hat die Leitstelle verstanden, hat es soweit eingetragen und wir fahren jetzt einmal ins County nach oben. Ah, okay. Also mit dem Mobil hier vorne? Genau, richtig. Ah, okay. Und auf was werden wir heute gucken? Also was versuchen wir denn heute? Wir werden schauen, dass wir Grasplantagen eventuell finden, Meth-Koffer finden. Aha. Ja. Nur zu. So, jetzt sollte es offen sein. Ja, cool. Ich bin das noch nie noch in Fahrzeug gesessen. Das ist so ein kleiner Traum von mir gewesen immer als Kind. King60 würde mal sein Fahrzeug wechseln. Ja, umso schöner, wenn er dann war, wird der Traum. Ja. Operation One Time Form verstanden. Genau, seit heute haben wir eine Leitstelle, die dann soweit alles übernimmt und wirklich auch koordiniert. Ah, eine Leitstelle, okay. Genau, vorher war es halt so, dass wir uns selber eingeteilt haben. Man, Adam 10, ihr seid mit einem Offroad-Fahrzeug unterwegs. Ja, 10-4 sind wir. 10-4, danke. Vorher haben wir uns selber immer was eingeteilt. Seit heute gibt es bei uns die Leitstelle, die dann einmal die komplette Koordination Adam 14, von uns übernimmt. 10-8, East Hawaii. Ah, okay, verstehe. Das heißt, Leitstelle, wenn ich jetzt eine Leitstelle rufen soll, wie sage ich das dann im Funk? Das wäre dann Operation One. Das heißt, dann sage ich so One Linken 4 an Operation One oder was? Ja, den sprechen möchten immer zuerst, also Operation One für One Linken 4. Ah, okay, verstehe. Jetzt können wir aufgrund dringenden Tatverdacht eine Durchsuchung wider Willen veranlassen oder brauchen wir... Ich habe keine Bulder, scheiße. Muss ich dann später holen, Leute, ich habe nichts zu trinken da. Tatverdächtig, deswegen Aufenthalt vor dem Drogendealer. Wie lange sind Sie schon am Start? Ja, schon ein bisschen länger. Ich habe ein bisschen gechillt so. Haben wir ein bisschen gewartet auf die Annahme. Die Verweigerung der Durchsuchung. Und kritischer Lamborghini mit 307 km/h fährt jetzt ich war vormodelt. Ich habe so ein bisschen für Magazine und so gemodelt, so ein bisschen Aventador Autos gemodelt, solche Sachen halt, ne? Ah, okay.
Aus der Stadt oder Richtung Stadt? Das ist ja echt ein krasser Stadt. Wechsel vom Modeln in den Polizei. Jetzt für diesen komischen Geisterhaus da, 1-7 Gelände jetzt. Komm ich locker nicht mehr. 5 Adam 14 responding. Ich fixe ebenfalls, ist am Pitbox aus Mittelhund. Sollte schon durch Nordschule sein, der ist schon über alle Berge, das ist relativ normal. Die normalen jetzt Sirenen, Alter. Bitte Funk leiser, ich kann ihn nicht leiser stellen, wisst ihr? Darf ich euch kurz was erzählen? Ich muss euch was erzählen. Ich finde den Funk auch zu laut. Aber passt mal auf, ich habe einen Funk eingestellt, haben die Leute gesagt, der Funk ist viel zu leise. Jetzt habe ich den lauter gemacht. Und jetzt sagen immer noch Leute, der Funk ist zu leise. Und ich finde ihn aber auch selber zu laut. Aber ich kann ihn jetzt hier in-game, kann ich den nicht ändern. Da müsste ich das Skript komplett restarten. Das kann ich jetzt leider nicht. Also für heute ist der Funk leider etwas lauter. Ich werde so schauen, dass wir in Zukunft den vielleicht ein bisschen leiser kriegen oder dass wir irgendwie eine Einstellung machen können. Richtung, weiterhin Richtung West. Weil ich finde ihn jetzt auch unangenehm laut. Aber da kann ich jetzt nicht viel machen. Jetzt die Unterführung unter der Stadthalle vom Supreme Court fährt weiter Richtung Westen. Können Sie mal gucken? Way. Tunnel raus. Lincoln 13, wegen dringenden Tankverdacht. Tanken. Ja, sollte jetzt zur Tankstelle sein. King 6 von runter. Gordon, wo seid ihr? West Highway Richtung Tankstelle, weiterhin wahrscheinlich über West Highway flüchtig, mit Verunfall. Ist eine County Unit verfügbar? Die Ente! Ja, wir können. Ja, bei Postleitzahl 891, das ist dort. Also, verstehe ich nicht, wer da sagt, dass der Funk zu leise ist, Alter. Der ist so hart laut. Diebstahl gemeldet. Adam 14 verunfallt und liegt auf der Seite. Uff. Zusammentun. Man kennt ihn, der steigt mal hinten ein, Punkt Peter. Mit dem Schiff dann einmal zu dem. Genau. Ding 25 Tens. Jetzt mal was probieren, ich will den Sprachchat leiser machen. Das wäre eine Möglichkeit. Besteht noch Sichtkontakt? Negativ. Aber wenn ich den leise mache, ist das alles leiser, ne? Aber jetzt haben wir. Ist vielleicht angenehmer. Funk zu leise, schreibt Auber, ja geil. Linken 25, 1076. Ich glaube, jetzt ist es angenehmer. Funk ist viel zu laut. Ich bin derselben Meinung, Jonas. Ich bin genau derselben Meinung. So, habe ich aber auch gesagt. Ich habe jetzt ein bisschen. Ich habe jetzt einfach den kompletten Sound in-game leiser gemacht. Dann stört das nicht so. Also den Funk und Dings. Wie war jetzt eigentlich nochmal der Name? Genau. Von mir, Kurt Walker. Genau. Walker ist mein Nachname, Kurt Vorname. Ja. Ah, okay. Chase Rufus mein Name. Ah, Rufus, okay. Genau. Okay, ja. Dann halt der Rufus. Wenn du das ausmacht, können wir uns auch gerne duzen. Ja, ja, ich hab da kein Problem mit. Aber perfekt, dann. Ja, ich hab kein Problem. Ja. Frage ging 65 so unter Kollegen, sag ich mal. Ja, ja, klar. Straßenfahrzeug. Ja, ansonsten, wenn Fragen sind, einfach löchern. Ja, ja, ne, klar, klar. Ich, R1 hier, Adam 15. Wir sind da jetzt stand gerade ein Auto komplett kaputt auf der Straße, ne? Haben Sie es auch gesehen? Bei der Werkstatt. Ja. Die sind also, dort ja. Den See entlang Richtung Zentrum Sandy, aber ich bin dann abgedreht. Ab und zu mal auch die Mechaniker. Wir haben sie halt beim Tatverdacht. Ja, ja. Wir haben keinen eindeutigen Beweis, dass sie es waren. Ja, kein Vorbei, schauen Sie bei der Gegend um. Wie den überholt hat mit 130 beim 100er. Waren sie mal ohne Tempomat? Ja. Ah, okay. Ah, das ist ein Grund, warum sie ohne Tempomat fahren? Oh, da kommt wer entgegen. Oh, da müssen sie. Oh, ja. War ganz schön entgegengekommen, ja. Genau aus sowas. Ah. Mit 223 geblitzt, also.
Aha, perfekt, ein Kollege, ja. Ja, warum fährt denn der so schnell? Ich war zu schnell. Ja, etwas. 23. Ja, weil ich hab mit Gordon gerade abgesprungen wegen dem, wir observieren gerade die Biker. Deswegen. Ja, okay. Ich wollte jetzt nicht mit Blaulicht dahin fahren, weil sonst bemerken sie mich sofort. Ja, klar. Na ja, gut. Aber gut, dann, egal. Viel Erfolg. Jo, danke. Ciao. Ciao. Die Sirenen sind echt schrecklich, ne? Die Standard-GTA-Sirenen. Ich freue mich je, wenn die wieder dann normal sind. Ich habe vergessen, das Pack zu installieren, Leute. Ich habe das vergessen. Der gehört zu unseren Detectives. Ja, hab ich schon bemerkt, ja. Ja, nee, dachte ich mir auch so. Zuerst so, ob das vielleicht doch ein Kopf ist, weil der so verdunkelte Scheiben hatte, so vorhin. Ja. Ja. Verdeckter Mittler. Genau, richtig. Aber wie wehrt man sowas? Wenn man im Prinzip nachher Officer 2 geworden ist, kann man dann. Ja, wirklich sich eine davon aussuchen, also entweder das SWAT, also unser Tactical Unit, ja, oder zu den Detectives, also unsere Criminal Investigator. Oder man bleibt hier bei dem Patrol Service, die dann jetzt auch seit neuestem die Highspeed One und die Motorradstaffel vereint. Ah, okay, verstehe. Ja, nee, weil sowas interessiert mich schon, so ein bisschen so undercover fahren. Hm? Ein bisschen an der Cover schauen, ne? So eine Uniform. Ja, klar. Man ist auch recht frei, sag ich mal. Was ja, ja. Schwarzgeld. Gut, hier in der Patrol Service sind wir halt auf Highspeed-Fahrzeuge eher ausgelegt und auf Helikopter. Ja. Und die, ja, Tactical Unit, also die SWATs, hat da nochmal andere Kaliber an Waffen, die verwenden. Ja, verstehe, ja. Hier wäre das Kokainfeld. Ja. Hier bei uns an oder was? Ne, hier wachsen Kokainpflanzen. Ja, aber irgendwer pflanzt das hier doch an, oder? Ja. Ja, von selbst kommt die, kommen die doch nicht, oder? Irgendwer muss das angepflanzt haben. Oder muss ja sagen, das ist hier Natur, so. Nee, das glaube ich eher weniger. Ja, aber ich schätze mir da doch irgendwer gestreut dann, ne? Und dann wächst das hier. Wie wild. Ich mach von aus. Ja. Aber die kriegen wir leider auch nicht weg. Oder der, die hier anpflanzt, den haben wir auch noch nie erwischt. Operation One mit Durchsage. Jede Einheit kann sich jetzt selbst bitte eintragen im Leitstellensystem, weil wenn viel Funk ist, dann geht das ein oder andere unter. Das funktioniert nicht. Ja, was für ein Leitstellensystem? Deshalb die Bitte von Operation One, jede Einheit sich selbst einzutragen, seit heute, wo sie gerade ist, welches Fahrzeug, welche Route dabei ist und so weiter. An welchem Gebiet die Tabellen sind freigeschaltet für euch. Oh, wie macht man das? Da das für mich auch noch was Neues ist, und zwar mit dem T-Muskel, das Slash PCAD. Operation One for King 61. Ah, okay, ja, ja. Ja, bin drin. Dann, sich das irgendwie Leitwerk, ist bei mir Leitstellenblatt durchsichtig, ganz komisch. Müsst ihr jetzt aber mal machen. Ja, aber mir steht hier, sie versuchen eine geschützte Zeile, genau, und ein geschütztes Objekt zu bearbeiten, das mache ich aber gar nicht. Hier haben wir Powernappen, dann sollte wieder, genau, gehen noch. Man kann dann unten. Ja. Wo jetzt auch die ganzen Kollegen sich gerade eintragen, einmal dann selbstständig eintragen und dann auch sagen, wo man unterwegs ist, mit wem man unterwegs ist. Operation One, verstanden. Das Ganze gibt es einmal für Town, also für die Stadt, und dann einmal unten fürs County und dann einmal die Leute, die in der Highspeed sitzen oder halt im Helikopter. Wenn ihr 10-7 geht, dann bitte euch einfach eure komplette Zeile mit entfernen löschen. Ja, ich verstehe das nicht. Also als Beispiel. Nee, ich verstehe nicht, womit ich da eintragen muss. Achso, okay. Also ich verstehe schon, für was das da ist, ne? Genau, damit wir einfach selber eine bessere Übersicht haben, wo sind schon die Leute und wo muss noch nachbesetzt werden. Und wenn sie dann oben links einmal auf Escape gehen, können sie da einmal wieder raus. Item 21 benötigt einmal eine X-Ray-Einheit im Winter. Verstehe, ja. Aber haben sie uns schon eingetragen? Also muss ich nichts mehr machen, ne? Nein. Okay, perfekt. Unsere Namen sind schon eingetragen. Ah, okay, verstehe. Tempo. Schon cool, das wusste ich gar nicht hier.
Was ist denn? Ah, sie geht's ja nur weiter. Aber das ist auch für uns noch ein bisschen neu. Ah, sind auch die ganzen Codes drin. Ah, okay. Jetzt verstehe ich. Also einen anderen lauter machen. Das Problem ist, wenn ich ihn lauter mache, ist der Funk zu laut. Ich muss ins Script reingehen und den Funk leiser stellen. Aber das kann ich jetzt nicht on Stream machen, Leute. Das muss ich nach dem Stream machen. Ja, sonst ist der Funk zu laut oder er ist zu leise, ne? Ich meine, ich kann einfach wieder so ein bisschen weiter höher zu drehen, aber das ist halt eine globale Setting, die ich hier einstelle. Wir schauen mal, ob wir eventuell einen Kocher oder sowas finden. Ja, und wie kennt man den? Also wie sieht man den, dass er kocht? Und zwar, es sind generell immer Wohnmobile. Okay. Und es steigt ein sehr starker weißer Rauch von denen auf. Oh, verstehe. Ein sehr starker Meister, ja. Ja gut, sehe, tue ich nichts genau. Noch. Das kommt sie ja noch. Genau, also man sieht es eindeutig, sage ich mal, dass da irgendwas nicht stimmt. Jetzt einfach mal 20 Cops online, bist du deppert. Kein Wunder, dass der Funk so voll ist, bei 20 Cops. Nur die sind halt hier gerne, platzieren die sich hier gerne. Ja, verstehe. Verstehe. Das ist jetzt echt Polizeiarbeit hier, ne? Sheriff-Uniform gibt's nicht. Also du kannst schon Sheriff-Uniform machen, nein, aber perfekt. Wir fahren mit Sheriff als PD rum. Ich kann es mal fragen, warte. Ist das eigentlich, wir fahren ja mit Sheriff auf Streife, oder? Genau. Wie ist das wegen Uniform und so? Also benötigt man da eine andere oder ist das so okay? Also ich sag mal, es wäre schön, wenn man dann auch eine Sheriff-Uniform anhat. Aber ich sag mal so, für den ersten Tag ist es jetzt nicht unbedingt. Ah, okay. Ja. Also man kann, ist aber keine Pflicht anscheinend. Weil da muss ich sagen, ich habe selber keine. Achso, sie haben die. Achso, ja gut. Das, ich habe selber keine Sheriff-Uniform. Müsste ich vielleicht mal bestellen. Aber vielleicht kein Geld, ne? Paul PD. Adam. Ja, du unterwegs. Also man verdient nicht ganz so schlecht hier. Also. BG leer 7. Oh, $4,000. Ah ja, wie kriegt man eigentlich vom Chef, der hat gesagt, ich krieg eine Auszahlung für mein Auto dann irgendwann. Adam 21, genau, wir benötigen die X-Ray-Einheit Mission Row nicht mehr. Und wer ist das dann? Also ich als Rekrut mit Auto fahren, das ist erst später, ne? Genau, das ist erst später. Sobald die Rekrutenzeit vorbei ist, man wird dann Officer 1. Ja, ja. Bekommt man auch von mir das Geld. Ja, ja. Plus halt nochmal ein kleines Extra. Operation 1 halt eventuell mit Tuning vorzunehmen oder ähnliches. Ja, auf der Straße unterwegs bin, bitte möglichst selbstständig die Leitstelle weiterführen. Bei Fragen stehe ich natürlich weiterhin zur Verfügung. Das neue Funksystem ist schon geil, Alter. Ich brauche jetzt was zu trinken gleich, Alter. Ich dreh gleich durch. Edkas Saukums, danke fürs VP werden. Heinz-Peter Dietrich, danke für 5,01 €, bin auch wieder da und immer dabei. Schreibe halt nicht mehr so oft im Chat. Liebe geht trotzdem raus. Noch jemand gebraucht, weil ich dachte, Sascha Wolf, Grüße aus Nürnberg. Hashtag Rekrut. Dankeschön, Sascha Wolf. Noel YouTube, danke schön für 1,01 €. Ich habe mir heute VIP geholt, um 13 Uhr kannst du vorlesen und kannst mich grüßen. Ich sehe es leider nicht, was du um 13 Uhr geschrieben hast. Und gleichzeitig ist auch Jagdgebiet. Adam 14, 1076, Mechaniker. Also, hier rauf. Hier sind dann auch ja. Öfters Jäger unterwegs, um dann Wild zu erlegen. Da müsste man dann prüfen, ob die einen Waffenschein vorhanden haben. Was für ein Fahrzeug. Ich hab noch nie gesehen. Lenken 25, der 90 Mission Row, anschließend 10-7. Operation 1. Und das steht hier so ein Audi. Okay. Also hier hinten bauen sie auch gerne mal Hanf an. Ah, ist ja so beliebt hier der Platz. Ja. Ah, okay. Also
Hier ja, aber so noch auf der Wald. Dann, ja. King 65, 1087. So, Niklas, danke fürs VPN, Captain Chaos, YouTube, danke fürs VPN, Felix Zundel. Grüße aus Kapstadt, danke schön zurück. Niklas, danke für 2 Euro. Leertaste 18, wie nennt man eine Pistole, die die Erde schießt? Erdgeschoss, wow. Warte, hier ist er. Er hat es verdient. Tony der Depp. Liebe die Streams und das Projekt, kauf dir einen neuen Sack voll mit Dosen, Alter. Du Arsch! Das sagt man vor mit Dosen, Alter, das ist auf, hab ich auf TikTok hochgeladen. Nathan 7 nicht eintragen, sondern den ganzen Eintrag, die ganze Zeile löschen. Und der echt aus der Idee, Grüße aus Dresden, dankeschön. Aus Dresden? Da gibt jetzt ein KFC in Dresden, oh, die Uwe, aber fangen wir nicht an. X-Ray 2 und X-Ray 15 responding. Da flippt der halbe Funk aus. Ja, ich merke. Mit einem Lamborghini Sian vor dem Laden und eine Geisel. Ja, King 65 eingetroffen. Schade, dass wir im Land fahren, weil am Land passiert halt nichts. Oder halt wenig. Bis auf wenn wir mal jemanden finden, der vielleicht mal was anbaut oder so. Das ist die erste Fahrt, die erste Ausfahrt ist halt, ne? X-Ray 2 und X-Ray 15 platzieren sich an der Treppe. Wir brauchen dringend ein High-Speed-Unit. Informativ, linken 14 mit seiner High-Speed-Unit auf jeden Fall bei den Mechanikern 10-6. Operation One mit Frage, ist noch jemand da, der eine High-Speed-Unit besetzen kann, sonst zappeln wir um. Ja, das wird heute was. Mal schauen, wie lange es dauert, bis wir fertig sind oder bis wir was finden. Das kann so ein bisschen dauern, Leute. 1019 Mission Row wechselt Fahrzeug auf High Speed Unit. Land ist halt, ja. Da lernt man jetzt nicht viel, finde ich. Da lernt man jetzt nicht so viel, wie wenn du in der Stadt auf Streife fährst. Aber ich kann es mir nicht aussuchen, wo wir die erste Streife fahren. Leider. Ich wäre gern beim Juve-Raub dabei gewesen. Das ist halt nicht unser Streifengebiet gerade. Die Stelle kann ich mir nie merken, wo es ist. Was hier war oder eine weiter. Also rauchst, okay, ist doch der Rauch. Kopf um oben, Mocker. Das ist die X-Ray-Unit, könnte ich mal nachschauen. Okay, oder, ah ne, weiß ich ja gar nicht. Man kann das ja hier auch gar nicht sehen. Mit einer Maske, mit einem toten Kopf. Da sehe ich das hier immer, was das ist weiß ich, was eine X-Ray-Unit ist. Weiß gestreifelten Ärmeln und einer Weste und einer Jogginghose. Soweit Langwaffe, glaube ich, auf dem Rücken negativ und ein Zier an dem ich bin. Adam, du bist mit der High-Speed-Unit unterwegs. Tobi, bitte. Ja, ich wiederhole eine Scarborn. So, Unit bitte am Jubilieren fahren. Sturmdrache, dankeschön für 10 Euro Hühnchen. Mach weiter so, bin sogar am Überlegen, auf den Server zu kommen. Wie geht raus? Danke. Wir machen bald wieder Bewährungsphase, ist bald wieder offen, Leute. Wir schauen, dass wir November oder Dezember aufmachen, ja. Also diesen Monat oder nächsten Monat machen wir die Bewährungsphase wieder auf. Aber ihr wisst wahrscheinlich noch diesen Monat, mal schauen. Auf jeden Fall folgen auf Insta. Da werde ich nämlich ankündigen, sobald es soweit ist, Leute. Bitte alle Einheiten in Fahrzeuge soweit bereit machen. Ich frage mal durch. Mal eine Frage. Unerwartete, bitte verhindern. Ja. Wissen Sie, was so X-Ray Unit ist und so? So alle Sachen, die es halt gibt? Gucken, ob das so Unit-mäßig? Ja. Genau, einmal die David-Einheit. Ja. Wären unsere Spot-Leute. Ja. Dann die King-Einheit wären unsere Detectives. Die linken Einheit sind wir, also der Patrol Service. Und X-Ray wäre die Marshals. Die sind nämlich bei uns mit im Punkt. Ah, okay. Okay. Also X-Ray ist Marshall. Genau. Okay, das wollte ich eigentlich wissen, aber das ist so. Okay. Ich habe doch mal Funk mal ausgemacht. Weil hier gerade so viel los ist, Alter. Ja. Ja. Was sind eigentlich so Frequenz 2 und 3? Für was ist das? Frequenz 2 ist unser Nebenfunk.
Ja, und für was ist der? Der wird meistens für besondere Operationen genutzt. Oder halt auch, wenn beispielsweise Nationalbank und gleichzeitig eine kleine Fließerbank ist, dann wechseln die jeweiligen halt in den entsprechenden Funk. Funk 3 haben wir soweit eigentlich komplett frei. Gibt es jetzt keine spezielle Aufteilung für. Ich nutze jetzt gern für eine Rookie-Ausbildung, damit die Rookies das mal kennenlernen dann. Natürlich. Wieder angemacht, dass ich besser verstehen konnte. Hier ist der Kokainverarbeiter. Ja. Ich bin vor, danke. Auf Highway ballern. Oh, sieht auch soweit sauber aus. Ja, ich würde einmal Richtung West Highway, also nach Westen, Nagelbänder legen. G, der graue BMW ist deiner. Denn vor Richtung. Achso. Grau BMW gehört mir als King 65. Was ist am Jubiläum? So. Johnny, DV624, ja. Dankeschön, guten Abend, schreibt er. Danke für 25 München. Ich sehe uns Haftpflichtversicherung, danke für den Euro. Der, wo bei den Mechanikern. Sensema ist auch wieder dabei, dankeschön für eine Runde. Abendhundel, wie geht's? So, und ist Forza Horizon 5 schon vollständig runtergeladen? Ja, ist es schon. Ich habe sogar überlegt, ob ich das heute streame oder heute als Cop unterwegs bin. Schwarze BMW ein bisschen. Vielleicht, dass wir morgen mal Forza spielen oder so, mal schauen. Wem gehört der graue BMW, der bei dem. Bei den Mechanikern war? Grauer BMW Mechaniker ist meiner. Oh, ganz schön komisch da vor uns. Steht hier vorne. Steht hier vorne, ja, perfekt. Danke. Alexander an zu 7 Gang, Dankeschön für 1 Euro und 7 Cent. Ja, Johnny DV, danke fürs VIP werden. Balu 7000 auch danke fürs VIP werden. Florian, Mai und Max sind auch VIP geworden. Reaction Freak, kannst du mich grüßen? Heiße Tahir, grüß mal Tahir. Marcel Schüssel, danke für 2 Euro. Wieder mal arbeiten und viel Spaß bei der Arbeit. Felix Zundel, an der Entenkönig. Wenn ihr nach Richtung West Highway fahren wollt, dann bitte Bordstein benutzen, weil auf der Straße sind Nagelbänder. Ne, ich mach das aus. Ich mach das dabei aus, weil die machen gerade den ganzen Juve-Raub drüben. Und wir langweilen uns wir hier gerade im Auto zu Tode. Moderne, oder werden Pflanzen angepflanzt. Ja, also hier auch? Ja, hier, sag mal links. Hier links, okay. Oder wenn wir jetzt komplett durchfahren. Ja. Und zwar hier stellen sie sich gerne hin. Ah, okay. Und hier machen sie was? Hier tun sie kochen oder was? Kochen, genau. Ah, okay. Ja, also ist ein schönes Plätzchen. Ja, Pflanzen habe ich hier noch nie gesehen. Mhm. Aber könnten sie rein, theoretisch ja auch. Ah, okay. Und die Inseln sind mittlerweile sehr beliebt geworden wieder. Ja, ja, ja. Ja, da guckt ja nicht so jeder nach, ne? Ja. Musst du mit dem Boot oder mit dem Hubschrauber musst du hinfliegen. Genau, das macht dann meistens unsere Helikoptereinheit. Ja. Dankeschön an Chrome TV oder ComTV. Kuss geht raus, Alter. 49,99 haut raus. Dankeschön. Soxtras, Mangsyn, wünsche dir viel Glück, dass vielleicht jemand beim Kocheln erwischt. Ja, ich hoffe alles und alles Gute nachträglich. Ja, ich hoffe einfach, dass wir ihn finden. Aber bis jetzt langweile ich mich als Rekrut gerade zu Tode im Auto, aber ist halt so. Weil selbst die Autobahnpolizei wäre spannender, glaube ich, als hier zu suchen und niemanden zu finden, ne? Ich meine, wenn du ihn findest, ist schon geil. Das ist halt Polizeiarbeit. Ich muss immer sagen, das, was ich als Cop mache, ist meistens Autobahnpolizei. Das so Anbauer finden und so. Mal gucken, ob wir nicht hier. Interessiert mich eher weniger, aber so. Entweder in der Stadt Cop ist geil oder halt, wenn du. Wenn du ein Ding machst, ne? Also Autobahnpolizei finde ich auch geil, aber so. Leute finden, die irgendwo was anbauen. Hm. Dieses Gesuche finde ich eher langweilig. Da bin ich lieber aktiv als Polizist so dabei und bin nicht so der Suchspürhund für sowas.
Bin ich halt ehrlich, ne? Fahren wir mal schnell zu einer Tankstelle und dann gucken wir, ob der hier entgegenkommt. Ja, klar. Und mich, wisst ihr, was mich übelst triggert? Dass mein Kollege einfach die ganze Zeit nicht mit dem Tempomaten fährt, sondern die ganze Zeit halt drückt, ne? Man merkt so richtig. Wie er immer probiert, hier das Speed zu halten. Aber teilweise fährst du dann 115 oder 100, wie jetzt gerade. Das triggert mich so hart, Alter. Das triggert mich so hart. Aber gut, ich sag nichts dazu. Er ist der Vorgesetzte, ich sag nichts. Aber es triggert. Ich die ganze Zeit so sehe, so ding, 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 ding. Also haben wir mir eine Nachricht geschrieben, was schreibt denn? Bitte Zeile löschen da. 7. Kann ich jetzt nicht rauslöschen, deswegen die Anfrage. Funktioniert ja schon super. Also ich finde das mit dem Eintragen und so, so schon etwas, ja, also Rubellose. Steigen wir aus, ich hole mal ein paar Rubellose. Ja klar. Ah, schau, die Feuerwehr ist auch schon da. Was ist denn dort passiert? Unfall? Aha. Ach, was weiß ich schon. Was weiß ich schon? Bin nur ein blöder Hund. Gut, gehen wir mal Rubellose kaufen, aber ich schau, wie viel Geld. Also, man verdient nicht schlecht als Cop. Ich bin einfach nur im Auto. Wie viel habe ich jetzt? Ja, 5000 Dollar. Man verdient nicht so schlecht als Cop, aber, ne? Schauen wir gleich mal. Hast du schon Mittagessen? Na, leider noch nicht. Ja, doch, doch, sorry, habe ich ganz vergessen, was ich gegessen habe, ich Idiot. Und ich habe so Durst einfach. Ich habe so einen fucking Durst in Real Life jetzt gerade. Ich hole mir jetzt gleich mal was zum Saufi. Oh, gewonnen, wow. Ich habe gewonnen. Dass ich sowas mal erleben darf, dass ich mal seit langem wieder mal einen Win hatte. Ich meine, ich habe trotzdem verloren, aber trotzdem. Ich hole mir noch zwei Ruhelose. Roman Sutter haut 48 Schweizer Franken raus. An dieser Stelle Liebe geht raus an den Schweizer Roman. An den besten Hundel, bleib wie du bist. Hammer deine Streams zu schauen. Grüßli aus der Schweiz. Kennst du mich noch? Furz. Full. Na, dann kriegst du jetzt einen Full, weil ein Furz gibt's nicht mehr. Es gibt jetzt immer nur Full. Ja, es wird auch wieder nichts. Kommt jetzt ein 10.000er, da bin ich glücklich. Ach komm. Ungönner. Unehrengönner Rubel. Da rollt der Rubel. Nicht. Bei mir heute gar nicht. Alter, diese scheiß Rubellose für nichts geworden. Ja, ich hab. Wenn du magst, kannst du fahren, ne? Ich darf fahren? Ja. Aha. Ah, das ist schön, dass ich mal fahren darf. Also, du musst alles mal aufmachen, ne? Ey, kannst du mir schon einmal Schlüssel geben dabei? Der sollte eigentlich noch stecken. Okay. Nee, Moment. Ich hab ihn ja. So. Bitteschön. Ja, gut, dankeschön. Und wie mach ich hier. Blaulicht an, welchen Knopf drücke ich da? Hier auf dem Armaturenbrett. Ja. Und zwar einmal das Q, genau. Und dann hier Hupe, weiß ich Bescheid. Genau. Ich drück einfach mal durch. Genau. Einfach mal ausprobieren. Ja, Führerschein habe ich, ja. Oh, passt perfekt. Schon. Aha. Können wir die mal kontrollieren? Na, der hat ja nichts gemacht. Ja, so allgemeine Verkehrskontrolle. Wenn man wieder rausschiebt, ja, der schiebt einfach raus. Ja, aber der schiebt raus. Allgemeine Verkehrskontrollen gibt es so an sich nicht. Nicht? Das muss immer ein Tatbestand sein. Müssen wir da hinfahren zu der Bank? Nein, da müssen wir nicht anfahren. Okay. Der fährt aber zu schnell. Ja, dann einmal gerne anhalten, wenn er zu schnell fährt. Ja, nee, weil ich komme da nicht hinterher. Merken Sie? Bei 130, der wird immer schneller, kommt mir vor. Ja, Tempomat rausholen. Ja, da vorne fährt er schon lang. Ja, jetzt bremst du ab hier. Ah, geil. Wir sind da jetzt hinten drauf gebrettert. Ein Kopfloser? Ja. Na gut, dann lass mit dem mal. Fährt jetzt langsam. Soll ich jetzt mal anhalten oder wie? Ja, ich halte einfach an. Er war vorhin viel zu schnell. Und über Rot. Ja, gut, das ist halt mir egal. Scheiß drauf. So. Gehst du vor? Ja, klar, kann ich machen. Ist das schlecht, so wie ich stehe oder?
Nee, passt schon. Okay. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Möchtest du das übernehmen? Oder? Ja, nee, ich muss ja lernen. Ich kann es gerne übernehmen. Okay, weil ich würde mir das mal angucken. Genau. Guten Tag, ich kriege erstmal einen Führerschein von Ihnen. Aber natürlich. Dankeschön. Herr Kevin Berger. Sie sind vorhin ein bisschen zu schnell gefahren. Echt? Ja, ja. Ich habe Tempomat angemacht, sind wir weggefahren. Na, okay. Ja, kann sein. Ja. Ein zu großes Gaspedal. Ja, ja, ja. Ist das Auto angemeldet auf Sie? Natürlich. Alles klar. Das Kennzeichen, ne? Gibst du das gerade durch? Ja, ich hab's gerade. Alles klar. Ist angemeldet und versichert. Angemeldet, alles klar. So. Nehmen wir den Führerschein wieder. Perfekt, vielen Dank. So, gemessen haben wir sie jetzt nicht, ne? Ja. Die waren noch nicht zuständig, ich würde mal sagen, sie kriegen eine kleine Verwarnung. Ne. Fahren selber vorsichtig. Das mache ich natürlich. Ja. Und wenn wir sie gemessen hätten, dann hätten sie höchstwahrscheinlich Strafe gezahlt, aber dadurch, dass wir sie jetzt nicht gemessen haben. Ja, ich habe mich Glück gehabt, ne? Ja, ja, sie können froh sein, dass ich Rekrut bin. Weil ich weiß noch nicht mal, wie man hier misst, das Auto. Das weiß ich noch nicht mal. Das muss ich alles noch lernen. Das musst du mir jetzt beibringen, wie das geht mit dem Messgerät. Genau. Ja. Darf ich das auch machen? Darf ich auch messen? Nee, ich habe ja nichts. Wie messen? Kriegt man die Messgerät? Ich möchte auch Leute messen. Kann man nee, machen? Da müssen sie zur Polizei, dass sie messen können. Genau. Ah, nee, das möchte ich nicht. Ja, brauchen sie ein Messgerät. Das kann ich nicht mehr. Dafür bin ich zu... Kaufen Sie sich eine Radarpistole. Kann man die kaufen? Ich denke schon, dass man die irgendwo kaufen kann. Ja, da gucke ich mal. Ja. Gucken Sie halt auf eBay oder so, ob das mal verkauft, so eine Radarpistole einfach. Verkaufen Sie vielleicht eine? Nee, ich bin Polizist, ich bin kein Verkäufer. Hätte sein können. Ja. Ja gut, dann schauen Sie zu, dass Sie Land gewinnen und fahren Sie vorsichtig. Land gewinnen? Ja, das ist nur Spaß, alles gut, fahren Sie vorsichtig. Ja, perfekt. Also Sie auch natürlich, ne? Und kein Unfall bauen. Ja, ja, natürlich, natürlich, natürlich. Perfekt. Jawohl. Schönen Tag noch. Ciao, ciao. Tschüss. Also, steig erstmal ein, ja? So, wie mache ich das, dass ich hier drin messen kann? Oh, und zwar einmal hier auf dem Board vorne Steuerung Radar an aus steht da. Genau. Und einmal Frontantenne. Das Radar anschalten. Ja. Genau. Okay. Front einmal an. An, ja. Dann natürlich hinten auch. Ja. Und darunter kann man dann die Geschwindigkeit einstellen. Mit, ja. Wir sind jetzt beispielsweise auf dem Highway 130. Ja. Und dann kann man das Ganze auch schon zumachen. Okay. Ah, okay. Gut. Und wenn jetzt jemand zu schnell fährt und wir messen das Ganze, piept das hin. Ah, verstehe. So, vielleicht soll ich mal wieder den Funk anmachen. Und ich als Beifahrer kann aber leider nicht mitmessen. Das funktioniert nicht. Alles klar. Ich passe schon auf, falls ihr was seht, ne? Für alle Geisel ist Felix U einmal checken soweit eventuell und der geht soweit gut. Bis wie weit in den Süden können wir fahren? Also wo ist da genau das Ende bei uns? Ja, ich sag mal so ungefähr. Lincoln 15 haben wir auf East Highway Position. Vor der nach der Militär Base sollten wir dann links abbiegen. X-Ray 4 ist auf dem Weg. Informativ an die Einheiten Richtung East Highway sind die ersten, also die Spur Richtung East Highway mit zwei Nadeln miteinander besetzt. Rookie 5, bitte nochmal zum Explorer kommen. Darf der da stehen? Eigentlich nicht. Na gut, vielleicht sucht er gerade mal wie was. Licht losgelegt, ja. Adam 17 informativ, wir sind gerade East Highway Höhe, Human Labs, wir könnten notfalls auch noch eine Straßensperre errichten. So, ich wiederhole nochmal, Nagebänder soweit sichtlos gelegt. Boah, Alter. Haut ihn raus. Johnny, Alter. 50 Euro, Dankeschön, Johnny DV624. Bin jetzt hier P. Diamond und freue mich schon auf meine Autogrammkarte. Schönes Stream wünsche ich. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank fürs VIP Auto werden. Ich komme mal dann vor, dass die dann hier durchfahren müssen, wenn sie hier langkommen.
Dann alle nochmal gucken, ob Tank ready ist. Alle einsteigen und dann geht's gleich los. Einer muss mich covern. Alter, wirklich, vielen Dank, Johnny. Auf der Militärbase. Die würden mich dann. Ich begleite das Betreten für die Bewohner komplett verboten. Ja. Du, Walker, du kannst eventuell von da oben auch einmal verweisen. Wir bekommen dann einmal eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Ganz zur Not sollten sie sich weigern. Könnten wir rein theoretisch auch Waffengewalt anwenden, aber sollte natürlich noch ja, so gut wie möglich vermieden werden. So, informativ geht um 10 Sekunden los. Okay. Jo, da darf man einfach. Wenn es losgeht, die zwei Fahrzeuge Richtung East Highway einmal die zwei Spuren, die ihr blockiert, frei machen, okay? Ja, so ist der Plan. X-Ray 2 ist ein X-Ray 15 am West Highway. Ist der links oder rechts? Ja, ich hab's leider nicht gesehen. Oh, danke schön. Ich schätze mal in die Richtung, weil man in die Richtung schneller flüchten kann. Ja. So schnell wie der war, wenn der rechts abgebogen wäre, den hättest du irgendwo rausgeschmissen, schätze ich mal. Ja. Möglich sein. Ja, komm raus. Ja, das ist über alle Berge, glaube ich. Ja, ja, ich glaub's auch. War der hier vorne? Ne. Dann dreh ich mal um. Ja, Alter, der war viel zu schnell. War so ein, was war das? Ein roter Lamborghini? Aventador? Ich glaube schon, ja. Ja, sowas in die Richtung, auf jeden Fall. Ja, und was machen wir jetzt? Müssen wir das jetzt durchgeben oder wie machen wir das? Kannst du gerne einmal durchgeben, dass wir einen mit der Geschwindigkeit hatten, der leider geflüchtet ist. Und kein Sichtkontakt mehr. Im Funk oder was? Genau, im Funk. Okay, und was soll ich jetzt sagen? One Adam 10, oder? Genau. Okay. One Adam 10, flüchtiges Fahrzeug. Shot fire. Vom Dach. Na gut, da werde ich mal nicht eingreifen. Ja. Ja. Die haben gerade ein anderes Problem. Alle aus der Schussweite. Gibt's Erlaubnis? Fahrer erschossen. Position immer noch an der kleinen Bank. Eine, ich weiß nicht, ob einer eventuell down ist auf dem Dach. Ja, möglicherweise sind die worunter. Das Dach hochgehen. Basil und ich sind schon unterwegs nach oben. Haben wir noch welche auf dem Dach? Bin angeschnallt. Ein Täter da auf dem Dach. Ja, ich komme dazu. Einer down auf dem Dach. Ich will jetzt pushen, dass sie keine Weste ziehen. Ja, King 60 kommt da hoch, ich bin zivil unterwegs. Weiße Jacke oder schwarz-weiße Jacke. Oh, ich hab schwarze Jacke. Ja, mal dann links wieder das Kokainfeld. Also nochmal durchfahren. Dach ist sauber soweit. Kann man gerne machen, klar. Ja. Da aktuell unsere Einheiten auf dem Dach. Ja, sieh dir vor.
Ja. Alle Täter da? Lincoln 14 hat auf jeden Fall einen oben auf den Dach geholt und den Fahrer des Taycan. Ja, immer noch ziemlich leer hier. Ja. Ja, dann habe ich den Namen. Soweit Code 4, da braucht ihr eine Unterstützung noch. Hier ist noch ein Auto Richtung Osten. Ein blauer Mercedes. Operation 1 für 1 Lincoln 23 kommen. Operation 1. Direkt hier bei uns wird ein Fahrzeug geklaut, im eventuellen einen Täter, der abhaut. Wir haben jetzt den ganzen Tag da rum, das ist die Frage, ne? Also den ganzen Tag da jetzt rumgucken. In letzter Zeit ist das County leider ziemlich ruhig geworden. Ja, ich merk's. Kann man bitte eine Kennzeichenüberprüfung der Trennung Koch? Also wir können gerne mal gleich schauen, ob wir nicht in eine Einheit wechseln. Dari, Saku, Kartell. Also ich hab gar nichts auf dem County, gar nichts. Operation 1 hört. Jungs, lass mal die Autos so hinstellen, dass wir eine Mauer haben. Ja, ich guck mal gerade im Leitstellen. Ob man mit dem Panning raus, wo ihr seid. Eine freie Einheit ist. One Link in 23. Alles klar. Schreibleinen Überhead-Teilung. Selbstständig im Leitstellen im Kern. Ja, einer mobilisieren ist geflüchtet. Tempo. Ich Kontakt zum Sian, flüchtet gerade Richtung Immobilienmakler. In der Stadt geht's ab und wir sind am Land, Alter. An Makler vorbei. Am besten die heißen Judas einmal mitverfolgen. Fährt auf dem West Highway auf Richtung Palito. Braucht dringend Unterstützung für hinterher. Fährt jetzt am East Highway links Richtung Stadt einwärts. East oder West? West, sorry, West. West Highway unterwegs zum Innerstädtischen. Geht bei der Unterführung West Highway. Können wir mal den Kollegen entgegenkommen? Angekommen. Können wir gerne machen. Weiter flüchtig auf dem Innerstädtischen. Dann einmal Tempomat raus. Kontakt. Ja. Braucht dringend eine ISP-Unit, sich Kontakt mit Schwächer. Adam 2 ist unterwegs, wir hängen hinter dir. Alter, die fahren wir, wie sie wollen. Bitte weiter die Position durchgeben. One Lincoln 23 mit ISP-Unit unterwegs. Weiterhin flüchtig auf dem Innerstädtischen Highway, weiterhin geradeaus. Okay, der Fall, der war jetzt wo ganz woanders dann. Ne? 10-4. Ja, kein Sichtkontakt mehr, ich vermute mal weiter geradeaus. Ich schau nochmal, ob der entgegengekommen ist. Ja. Naja, so ein Sion, sind ja zwei, ne? Jetzt für Drogendealer kein Sichtkontakt mehr. Adam 2 verunfallt. Panic, bitte aktuelles Standort. Ja, hab aber aktuell keinen Sichtkontakt mehr. Bin jetzt auf der Brücke beim Flughafen. Ja, sind vor. Ja, der kommt da nicht lang. Ich glaube auch nicht. Edward 21 frischt ab, kein Sichtkontakt mehr. War das eher Richtung Fahrtrichtung East Highway vielleicht? Ja, ich habe auf Höhe Drogen, die ja komplett Sichtkontakt verloren. Adam 14 mit der Frage, Sichtkontakt zum Zieren? Aktuell negativ. Letzte Sichtung, Höhe Drogendealer. War der zu schnell, oder? Ja, aber deutlich zu schnell. Aber ich habe noch nicht gemessen. Ich probiere noch zu messen.
Lincoln 23 fährt mal Richtung Palito hoch. Habt ihr Adam 10 ist in Palito. Habt ihr die Beute sichergestellt schon oder die der noch da drin sitzt? Aus wie ein Jäger. Hallo? Hallo? Können Sie bitte im Auto sitzen bleiben, wenn ich das Blaulicht anmache und Sie von rechts runter, bitte? Haben Sie mich runtergebeten? Ich bin mit Blaulicht hinterher gefahren, ja? Achso, das habe ich gar nicht bekommen, Entschuldigung. Achso, ja, gut. Ich suche jetzt ein schwarzer Cyan. Warum haben Sie eine Maske auf, wenn Sie mit dem Auto fahren? Ich war gerade jagen. Sie waren gerade jagen, okay. Können wir mal bitte den Führerschein sehen? Na klar. Adapter mit Verkehrsanhaltung in Palito Bay auf der Tankstelle. Dankeschön. Eines BMW X5 mit dem Kennzeichen. Das ist der Herr Tony Magnum, ne? Cäsar, Richard, Theodor, Ludwig, Theodor, Martha, X-Ray 5. Gut. Lincoln 15, 1090. Sie waren ein bisschen schnell, sind mir ein bisschen schnell entgegengekommen, der. Wo war ich zu schnell? Da oben, ich hab zwar keine Messung gemacht, aber ich habe gesehen, dass sie auf jeden Fall zu schnell waren. Als ich hinterher gefahren bin, habe ich sie jetzt nochmal ein bisschen eingeholt mit 132 zwar nur, aber. Naja, ist. Könnte ich tatsächlich zugeben, also ich hatte einen 150er Tempomat. Ja, ja. Ne, sie waren echt ein bisschen zu schnell, sonst ist es auch zugeben. Ich meine, gemessen habe ich sie jetzt nicht. Ja. Kollege, was machen wir, wenn wir es nicht messen, aber der ja sogar zugegeben, 150 gefahren zu sein? Aber wenn er es zugibt, dann können wir ihm gerne ein Bußgeld ausstellen. Oder du bist so kooperativ und sagst... Hey, da haben wir von uns geklaut oder von mir oder sowas? Schnell war, oder was? Das ist X-Ray 2. Da würde ich lieber Glückslose ausgeben. Ja. Ist mir halt wirklich aufgefallen und wenn ich im Auto an ihrer Stelle würde ich nicht maskiert fahren, weil ja, sonst erkennt man sie vielleicht auf dem Blitzerfoto nicht, ne? Ja, die habe ich tatsächlich vergessen. Wir müssen die Fahrzeuge leider mit dem Auto Dietrich aufmachen. Wo gehen sie denn jagen, ja? Guten Abend, Rookie. Oh, hier oben im Wald. Hier im Wald? Hier oben? Naja, in der Nähe vom Holz. Wollen Sie gerade hinfahren oder was? Ich wollte jetzt gerade mein Auto tauschen. Du bist sehr leise im Funk. Ah, okay. Verstehe. Dann muss ich noch Rookie 3. Waffenschein besitzen Sie? Ja. Haben Sie auch eine Jägerlizenz? Ja, natürlich. Da können Sie mal herzeigen, bitte. Ja, bitte. Bis ich weiß, was. Müssen wir mal überprüfen, weil es gibt so viele Leute, die hier schwarz schießen gehen. Ah, alles klar, danke schön, habe ich bekommen. Ja, gerne. Dann kriegen Sie Ihre Sachen wieder. Und Kollege, haben Sie schon Bußgeld ausgestellt? Ich nicht, ne. Ja, dann machen Sie das bitte mal. Ich schaue Ihnen zu. Ich schaue dabei zu. Wenn von den County-Einheiten niemand den Rookie 3 Stream mitnehmen kann, dann würde ich einmal hinfahren. Ich inspiziere mal das Auto von außen. Lincoln 14, noch mit der Information, bitte von allen Bewusstlosen noch die Schmauchspuren sichern, bevor es zu spät ist. Dadurch, dass sie unter 30 km/h zu schnell gefahren sind, wären wir bei $250. Das ist ja hoch. Hält sich noch in Grenzen. Rookie ist wie für One Lincoln 23. Jetzt haben wir gerade meinen Taschenkram. Rookie 3 hört. Ja, dann bitte einmal Mission Row PD einmal einfinden. Wo soll ich denn hinkommen? Ich bin jetzt gerade in der Tiefgarage. Soll ich hoch? Ja, dann warte in den Tiefgaragen, One Lincoln 23, dann 1090 Mission Row. Dann bitte einmal begleichen. Schon erledigt, Officer. Adam 21, 1019, Mission Row. Dann könnt ihr gerne vorsichtig weiterfahren. Alles klar. Und am besten in Tempomat noch 130. ich werde mich stets bemühen. Super, das war. Ja, ihre Hinterreifen sind ein bisschen abgefahren, ne? Also das hier. Ist neu. Naja, aber die Reifen nicht so ganz. Haben Sie gebraucht gekauft, ne? Ja, da hat er gebraucht abgezogen. Nee, vielleicht mal Spur einstellen lassen. Das ist nur auf der einen Seite hier, wenn man so ein bisschen hinten guckt. Das ist nur Spur einstellen anscheinend. Alles aber, klar, ja. Lass ich kontrollieren. Ja, alles gut. Walker Tag in Hermann Horn. Ruhigen Dienst, wenn man das wünschen darf. Ja, natürlich, dankeschön. Danke. Alles klar. Schöne Weiterfahrt. Schönen Tag auch. Danke, tschüss. Walker, ich grüße, wir angehalten haben, ne? Weil man mit Maske gefahren ist. Ja. Mal tanken müssen wir können mal. Noch schnell einmal tanken, genau. Yeah. Informativ an alle Einheiten. Mechaniker wurden zum Abschleppen der beiden Fahrzeuge verständigt. Machst du das oder? Du kannst ich machen? Gerne machen. Alles klar. Dann zahle ich wenigstens nächstes Jahr $80 auf der Kralle. Ja. Mehr habe ich leider nicht.
Gibt's irgendwo eine Toilette hier? Ah, hier hinten gibt's. Ich gehe schon richtig auf Toilette, ja? Ist das okay für dich? Ja? Natürlich. Adam 2, 10, 19, Mission Room. Du suchst den Kofferraum. Leute, wir können nicht den Kofferraum durchsuchen, wenn wir keinen Verdacht auf irgendetwas haben. Ach, ich geh schon pissen. Ich hole mir nämlich jetzt gleich mal, was zu trinken, Alter. Ich reck hier halb ab. Weil ich nichts zu trinken habe, Alter. Ich hole mir grad schnell was. Bin gleich wieder da, Leute. Dieses Mal fliege ich aber nicht über den Ding drüber. So, da bin ich wieder. Ich muss ja sagen, ich muss ja diesen Charakter, wenn dann ein bisschen gewöhnen. Aber ich weiß noch nicht, ob ich den so ganz fühle. Ich weiß nicht, mein Kopfcharakter ist ein bisschen schwer bei mir. Also ich weiß nicht, ob ich den so, also mit dieser Stimme und so. Ich weiß nicht, ob ich den fühle. Und von der Optik so her. Ich meine, wir haben jetzt zwar schön hergerichtet und so Hashtag Model-mäßig, aber... Der Dosensack ja heute nicht. Ich habe alles weggeräumt. Hm. Ich meine, wäre dann schon der zweite Polizeicharakter, aber... mit Fragen, jemand da, der eine R1 besetzen will. Also bis jetzt fühle ich ihn noch nicht so krass, aber liegt auch vielleicht daran, dass wir bis jetzt halt keine richtigen Einsätze hatten. Aber ich weiß nicht, ob ich den so fühle, den Charakter. Ja, wisst ihr, was ich meine? Weil bei mir muss es Klick machen, wie bei Rumpe. Bei Kevin hat es Klick gemacht. Vor Adam 14, dann wird er einmal die R1 steigen lassen. Und sonst aber, wie man es doch geklickt. Von dem Fahrer, ja, nee, Mark Rumpe und Kevin Hartmann finde ich geil. Und Basti Short ist halt eine Parodie, ne? Adam 21. Aber ich merke so die Stimme, Alter. Ob ich das mit. Ich weiß nicht. Rookie 7, ihr aktueller 1020. Stimmt halt das von Hartmann, ne? Ja, ohne Dialekt halt, ne? Aber Kevin ist halt so, ne? Kevin Hartmann. Den fühle ich halt übelst. Also Kevin fühle ich hart. Beim Polizei, ich muss gucken, ne? Ob ich den fühle, halt den Charakter. Aber man muss den fühlen. Wie viel hast du denn auf dem Konto? Lass mal gucken. Gerade. $5,000. Mit einem 1086 bei 3205 mit einem weißen Van. Adam 14, 1019 Mission Row. Walker, vergiss bitte nicht, die Schmauchspuren zu sichern. Ja, ich bin dabei. Ah, gibt's hier noch einen Walker? Adam 14, 1019 Mission Row. Okay, das wäre dann lustig. Ja. Ey, ich schau nur ganz kurz, was sie hier machen, weil da sind so zwei Autos hinten. Mhm. Ich schau nur, wo die hinfahren, weil, ne? Ja, klar. Aber kann man hier eigentlich gut blitzen, ja, ne? Mit Doppelblitzer. Ja. Genau, deswegen steht ja hier auch nochmal ein fester Blitzer. Oh, weil hier fahren sie öfters mal. Nee. Beide TVs positiv. Ich wäre jetzt 10-8. Soll ich mich selber eintragen? Ja, 10-4, bitte selbstständig eintragen. 10-4. Sind Sie mit einer Frage, wo sind die anderen zwei Täter? Wo, auf dem Dach oder drei? Oder mal eine Frage, allgemeine Frage, wie viele Täter waren jetzt auf dem Dach? Du hast ja komisches gesehen. Aber ein Kopfloser, der ist ziemlich lustig reingefahren in die Gasse. Hast du auch gesehen? Ja. Ja, das ist ganz komisch gefahren, ja. Die nehmen die echt sportlich hier. Mhm. Also, ich weiß nicht, was die mit dieser Kurve hier haben. Ah, hey, ja. Wo habe ich meine Wimpeln gemacht? Werkstatt. Denkst du, da höre ich auch hin. Ja.
wollte schon fast sagen. Nee, nee, ich passe da schon auf. Alles gut, ich passe da schon auf. Also bis jetzt ist ja nichts los. Lage ist bereits eine R1 in der Luft. Nee, ansonsten. Aktuell nicht, aber in 2 Minuten. Weil wir könnten halt mal wirklich auf die Berge selber rauffahren. Aber da müsste man aufpassen wegen dem Auto, ja, ne? Ja, das ist halt nicht Also können wir sehr gerne machen, so klar. Also fahre ich mal ein bisschen was ab hier. Hier kann ich rauffahren, ja. Ne? Hier vorne. Hier vorne links. Da komme ich dann durch, ne? Ja, fahre ich dann mal durch. Ich nehme mal den Weg hier. Ich schau mal, wie viel Leistung das Teil hat hier. Ja, geht schon. Ach, der arme Unterboden. Man muss ja testen, man muss ja die Grenzen ein bisschen, ne? Ja, irgendwo muss man mal sehen, wo die Grenze ist des Fahrzeugs. Gut. Frage hat eine Einheit für den Ping Porsche. Oh, ich dachte schon, das wäre. Ja, ja, ja. Das war ja, hier ist das. Da ist ein kochen hier öfters Leute? Hier, ja. Okay. Wie das das weiß? Weil der Rauch halt ablenkt. Richtig, genau. Ja, ja, okay. Adam 14. Adam 2, ein schwarzer Lamborghini vom Pawnshop. Adam 14, 10H, R1, 107. Operation 1. Im besten Fall natürlich anders vor. Operation One Head. Lincoln 23 und Rookie 3 bilden jetzt Adam 10-4, bitte selbstständig eintragen. Adam 4, 10-7, R1, 10-8. Adam 2 mit Frage, ist bekannt von dem Lamborghini vorher das Kennzeichen? Bei dem Lamborghini vorn hat es sich um einen Lamborghini Dan gehandelt. Das ist ein performanter Vulkan. Ah, danke. Gut, dann hat sich's erledigt. Ja, das sieht so aus wie auch nix. Ja. Über Stock und Stein, aber keiner da. Richtig. Operations 1, kann bitte jemand die Nagelbände entfernen? Beim letzten Dispatch. Ja, King 65 fährt noch frei. Dein Vordank. Adam 17, informativ, Hanfplantage 859, direkt bei der Eisenbahnlinie. Ja, da können wir hinfahren, ne? Ja, da können wir hinfahren. Wir fahren den Weg, wir ziehen uns vorher zurück. War ein Fahrzeug vor Ort? Haben wir nicht gesehen, wir haben nur die Pflanzen gesehen jetzt. Es ist auf einem Hügel. Herr Kollege, kannst du das durchgeben, dass wir hinfahren? Und nochmal die Postplätze? Ja, klar. 859, wir würden Dispatch mit unserer aktuellen Position schicken. Ja, Tempo. Ja, links Tempo oder auch. Ah. Ach, geht's dir gut, mal lieber. Ah. Ich hab gesagt, wir müssen unsere Grenzen testen. Ja, aber ich hab's auch gut abgefangen.
Ihr habt so gut abgefangen. Ihr habt die Kurve nicht gesehen. Ey, sei froh, dass wir die Ramper vorne dran haben. Ihr könnt mal froh sein. Jetzt passe ich ein bisschen auf, wie ich hier fahre. Weil ich fahre wirklich quer durch den Wald. Ja. Hier zu Hause hatte ich eine G-Klasse, deshalb. Ah, okay, verstehe. Danke. Oh, jetzt gibt's echt mehr Action, Leute. Ich hab auf dem Navi-Programm hier, wo die sind. Jawohl, und leise Anfahrt, ne? Ja, bitte. So, hilf mal in der Handverfahren. Machen wir alles aus. Linkton ist, oder Adamson ist auch auf dem Weg dorthin und positioniert sich in der Nähe. Könnte sich dann die Airborne eventuell auch in der Nähe positionieren und die Gegend eventuell suchen mit Kamera? Ja, hat der vor. Was ist los mit den Leuten, ohne Witz? Ich weiß auch nicht, wo sind wir. Ja, die sind so ziemlich kopflos. Und so fahren sie auch. Wegen kleine Verletzungen. Operation 1 für Lincoln 11. Operation 1, ja. Lincoln 11 ist 10-8. 10-4, bitte im Leitstellenblatt selbstständig eintragen. 10-4. Ja, die Einheit, die die Frau Zeller beim pinken Teilkern festgenommen hat, bitte ich immer noch in die Zellen zu kommen, weil die für die Fisch ist. Unterwegs, Moment, dem muss man nur abzugeben holen. Ja, Tempo. King 65, 76, Hospital 6, den Ryan Walker, um den dann, wenn der fertig ist, mitzunehmen. Informativ für die Airborne von unserer Position aus der Weg, der quasi ja weiterführt Richtung Eisenbahnlinie. Also das das ist aber falsch, ne? Merke ich gerade. Von der Airborne, man hört euch aktuell gerade noch. Ja, wir probieren gerade die Pflanzen zu lokalisieren. Ich check das nochmal ab. Da sind sie, 2 Kilometer. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das von oben seht, aber da ist so eine kleine Aussichtsplattform. Da haben wir schon, wir sind schon vorbeigefahren. Ja. Also ich schätze mal direkt hier auf den Gleisen rum, ne? Gehe ich von aus. Ja, also quasi von der Kreuzung die östlichste Abzweigung. Ich will nicht sagen, wo die genau sind, müssen wir selber gucken. Ich fahr mal da nach oben und schauen wir vom Berg oben. Am besten wir also da, steigen hier aus, oder? Und gucken ja, am da wo das Navi programmiert ja, hat noch ist, also in 1,2 Kilometer, da sind die Kollegen. Ja, okay. Ja, guckt mal eben auf eurem GPS. Ihr habt so die Eisenbahnlinie und dann der... Ja, Airborne hat sie gefunden. Ja, ein Fahrzeug weiter und breit zu sehen. Pflanzen befinden sich im Anfangsstadium. Negativ, sind im letzten Stadium. Ja, Tent vor, ansonsten würden wir eben gucken, ob man die schon ernten kann. Kann sich eventuell auch eine King Unit hierher machen. So, wir sind jetzt da. Wir nehmen dir. Oder weiter vorne. 20 Pflanzen sein. Da vorne oder hier links hoch? Der Warn steigt mal in die Höhe, um außer Hörreichweite zu kommen. Ja, Tent vor, wir hören euch nicht mehr. Sind die Pflanzen genau auf den Gleisen oder wo? Negativ, die sind dort bei dem Feldweg, direkt bei den Gleisen. Na ja, gut, ich muss wissen. Ja, Tempo. Begibt sich jetzt noch eine Einheit zu uns oder? Ja, Adam Fenn ist noch auf dem Weg. Ja, Tempo. Hier rechts runter. Ja, der wird sein. Der Feldweg hier. Und da ist er mal raufhauen schon. Kannst du einfach mal hier rechts hoch. Toll, jetzt habe ich es auf Instagram geschafft. Seid schlimm, wer, wenn die sagen, wo das genau sein soll? Hier ist ein Buggy.
Danke dafür. Und dann hier, oder? Ich höre ja doch einen Influencer. Das ist echt schwer zu lokalisieren, wo der das meint, wo das ist. Weil neben den Gleisen auf dem Feldweg ist sehr schwer zu sagen. Ja, klar. Ja. Kollege, du fährst gerade direkt auf die Pflanzen zu. Wir stehen ja, weiter westlich und sehen dich gerade. Ah, ja, ja, da sind sie. Schon gesehen. Ja, Ted 4 haben die Pflanzen entdeckt. Wir fahren jetzt einmal zurück. Ja, dann fahr immer wieder zurück. Auf den anderen Hügel am besten. Rowie Chief. Ich glaube, das Auto ist nicht so geil, wie es aussieht. Weiß ich. Hat mich auch gewundert, dass sie das in der Mom. Ja, trotzdem mit dem Rory, also. Das schon, ja. Aber der kommt wieder weg, das ist was, was ich sicher weiß. Ja, Herr Warren, mit der Frage: Wird unsere Anwesenheit bei den Pflanzen noch benötigt oder können wir abgeben? Operation One mit Frage, ist jemand in der Nähe von den ganzen Fahrzeugdiebstählen? Ich glaube, das waren mehrere an der gleichen Stelle. Ja, passt schon. Linke 11, 5 Kilometer bis zum East Highway. Grüß Gott. Guten Tag. Genau, genau den Weg da vorne hinter da. Gucken, ja. Die Pflanzen sind halt aus dem Stadtbuch. Fraglich. Ja, ja. Linke 11 responding. Ja, man sieht's ja recht gut von hier. Ja, ja, ich glaube, dass da auch keiner ist, ne, wegen kein Auto und so. Ja, ja, hat ja, Erwan ja schon gemeldet gehabt. Ja, ansonsten würden wir eben gucken, ob die schon erntereif sind. Also sieht so aus, ja? Ja, ja, es sind ja auf jeden Fall in Stage 3. Aber wie gesagt, ich glaube, von hier sieht man nicht, ob die erntereif sind oder nicht. Das könnte man ja rüberfahren und schauen, ne? Ja, ja. Weil ich war gerade drüben, ich hätte es natürlich geguckt, ne? Eigentlich. Ja. Aber ja, das fahren wir doch mal. Ich glaube, mir fallen nicht so sehr auf wie ihr. Ja. Ja, dann fahrt doch mal oder lauft hier rüber. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ich glaube, es wäre besser, wenn wir überlaufen, weil das Fahrzeug hat mehr, hat auch ein bisschen. Ja, ja. War dann nur auch nur einer. Ja, dann. Die einer, die gerade den 1086 hat, sie sind sehr leise am Funk. Informativ, der Autodiebstahl auf dem Westway Feuerwehr ist Ort. Ich denke mal, das haben die außerdem ausgelöst. Der East Highway. Ah, ich höre Reifen irgendwo. Auch gerade gehört? Ja, auf dem East Highway. Aber ein Reifen? Kurz vor der Abfahrt Sandy Shores, Fahrtrichtung Stadt. Also mir kommt vor, ich habe hier Reifen gehört, so Reifen quietschen ein bisschen irgendwo. Operation 110. Habe ich jetzt gerade nicht hören können. Ja, ich habe irgendwas gehört, glaube ich. Ich versuche mich mal unauffällig hinzubewegen. Alles klar. Air 1 back 10-8. Na, wir keine Scheibe mehr. Wo sind die rausgefallen? Wo sind die Scheibe rausgefallen? Wird aktuell noch irgendwo Unterstützung benötigt? Soweit negativ, aber wir haben aktuell eine Hanfplantage gefunden, was Platzzahl 859. Eventuell da mal in die Nähe begeben. Operation 1 für Lincoln 11. Operation 1 hört. Handelt sich dabei um den Einsatz der Feuerwehr am East Highway, wie der Kollege. Ja, ich glaube, die kommen das jetzt nicht abholen. 10-4, verstanden. Mhm. Danke trotzdem. Ich sehe den Kollege, der läuft da gerade. Die kommen das fix nicht abholen. Sieht nicht vom Weg. Ah, ja, sehen. Wenn die das jetzt abholen kommen, wäre das natürlich super. Der hätten wir dann eine fette Szene, Leute. Stell dir das mal vor, die kommen jetzt. Das wär's. Ja, ja, die werden jetzt gerade erntereif. Ich hab's gerade gesehen. An die Kollegen, die Pflanzen sind erntereif. Oh ja. Ja, dann voran, dann könnten wir höchstens warten, bis der wiederkommt. Ja, im besten Fall sollte der jeden Moment auftauchen, ne? Ja, wenn ich mich nicht irre, werden die gerade auch erst teilweise erntereif. Ja, ja, hatten wir auch gerade von der Kamera gesehen aus. Ich hab mein Gehalt erhalten, dankeschön, Bruder. Pff. Da, wo du im Berg runtergerast bist. Ne, ich glaube, die waren schon vorhin draußen, oder? King 61, kurz Powernap. Sollen wir jetzt warten oder was sollen wir machen mit den Pflanzen?
Genau, wir warten jetzt erstmal. Ja, wir warten. Okay. So tun wir uns eigentlich immer handhaben. Wir warten, bis der eventuell auftaucht oder die Kaffee. Dann setze ich mich immer hin. Jo. Gerne. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Kann ich mal ein bisschen was durchlesen auf gechillte Art und Weise. Das ist jetzt Polizeiarbeit. Wir brauchen unbedingt Ferngläser, fällt mir auf, ne? Das brauchen wir unbedingt. Je nachdem, was er dabei hat. Ach, natürlich. Komm, ernsthaft. Ach. Wer fährt hin? Anscheinend viele. X-Ray 2 responding. Wollen wir hinfahren? Lincoln 11 responding, 1,4 Kilometer. Schafft ihr das alleine? Ich glaube schon, wenn der jetzt nicht gleich wiederkommt und mit den Stimmen. Ja, perfekt, dann fahren wir dahin. Jawohl, danke euch. Lincoln mit der Frage, um welche Bank handelt es sich? Route 68 Bank. 10-4. R1 trifft in circa einer Minute ein. Lincoln City vor Ort, Flugfahrzeug ist ein Lamborghini. X-Ray 2 spricht Antwort ab. Adam 10 trifft gleich ein. 3 Kilometer. Um was für ein Lamborghini handelt es sich? Keine Ahnung, unbekannte Züge. Weiß ich nicht. Huracan. Adam 23, 2,5 Kilometer. Airborne Eintreff. Lincoln 11, 1097. Er hat den vorliegenden Sitz, den würde die Kamera überprüfen. Negativ, es ist ein Lamborghini Sian, wenn ich das oben aus dem Heli richtig erkenne. Informative am Drogendealer, fährt wieder ein Ford Raptor rum, benötigt man nochmal eine Einheit in der Nähe zur Sicherheit. Adam 2 responding. Handelt sich um ein Lamborghini Sian. Ja, an der kleinen Fließerbank auf der Route 68, definitiv eine High-Speed Unit benötigt. Wagen relativ schnell. Adam 23, 1097. Adam 10 eingetroffen, Fließerbank, Route 68. Lincoln 24 ebenfalls eingetroffen. Adam 19, Rookie 6, 10-7, schönen Abend. Soll ich meine Glock mitnehmen oder bekomme ich noch was? Ja, bitte. Nee, die Glock bitte. Dann sind Sie mit Ihrem Camaro da? Edwin 23 mit dem mit einer Corvette. War der Tank noch voll? Welche Einheit ist ziemlich, Tank, ja. Ich kann nochmal nachschauen. Aber er war ziemlich voll bei mir. Ansonsten ist Operation One. Ja, halb leer, halb leer. Tablet in der Leitstelle ist ein Verhandlungsführer. Warte, ich hol schon Benzin. Ja, momentan noch keine Verhandlungsführer hier vor Ort. Adam 23 würde das dann übernehmen. 10-4. King 63 leider im Mission War mit Häftling. Welche Einheit war das, die beim Drogendealer oben war? Oder ist? Adam 21, wir haben uns gerade mal neben am Drogendealer in der Ecke platziert. Wow. Schickt ihr uns kurz eure aktuelle Position, wir sind jetzt auch oben. Bitte dispatch meine Position. 10-4. Mein erster richtiger Einsatz mal von heute. Seit fast zwei Stunden gestreamt, den ersten richtigen Einsatz. Jean Girard. Tja. Aber es sind alles, das ist die meisten sind Landeinheiten. Alter, wie viele Autos hier stehen. Oh gut, hier sind halt viele Cops, 18 Stück, ne? 18 Stück Cops online. Hätten noch weitere Einheiten beim Bankraub benötigt? Negativ. Also zur Forderung, der Herr möchte, dass keine Nagelbänder
hier auf der Straße liegen, beziehungsweise hier in der Umgebung, und dass einmal hier der SUV ein bisschen wegfährt, der direkt hinter seinem Cyan ist, und dann möchte er einmal ja genug Platz haben zum Fliegen. Frage an die Bodeneinheiten, ist ein Kennzeichen angebracht? Negativ. 10-4. Kofferraum ebenfalls verschlossen. Das kann jetzt ein bisschen dauern, bis der da rauskommt, du. Ja, das kann jetzt dauern. Dann jetzt hier einmal eine Bodeneinheit, bitte. Irgendeiner mit einem SUV kommt dann einmal hier rüber zu mir, nimmt dann die Geiseln sozusagen entgegen und ja, dann starten wir hier, denke ich mal, bald. Tja, wer macht das jetzt? Die High-Speed-Unit schon eintreffend? Ja, ich bin vor Ort. Ach, da oben ist der die ganze Zeit, wo kommt der Heli her? Weil ich sehe ihn nicht, aber da oben ist er. Jetzt geht dann gleich die Action los, Leute. Die zwei SUVs, die jetzt hier stehen, hier steht beide in Fahrtrichtung Westen. Dreht am besten einer nochmal das Fahrzeug, dass ihr Richtung Osten mitfahren könnt, direkt. King 65, 10, 15, 10, 90. Na, dann drehen wir. Ich bräuchte auch auf jeden Fall irgendeine SUV-Einheit dann jetzt mal kurz hier vorne an der Fließerbank, die jetzt dann gleich die Geisel übernimmt und dann das Go gibt. Wohin fährst du mit dem Ding? Ja, Ron, mit der Frage, haben wir nur eine High-Speed-Unit an der Fließerbank? Die Operation One, ich glaube, es ist nur eine im Dienst, beziehungsweise maximal zwei. King 61 wieder 10-8. Weil der Cyan wird auf jeden Fall die Explorer und die Charger definitiv stehen lassen. Ich weiß nicht, ob die Corvette schnell genug ist für den Cyan. Frage an alle. Adam 23 jetzt mit der Corvette bereit. Alan, mit einer Frage an alle eingesetzten Kräfte jetzt hier in der Fließerbank. Seid ihr bereit? 10-4, Adam 23. Airborne bereit. Und ich muss niesen. Linken 24 bereit. Alles klar, dann kommen die jetzt raus. Magst du fahren? Ja, ich fahre sehr gerne. Hier, dann kannst dich gerne schon mal auf dem Fahrersitz. Alles klar. Linken 25-10. Operation One verstanden. Bitte einmal selbstständig in eine schnelle Eintragung geht los. Wichtiges Fahrzeug unterwegs zum Highway. Biegt ab Richtung Sandy Shore. Richtung Palito. Jetzt am Flugfeld vorbei. Adam 2-10-90. Biegt rechts ab. Fährt Richtung Grapeseed. Richtung East Highway. Fährt weiter auf den East Highway. Fährt den East Highway hoch Richtung Palito.
immer noch nach Berlin unterwegs. Der One verliert jetzt jeden Moment den Sichtkontakt. Der One hat Sichtkontakt verloren. Adam 210-7. Operation 1 selbstständig die Organisation. Der Korps fällt frei ab. Okay, und somit Herr Run, guckt sich mal bitte im Palito rum, ich mach mal den Rückseher rüber dann. Die sind weg. Ja, linke 15 würde einmal rechts fahren, runter Richtung Bucht von Palito. Linken 25, and Rook before building Adam 25. Also so ganz schön schnell weg, ne? Mhm. Ich fand so sehr lustig, dass die CI-Speed-Unit so langsam war. Ich dachte, die ist schneller. Ja. Oh, Alter. Ich glaube, das war auch die Corvette. Die ist nicht so schnell. Informativ, wir sind jetzt noch bei den Pflanzboden. Hier ist gerade ein Schuss gefallen. Weiterer Schuss. Wo ist der denn gesagt? Bei den Pflanzen, wo wir eben waren. Okay, dann fahren wir dort hin, oder? Wir schicken Dispatch mit aktueller Position. Adam 23 bricht die Verfolgung auf den Sian ab, keine Sichtkontakte. Lincoln 24 responding, let's Dispatch. Jetzt gibt's noch einen Schusswechsel, Adam 10, einmal responding zu den Pflanzen wieder. Informativ, wir wissen jetzt nicht, ob das ein Jägerbau oder ob das der Besitzer von den Pflanzen war. Es war auf jeden Fall ein Scharfschützengewehr oder sowas. Lincoln 11 responding. Ey, warum fährt er uns rein, wenn ich... Ach du selbst Scheiße. Wenn es ein Jäger war, die Kopflosen, Alter. Ja, weil ich Blaulicht an hab, wann biegen die rechts ab hier? Unglaublich. Ja. War extra auf dem Standstreifen nun. Ja, das ich mal merken. Mag ich an. Ja, wir nehmen auf dem Standstreifen, wenn wir den zu wandern. Alter. Das ist schon der zweite, der uns heute reingefahren ist. Wir ziehen hier richtig rüber. Und der andere ist hinten drauf, am roten. Ja. könnt ihr die Koordinaten nochmal in den Marshall des Fest schicken? Ja, Tempo machen wir. Ist raus. Airborne eingetroffen. Ja, Tent 4. Ja, informativ, es waren zwei Schüsse, unbekannt, ob die auf uns gerichtet waren oder nachher. Da fahren wir auf. Gucken wir uns das mal an. Kommen wir gleich mal mit. Ja, würde ich sagen. Ja, nicht, ne? Aber nicht zu viel einatmen. Das kommt da nicht gut. Ja, warum der Standard da vorne ist.
würde ich jetzt auch sagen. Er war nie da. Die jährliche Pflanzenverbrennung. Jetzt habe ich sie geerntet. Feuerlied. Ja. Ach, sehr schön, Kollege. Du sollst sie nicht ernten. Schön abfahren können die Dinger. Ah, sehr schön. Schön warm an den Händen. N-A-G-E-F-E-U-E-R-D-Lied. Oh, wow. Informativ, die Pflanzen sind jetzt zerstört. 10-4. Jo. Kurze Lagemeldung wegen den Schüssen. Ja, kommt vor. Pflanzen sind jetzt entfernt und auch keine weiteren Schüsse gefallen. Anschnallen nicht vergessen, ganz wichtig. By the way, wer es noch nicht wusste, Leute, ihr könnt kostenlos ein Abo da lassen, die Glocke aktivieren, Like-Button pushen, was auch immer. Lasst einen kostenlosen Support da, kostet ja nichts. Würde mich freuen. Wie sieht's aus? Können wir Schatzstreifverfahren? Wo ist jetzt nicht nur Land? Ja. Nee, nee. Ich würde sagen, wir fahren jetzt in die Stadt. Ja. Wie geht das? Müssen wir das durchgeben? Ja, mache ich jetzt. Ja, ist ja. Ja, dann vor. Würde bitte eine Stadteinheit mit uns einmal bitte tauschen und einmal das County besetzen, damit wir in die Stadt verlegen können. Dann kann ich unserem Rookie Linken vor auch einmal die Stadt zeigen. Keine Antwort ist auch eine Antwort. 10-1. Würde bitte eine Stadteinheit mit uns einmal tauschen, ins County verlegen, damit ich unserem Rookie Linken vor einmal die Stadt zeigen kann. 10-1, 10-7. Also ich glaube, die verstehen sie irgendwie nicht. Ja, ich glaube auch nicht. Ja, Adam 23 ist auf Highspeed Unit gerade unterwegs. Janus, wen hast du da gerade bei dir? Perfekt, dann bestimme ich das jetzt einfach. Also dürfen sie das? Ja, wozu will ich denn sonst Captain? Ah, ja, ja, gut, ja, gut, hab ich nichts gesagt. Link 15-10-90, Mission Rocky Team. Lincoln 14-10-7, schönen Abend euch noch. Schönen Abend. Rookie 7. Schönen Abend. Schönen Abend. 10-7. So, wen haben wir denn hier? Wild. Puh, das war jetzt was. Die kleine Einsatzfahrt auch schon heute mitbekommen, aber die war geil, die Einsatzfahrt. Linken hat Spaß 21 gemacht. Für Adam 10. 21 hört. Könntest du bitte mit uns einmal das Einsatzgebiet tauschen, damit du ins County fährst und wir einmal in die Stadt? Ja, würde ich gerne machen, aber ich gehe in 2 Minuten 10-7. Perfekt, dann ersetzen wir dich einfach nur in der Stadt. Danke. Ja, 10-4. So, erledigt. Beim nächsten Mal. Dann. Jawohl. Ja, 10-4, dann gleich einen schönen Feierabend. Benötigt einmal Mission Row PD einen, der einen Waffenschein ausstellen kann bei seiner Person. Informativ an irgendeine King-Einheit am Hauptplatz, Parkplatz steht aktuell ein Kopfmobil. Wenn da jemand Lust und Zeit hat, kann das ja mal ein bisschen im Auge behalten werden.
Foxtrot 1 und Foxtrot 15. Wo fahren wir hin? Zur Garage oder? Mit einem schwarz. Können wir gerne machen, ja. Mitsubishi Evo und können wir da gerne auch was anderes wechseln. Benötige bitte eine weitere Einheit. Postleitzahl 897. Lincoln 15 ebenfalls 107. Könnte eine County-Einheit die US Marshals oben beim Dealer mal beziehungsweise bei der Orangenfarm unterstützen? Das ist der Sound of a Spindel. Lincoln 11 könnte das, 4,7 Kilometer Anfahrt. Einmal die genauen Koordinaten bitte per Dispatch. Adam 21, 1019, Mission Row anstehen. Muss ich mal überlegen, ob ich noch so in der Garage stehen habe. Ein Crown Vic? Ich glaub nicht. Kollegen der Marshals, konntet ihr mich aufnehmen? Denver, ich bin gerade dabei. Letzter Dispatch ist Koordinaten der Marshall. Adam 17 responding. Ja, dann braucht Lincoln 11 nicht anfahren. Gut. Cool. Rookie 5, 10-7, schönen Abend noch. Ja, ich hier immer. Jo. Ja, aber so an sich bin ich gut gefahren, oder? Ja, doch. Jo. Bis auf ein paar Mal die Ausrutscher, aber so. Ja, gut. Ey, muss er lernen. Ja, ja. Ah, da geht er rein, okay. Da geht der Hobel rein. Genau, hier. Ja, ja. King 65, wieder 10-8. Adam 17, 1097. Oh. Ah. Ein Honda Civic. Ja. Richtig. Da rücken wir ein paar Mädels aufreißen. Nee, fahr du mal. Du wieder fahren? Nee, okay. Bin genug gefahren. Fährst du mal. Ja, sollte offen sein. Jetzt. Ja, jetzt. Ich vertraue dir da voll und ganz. Wird schon schief gehen. Ja, ich hoffe doch. Aber bei der Verfolgungsjagd bin ich gut gefahren, oder? Ja, doch. Ja. Vor allem, wie ich der Corvette ausgewichen bin. Ja. Ja. Ja, die war wirklich, den hat es kurz geschleudert, den Kollegen. War ich kurz davor, richtig Ramida wieder reinzufahren. Mal ein bisschen da durchlesen hier. In der Zwischenzeit. Das ist nämlich auch mal schön. Marcel Schüssler. Wieder mal arbeiten und Liebe geht raus. Florian Meyer und Max. Einmal schnell zur Tanke. Sibai, danke fürs VIP-Wert auch. Felix Zundel an der Entenkirche, das haben wir vorgelesen, genau. Wo bin ich denn da stehen geblieben? Kom-TV-Kurs geht raus, vorgelesen. Soxtras, moin Xön, wünsche dir viel Glück, dass vielleicht jemand beim Kocheln erwischt. Genau, da bin ich da stehen geblieben, genau. Pydog. Kann man einen Kopf als Funkgerät klauen, bzw. abnehmen? Ja, kann man. Also man kann Funkgeräte abnehmen, dann kann er auch nicht mehr funken. Dann ist der Funk weg. Pidokali, dankeschön für 1 Euro. Fährst du noch alleine, kennst du mich noch. Alleine, wenn wir nicht fahren, weil wir noch Rookie sind. Aber kann Grüßchen raus. Snickers, immer schön zu hören und was zu lernen. Jawohl, dankeschön, Snickers. German Gaming, kontrolliert ihr den Ausweis bei der Whitelist? Kommt drauf an, also wenn wir irgendwie das Gefühl haben, dass jemand unter 16 ist, dann verlangen wir schon Ausweis. Eine Einheit bei Postleitzahl 3203, das sind drei sehr aufgewühlte Personen im Auto. Linken 24, 700 Meter Anfahrt. Adam 23, 302 oder so. 302, ach keine Ahnung, was weiß ich schon. Was mache ich heute noch so aus, einen schlechten Eindruck erst? Guck
Kollege geht direkt fast rein in die Fresse. So muss das. So muss das und nicht anders. Die Husten haben wir eigentlich schon mal unsere mobilen Blitzer gezeigt. Die mobilen, eigentlich noch nicht, ne? Also ich kenne jetzt nur den wir aufgestellt, also den wir im Auto drin haben, aber sonst. Genau, den meine ich. Aha. Den wir noch zusätzlich im Auto drin haben. Ja, ist ja cool zu sehen. Adam 23, hat jetzt einmal 1086. So einen guten Spot finden, ne? Ja, das stimmt. Manchmal ist es leider auch nicht so ganz einfach, die Dinger zu platzieren. Aber in der Stadt geht ja easy, ne, bei 80. Alter! XX Katze XX schallert 1 zu 7 raus! Hier? Okay. Genau, hier vorne. Alter, vielen Dank an die Katze! Dankeschön! Schreibt sogar nichts dazu! Wo benötigt ihr noch Hilfe? Also ich würde ihn jetzt genau hier aufstellen. Ja, ja. Ist nicht besser so hier so, oder? Weil wenn du so da hinten aufstellst und in die Richtung, machst du immer noch das Kennzeichen, weißt du? Fixi mit einer Frage, ja. Aber man sieht den nicht, wenn er von der Richtung kommt. Also wenn du hier genau hier aufstellst, also so, hier, da. Ja, wir müssen aber auch darauf achten, die müssen auf jeden Fall etwas sichtbar dastehen. Warum sichtbar? Solange wir das Kennzeichen haben, oder nicht? Oder ein bisschen weiter hinten so? Wir können doch ein bisschen das Kennzeichen sehen können, ne? So, hier genau. So, hier. Genau, okay. Da kannst du gerne einen aufstellen, wenn du weißt. Ja, ich probiere mal, ja. Ich probiere mal gerne. In die Richtung und dann. Ich muss in die Richtung gucken, ne? Genau. Ja, ja. Guck mal, ob der den Job hat, wenn er dann. Okay, hat das nie so funktioniert? Auch. Das ja. Meinte ich. Ja, ja, okay, verstehe. Manchmal stellen die sich okay. So ein bisschen. Ja, ja, dann kann ich den wieder wegmachen, ne? So. Also stellen sie sich blöd an. Ja, ich probiere es mal. Ja, ich glaube, ja. Ja, hier ist ein bisschen schwer. Es kommt auch immer, glaube ich, drauf an, weil wir auch unter der Brücke gerade aufstehen oder so vielleicht. Ja, genau. Mag er das nicht. Gut, so ja, kann man dann aber auch von hinten blitzen, weil die Kennzeichen sind ja auch hinten. Das ja, warte, tatsächlich. Wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon hin irgendwie. So können wir von hinten blitzen, theoretisch. Das passt so, jo, oder? Genau. Ja. Ja, das passt so. Jo, wenn du jetzt hier durch die Linse guckst, ja. Dann müsstest du die Markierung auf der Fahrbahn sehen. Ja. Genau, da kannst du dann einstellen, wo genau der Blitzer blitzen soll. Da war ich so mittig, dass er beide Spuren hat, ne? Genau, richtig. Und dann kannst du hier vorne an den Pfeiltasten einmal einstellen, mit welcher Geschwindigkeit. Ja, 84. Genau, die haben 4 km/h Toleranz. Ja. Und dann einmal hier bestätigen. Okay, ist gemacht, ist aufgestellt. Perfekt. Das ja, Einzige, was sieht. Zu beachten ist, wir dürfen die Blitzer nicht allein lassen. Ja, ja. Weil wenn sie dann geklaut werden, wird's teuer. Oh, man sieht ihn nicht von hier, das ist super. Ja, dann. Ja, ah, guck mal, schon geblitzt worden. Und der nächste. Und der zweite. Das ist ein super Spot, du. Haben wir gut gemacht. Einer mit 84, einer mit 126. Uiuiui, oh, ja, ja, das gibt eine Rechnung. Aber ich habe gehört, die Blitzer sind günstiger als unsere Rechnungen, sage ich mal, die wir ausstellen. Ja, ja, klar. Die berechnen das doch, ne? Ja, die berechnen das anhand der Geschwindigkeit. Ja, wundert mich nur gerade, dass die hier nicht abgebremst haben, als sie die Polizei gesehen haben. Ja. Ich habe mal einen mitten auf dem Highway platziert, also den kann man eigentlich gar nicht übersehen. Ja, der erste ist mit 300 rein. Boah, Alter, was hat er bezahlt denn bitte? Ich weiß es nicht. Oh, Alter. Ich sag mal so, ab einer doppelten Geschwindigkeit ist es ja eigentlich so, dass die den Führerschein verlieren. Nur, ja, wir müssen ja den Blitzer dann abbauen und dann erst hinterher. Ja, 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 klar. So in dem Fall, wenn wir es jetzt zu zweit machen, kann einer hier bleiben, einer hinterher. Ja, ja, klar. Jo. Dass wir schon zwei gefangen haben, ist doch nicht schlecht. Ja, jo. Da kann man nicht meckern. Da kommt der nächste, glaube ich, oder? Nee.
Aber der Platz ist super gewählt, weil du siehst es halt wirklich nicht von hier. Genau. Ist von innen geblitzt einfach. Das Lustige ist dann immer, wie die Leute dann plötzlich abbremsen und dann stehen bleiben, um zu gucken, was da war. Und dann sagen sie, ich wurde schon wieder geblitzt, da ist doch gar kein Blitzer. Und dann sehen sie, oh, da steht auch ein Blitzer. Hey, die genau. Ist überfallen. Ja, ja. Ja, habt ihr schon mal direkt am Hauptplatz geblitzt, so? Ja, aber auch schon. Dort, wo die Leute immer so richtig durchrasen, das ist auch nicht so schlecht. Mhm. Die rasen immer am Hauptplatz so durch. Ja, es wurde schon mal vom Kollegen Blitzer hier auf die Mittelspur vom Hauptplatz gesetzt. Mhm. Ah, dort, wo das Gras drauf ist, ne? Ja, genau. Ja, ja. Wie lange wartest du immer so bei so einem Blitzer? Also 10, 15 Minuten, je nachdem. Ja. Dann wechsle ich das Ganze oder fahre dann entsprechend einfach weiter. Problem ist, dass wir so kein Geld kriegen, ne? Ja. Ja, ja, aber kannst du ja austeilen lassen dann irgendwann. Irgendwann kommst du hin zur Polizeizentrale und sagst, ich will mein Geld haben. Genau. Wir verdienen ja nicht schlecht. Was haben wir jetzt auf dem Konto? Da kommt der nächste. Ah, okay. Oh ja, 99. Jo. Und weg ist es. Ja. Und erstmal stehen geblieben? Ja, ja, erstmal gucken, was da los ist. geil. Das sehe ich halt so häufig. Ja, ja. Schön. Aber der Spot ist super, weil du kannst dein Auto parken und kannst dich hinter der Säule verstecken. Ja, genau. Ja, besser kann es nicht sein. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wir nur einen haben. Weil sonst würde ich jetzt auf die andere Seite auch noch einstellen. Ah, das wäre super, ja. Auf beiden Seiten ja. Blitzen. Ja, ja. Aber ich sag mal so, so ist ja auch in Ordnung. Ja, klar, klar. Das passt schon so. Jetzt haben wir schon 3 Leute bekommen in, für, nicht mal 5 Minuten gerade. Richtig. Ja, das passt doch. Ja, manchmal muss man noch Glück haben. Der ist schön abgebremst. Sie erschrocken im Auto, dass er Blitz gesehen hat. Da kommt doch noch einer, ne. Wie brav er von angehält hat an der Ampel, ne? An der roten. Mhm. Und dann fährt er mit 99 durch. Ja. Ja, auf die Ampel achten die meisten, ja. Oh, jetzt fährt er damit 500.000 durch. Den können wir gleich mal anhalten, theoretisch. Ja, dafür müssen wir jetzt zuerst den Blitzer abbauen und dann könnten wir hinterher. Ah ja, ja, ja. Ja, oder einer bleibt da und der andere hält ihn an. Genau. Ja. Er steht da hinten jetzt. Er guckt blöd. Jetzt dreht er um. Ah. Aha. Nee, jetzt fährt er weg. Jetzt ist er weg, ja. Ja. Jetzt hat er sich, glaube ich, eingepackt gerade im Parkplatz. Ja. Oh, der ist auch schnell unterwegs, guck. Flüchtiger, dann eigentlich 2. Hinterm PD hoch Richtung Geldwäsche, Steinwäsche. Da, der Kollege fährt hinterher. Ja, perfekt. Wir müssen uns gar nicht drum kümmern. Da müssen wir uns ja gar nicht drum kümmern, die 2. Weil nämlich 2, da war so ein Mercedes, glaube ich, war jetzt und jetzt so ein roter, komischer Flitzer. Lincoln 11, 4,3 Kilometer bis zur Steinwäsche. Oh, ist ja, das schön zu blitzen. Hier. Trink bitte was. Wurde eigentlich irgendwas gesagt, wie lang die Rookie-Zeit gehen soll? Nee, gar nichts. Nee, okay. Ich habe mich auch erst jetzt mal, ich sag mal, neu beworben. Muss auch schauen, ob das was für mich ist, ne? Okay. Ja, ich, eigentlich so Kindheitstraum immer so Polizist, ne? So dies, das. Ja. Ja. Da muss ich schauen, wie das jetzt weitergeht. Ja, wir können immer gut für Mitarbeiter gebrauchen. Aber meiner Fahrweise. ich schrott ein Auto nach dem anderen irgendwann nicht. Naja, ist aber, wenn ich halt hier so im Offroad-Mobil sitze, da, ja. Ich fahre halt doch auch Offroad ein bisschen schneller. Zwar vorsichtig, aber manchmal auch durch die Kurve runter. Ja. Mhm. Bin in der Stadt vorsichtiger beim Fahren. Wie sieht denn das dann aus, wenn es ein Highspeed-Fahrzeug ist? Ja, das geht. Also schnell ist gut, aber sobald ich, ich sag mal, ins Gelände komme, da wäre ich dann unvorsichtig.
Ja, gut. Mhm. Gelände ist aber auch nicht meins, um ehrlich zu sein. Ja, also. Ich habe zu viel Angst, dass es mich da auf den Kopf haut mit dem Auto. Ja. Und ja, heute ist eh schon fast passiert. Highway unterwegs. Ja. Ja, heute ist eh schon fast passiert, wo wir da runter sind, die Kurve. Das stimmt. Ja, ich glaube, da kommt keiner mehr, hat sich umgesprochen. Sonst was kann man durch. Kommen alle von der anderen Seite gerade. Ja, ja, ja. Nicht nur umstehen auf die andere Seite. Das wäre es. Oder so Radar, weißt du, was cool ist? So Radarpistole, so, die du in der Hand halten kannst. So. Mhm. Die wären cool. Und dann entsprechend aus dem Fenster halten irgendwie. Ja, ja. Wenn man auf dem Fahrzeug sitzt. Oh, stimmt, das wäre richtig geil. Das stellt mir lustig vor. Aber haben die Leute hätten dann sicher auf Entfernung, so auf Distanz Angst, dass du den gleichen Kopf wegschießt in Amerika. Das ist eben das, warum man ja solche Blitze aufstellt, die so mobil sind. Ja, ja. Die sind immer noch besser als die russischen Blitzer. Was sind russische Blitzer? Du kennst keine russischen Blitzer? Nee, King 65, russischen Blitzer, da ist direkt ein MG mit dran, wenn du so schnell fährst. Ja, gut. Ich dachte schon so russisch Roulette mit so einer Ding drauf. Nee. Ja, ja, mit so einem Revolver. Wenn du so schnell fährst, dann geht direkt das MG los. Und bezahlt sie die Rechnung so. Ach so. Link 21 ist jetzt 10, da wünsche ich einen schönen, schönen Abend, passt auf euch auf. Judy, auch schönen Abend. Ja, ich glaube, da kommt keiner. Schönen Abend. Nee. Mach's gut. Jetzt baue ich das Ding mal ab, hat sie rumgesprochen, keine Sau, fährt damit vorbei. Aber cool ist es auf jeden Fall, gefällt mir. Ja. Ja, ja, ja. Lincoln 11 würde einmal aus dem County kurz zu den Mechanikern fahren. Schutzschalter war vorbei, Alter. Drei Leute geblitzt, das ist so gut. Mit einem Blitzer. Das ist der Sound auf die Spinde. Drei Fliegen mit einer Klatsche. Na, wir haben drei Leute bekommen, das ist nicht schlecht. Ich blitz lieber im Auto und hol die Leute vom Fahrzeug, Bruder. Das mache ich lieber. Das habe ich tatsächlich sehr gern. Alter! Wann kam Forza Horizon 5 und Road to 1 Million? Alter, Katze noch mal 1 zu 7! Vielen Dank, wegen Forza. Schau mal, dass wir die nächsten Tage spielen. Schönen Abend. Für übermorgen ist schon was geplant an Stream, also übermorgen kommt auf jeden Fall ein Stream, da kommt was Spezielles für euch. Ich sag nur nicht, was es ist, aber es ist was Spezielles, was ich eigentlich jetzt geplant hatte. Und da dürft ihr euch noch freuen, also hat auch was mit RP zu tun, aber ihr werdet schon sehen, was dann kommt. Also am Freitag dürft ihr schon mal einen Terminplan einschreiben, da werden wir was Nices hinbekommen. Und vielleicht, dass wir morgen Forza spielen, ich weiß es noch nicht. Da muss ich noch gucken. Hat aber einfach 1 zu 7 rausdonated. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich muss jetzt immer durchlesen hier. Kann. Das habe ich vorgelesen. Das mal vorlesen. Hier. Infiltriert, die Sache immer infiltriert. IQ, kleine Spende, 4,98 für den Server und 1 Cent für den Gefallen. Dosensack, ja, danke. So, Balu 7000, halb in den Chat, danke für 5 Euro mit Fies auch. Leon 1-7, moin Hund. Was geht, kennst du mich noch? Cool. German Gaming, kontrolliert ihr die Ausweise? Ich glaube, der fragt nochmal dasselbe. Ich glaube, der hat Angst, dass wenn er minderjährig ist, dass wir den Ausweis verlangen. Aber ja, ich sag, was ist, bis jetzt sind wir immer bei jedem draufgekommen. Bei jedem. Wo wir gemerkt haben, da stimmt was nicht so ganz. Auch dieser eine Dude, der mal on stream war bei uns, genau, Fortnite-RP am Freitag. Nee, auch dieser eine Dude, der war im Livestream war, mit dieser hohen Stimme, wo ich mir gedacht habe, da stimmt was nicht. So, wenn die Leute meinen, ganz großes Ding zu ziehen, dann ja, rauben sie einmal hier die Nationalbank aus. Ah, hier, ja, ja, okay. Ah, sehe, ja. Nee, da hatten wir mal einen Typen. Warst du da schon mal drin? Ich war noch nie drin, ne? Können wir gerne mal reingehen. Ja, ich will es mal von denen gerne angucken, natürlich. Wobei, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe einmal, kann sein, dass ich einmal was abgecheckt habe. Was gerade im Fallen ist oder so. Da kannst du ja, glaube ich, abchecken, ne? Wie die Aktien gerade sind. Genau, richtig. Ja.
glaube, da war ich einmal drin, aber ich kann mich nicht daran erinnern, so richtig, wie es da so aussieht. Ja. Ja, der war jedenfalls mal im Stream, 1:7 drüben, und den haben wir dann raus, rausgepickt. Und der hat seinen Account geshared und so sind wir draufgekommen. Der ist dann direkt rausgegangen. Sind Sie gerade? 10-1? Ah, hier, hier sind diese. Ah, ja. Auf dem Weg vom County runter zum Mechaniker in Postleiter 664. Genau, hier haben wir Aktien für verschiedene Güter bekommen. Kann man da reingehen? Sag Bescheid, ich würde damit fliegen. Aber ich weiß gar nicht, ob wir dafür einen Zugriff haben. Ja klar, ich kann aufsperren, guck. Ah, okay. Ja, so ein Schluss für Polizei ist da drin. Ah, okay. Ja, ich komme privat nie hier hin, um ehrlich zu sein. Ja, dann machen wir mal einen Durchgang, schauen, ob hier alles okay ist, ne? Wir müssen ja schauen, ob kann hier auch gerne die... Machen. Klar. Mit Technik kenne ich mich aus. Kommt sogar hier runter. Kann man... Also man kann den Tresorraum öffnen. Okay. Ja, ich hoffe ja nicht. Ja, schauen wir mal. Also lustig wärst du, oder? Ich glaube, der bleibt gleich zu, aber mal schauen, ob hier wer ist, weil vielleicht campt da drin ja irgendwer. Jetzt hat er sein Zelt aufgestellt. Oh, können wir auch? Ey, guck mal, wir können das aufmachen! Ja, komm, wir sperren mal auf, oder? Für Lincoln 11. Ach nee, ich kann wieder... Ah, es geht nicht auf, okay. Euer Tentwürdig ist weiterhin noch im County, ne? Zusperren, so. Ja, positiv. Aber wenigstens gecheckt, ob der Tresor zu ist. Ja. Ich würde jetzt aber nach Mission Road zurückkommen und 10-7 gehen. 10-4. Lincoln 15 für Lincoln 11. King 60 nach Frage, er hat ein Sergeant oder höher kurz Zeit, einen Waffenschein auszustellen? PD Mission Road. So, das hier ist noch für dich. Kannst du ihm sagen, nachher öffne die Waffenscheinstelle nochmal für eine Viertelstunde. Na ja. Jetzt im Vor, sag ich so Bescheid. So, bitteschön. Boah, dankeschön. Ist das fürs Auto dann? Irgendwann mal? Nee. Für was das dann? Das ist, damit dein Kontostand mal ein bisschen besser gefühlt ist. Oh, dankeschön. Das ist sehr lieb. Guten Tag. Guten Abend. Tag. Ja, es ist aber schön, weil mein Kontostand mal auf Null gefühlt. Ja, schauen wir gleich mal. Das kann ich ja gleich hier einzahlen. Dankeschön. Genau. Adam 17, verunfallt und kurz 10-6. Das war sehr nett von ihm. Ja, jetzt habe ich mal 23.000. Mein lieber Scholli, damit können wir was leisten, du. Also ich glaube, ein Fahrzeug von uns kostet 30.000. 30.000? Ja, kann ich mir irgendwann mal was leisten, ne? Ja, aber das Geld bekommst du ja von mir. Mhm. Fahren zurück! Hey, die Fifty ist überfallen! Danke! Muss mal schauen hier. Hier ist noch ein McDonald's. Ah, da gehen wir im Essen, ne? Nach dem Dienst. Genau. Ja. Genau, entweder hier oder zur Pizzeria. Ah, Pizzeria. Da war man nämlich letztens. Ich glaube, da war ich auch mal drin. Auch schon länger, ja, du. Sehr gute Pizza. Ach, es ist lange, dass ich da mal drin war. Sag mal, diese Spike-Strips da, die ich bekommen habe. Ja. Wann legt man die eigentlich so aus? Entweder bei Raubüberfällen, wenn die auf die Straße gelegt, oder wenn ja wirklich Verfolgungen im Gange sind und die auf irgendeine Art gestoppt werden müssen, die Fahrzeuge, dann können wir die auslegen. Allerdings ist zu beachten, ab 150 km/h lösen die nicht mehr aus. Weil da fährt das Auto zu schnell. Ja. Oh. Aber ist das getestet oder was? Ja. Ei. Ja, wir haben eine Mail von der Regierung bekommen, dass wir plötzlich neue King 60 mit einer Spikes Frage haben. Und zwar haben wir den Herrn Neubauer, und da bin ich dann mit ein paar Leuten einmal zum Flughafen und haben das Ganze getestet. Und jedes Mal, wenn er flüchtet und gefangen wird von uns, und haben dann festgestellt, dass die bis zu 150 km/h auslösen. Jedes Mal mehr und alles, mehr was drüber und mehr ist. Kann man da vielleicht was machen? Ja, wenn man tief ist, schmidt ich immer davon aus, dass der darauf
oft eine Verjährung gibt, weil eventuell die den Termin. Das ist ja gut zu wissen. Ich denke, da kann man nicht viel machen. Dann kann ich gleich mal schauen, woran das liegt, dass sie nicht bei 150 auslösen. Das ist sehr gut zu wissen. Was wir also mitkriegt, ne? Muss man doch irgendwas machen, dass man nicht mehr die. So, Dankeschön an. Wer ist das für ein Euro? LSD? Ja, Problem ist, es ist keine Dark Pikachu. Was ist X-Ray? Ja, haben wir ja vorhin Gott sei Dank gesagt, ne? Für Schandl, 2 Euro Hühnchen, danke schön. Haben wir heute Gott sei Dank schon aufgeklärt, was das ist. Sky Gamer, danke fürs CP werden. Magna Lump, Hans-Peter Gerdens, HP Baxter aus Lea ist Ostfriesland, möchte gerne wissen, wie viel der Fisch kostet. Oh mein Gott, how much is the fish? Das ist aber ein sehr entspannter Stream heute. Ja, heute ist wirklich entspannt. Etwas zu entspannt sogar. 20 Monaten Bewährung gesetzt, auch vom Supreme Court, soweit ich richtig gehört habe. Sebastian, top, danke für 5 Hühnchen. Mir geht's gut, ich auf dir auch, Dominik. Du hast die Rubbellose vergessen. Nee, haben wir ja Gott sei Dank vorhin gekauft. Alles gut. Gibimatic, Herzen an euch alle. Dankeschön fürs Herz. Zurück. Edix 2205, danke für den Euro auch. Erdika 2407, Tank voll, Magen leer, wie im richtigen Leben. Ich würde sagen, also immer. Ich würde so vorschlagen, dass wenn es so offensichtlich ist, dass er zum Beispiel von der Polizei flüchtet, Sunny also 7, endlich 28 Monate wie PIP gekommen, ich please Money Rain für Sunny kommen. Seit 28 Monaten, da kann man schon mal Danke sagen. Ja, das müssen wir dann nächstes Mal ansprechen. Das haben wir auch vorgelesen. Fake Nikita, schreibe morgen Deutsch. Klausur, gar keinen Bock, kannst du mich grüßen. Grüße sind raus an Fake Nikita. Und ich weiß natürlich nicht, wer du bist. Gar keine Ahnung. Nico, on PC, moin, schaut ihr schon seit... Ja, falls ich es vergesse, kann sein, wo sind Probleme? Kann jemand da erinnern. Die Kollegen durch den Funk gerade. Also, ja, das rattert gerade durch hier. Ich bin gut, ich bin los. Schaut ihr schon seit einem Jahr zu, aber hatte die Gelegenheit zu donaten. Dankeschön, Nico. Die Katze, danke auch nochmal dafür, die Katze, ne? Jochen der Rochen, kannst du den Marshes mit Walker gehen? Kennst du meine Freundin, die Shanita? Ja, die kennen wir doch. Grüße gehen noch mal raus an dich. Dankeschön. Also ich finde Polizei und Marshes, ja vielleicht gehen wir mal zu Marshes, aber ich weiß noch nicht, was mich hintreibt. Aber ich weiß noch nicht, ob ich den Charakter spielen soll. Wer hier habt ihr abgestimmt, die sollen einen ernsten Polizisten spielen, ne? Weil der letzte, der hat Zuckerl, war ja nicht so ganz so ein Ernster, der war so halb ernst. Fand ich aber irgendwie auch lustig. In 65, 1086. Aber ich brauche einen Polizisten mit ein bisschen am Schmäh, glaube ich. Vom Charakter, ja. Weil der hier ist so, ich weiß nicht. Der ist mir zu stumpf, wisst ihr? Vom Charakter ist mir der zu stumpf. Ah, es ist halt echt schwer, Alter. Es ist so schwer, einen Polizeicharakter zu spielen. Bietet wie einen zu finden, wo man sich gut reinversetzen kann. Ich bin ja selber kein Polizist, das ist halt das Problem. Wir fahren mal unten runter. Blackheads Feuerwehr, hoffentlich schaffst du die 1 Million bald. Ach, das wird so ein bisschen ziehen. Dass ich mal die 1 Million schaffe. Hier haben wir die Schwarzgeldwäscherei. Ah, hier ist das, ja. Genau. Okay. Und wenn wir hier einen finden, was machen wir dann? Dann hat er am besten noch das Schwarzgeld bei sich. Im schlimmsten Fall wurde es schon gewaschen. Ja. Das kann man hier in dem Haus machen. Okay. Wenn er keins mehr mit dabei hat, dann bekommt er auf jeden Fall Hausfriedensbruch, die Anzeige. Weil das komplette Gebiet hier halt Sperrgebiet ist. Ja, klar. Ja. Weil der Eigentümer hat das nicht so gerne. Ja, nee, ist ja Hafen, steht ja auch drauf vorne, ne? Genau. Naja. Wir haben die Genehmigung, hier ab und zu mal drauf zu fahren, um nachzukontrollieren. Ansonsten setzen wir die natürlich fest. Da schreibt der Rekrut, das ist echt nervig. Ja, ich finde der Rekrut ist so... Wenn wir schon mal hier unten sind, können wir auch direkt das Ganze hier aber abfahren, ich wollt, weil hier kochen sie auch mal. Ich wollte auch mal einen Einblick da drin haben, was man so als Rekrut macht. Aber ich glaube, zum Streamen ist es als Rekrut eher langweilig. Also für euch als Zuschauer. Weil du das Rekrut ja nicht so viel machen kannst, ist halt so. Also ich glaube, zum Livestream ist Rekrut nicht so das Geilste. Ja, ich weiß nicht, mir fehlt gerade irgendwie Herr Zuckerl. Herr Zuckerl fehlt mir gerade irgendwie. Weil mit Herr Zuckerl habe ich mich ein bisschen mehr reinversetzt in die Person so. Mit diesem Dialekt, aber
Ah, ich weiß nicht. Das, bei den Polizeicharakteren war ich immer schon so, ne? So wählerisch. Da wusste ich nie ganz genau, was ich wollte. Bei Herr Rumpe wusste ich, das ist Herr Rumpe. Bei Kevin Hartmann habe ich gewusst, das ist Kevin Hartmann so. Aber bei den Polizeicharakteren, Alter, da tue ich mir so hart schwer. Ich würde halt nicht jeden Monat einen neuen Polizeicharakter machen, wisst ihr, was ich meine? Das ist der Sound of a Spende. Ja, es ist zwar nervig, aber zum Teil auch interessant. Ja, finde ich auch. Das ist eben das Geile. Also ich finde es selber auch interessant. Lincoln 11 verlegt wieder zurück ins County. Ich finde es ja selber interessant. Negativ. Lincoln 11, 1019 Mission Row anschließend. Hat er das gesehen oder so? Mit der 1108. Nee, nee. Also, ich dachte schon, dass... Aber hier gibt es eine Lagerhalle da hinten. Ja. Hier die vor uns. Positiv, King, da 60. Sind sie manchmal auch am Kochen. Ah, okay. Ich weiß nicht, Herr Zuckerl aber halt schon. Hm. Herr Zuckerl hatte seinen eigenen Schmäh, ne? Aber ja, die Ausbildung ist halt, jo. Du kannst halt am Anfang nicht so viel machen, ist klar. Du bekommst ja alles ja, beigebracht. Ja, auch, 1090 Mission, oder? Herr Zuckerl ist halt schon. Stellen die sich nämlich dann genau hier in die Ecke rein. Ah, okay, verstehe. Ja, ja. Weil das zieht dann schön an der Mauer entlang hier. Hm. Ja, auch sehr gut zu wissen, dass die hier sind. Mhm. Und wo sind die sonst so meistens, die Leute? Am meisten sind, sehr viele sind immer nur an der Ostküste. Ah, okay. Ostküste. Genau, also die komplette Küste eigentlich so weit entlang. Ja, ja. Da vorne raucht was, aber ich glaube, es ist nicht von dem Kochen, ne. Da sind so zwei Rauchwolken, aber die sind, Doch, Rauchfang. Ja, ja. Ja, aber ja die nehmen das sehr gerne hier unten halt als Ablenkung, weil durch das Industriegebiet. Ja, ja, klar. Sollen wir mal hier hochscrollen? Nico on PC. Ich schaue dich seit 2 Jahren und feiere deine Streams noch weiter, so Road to Million, dankeschön. Destiny, danke auf deine Doni. Crisis HD, danke für den 10er. Marcel Boller noch raus, vor 9 Minuten. Nach den 7 erstmal ein bisschen Stream schauen zum Einschlafen, Gruß. Warum gucken alle den Stream zum Einschlafen? Ja, gut, ich stream auch relativ spät immer rein. Also quetschen sich... Moment, wo war das? Hier war das, glaube ich. Aber von hier sieht man es doch gut, oder nicht? Genau, hier links rein. Ah, okay, und hier sieht man auch so Wolken da links, ne? Genau. Ist gar nicht so schlecht zu wissen, ja, ja. Und da kochen die Leute anscheinend, ja. Zumindest hier in der Stadt. Mhm. Also es gibt zwar noch viel, viel mehr, aber bis wir die alle durch sind, sind Tage vergangen. Ja, stimmt, hier raucht's ein bisschen. Da denkst du ja, da kocht über jemanden, ne? Ja. Wie geht das mit Alexa an? Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt, Alexa, stopp! Hast du Höhenangst? Überhaupt nicht. Ich finde, dann könnten wir eventuell schauen, ob wir nicht nachher mal in den Helikopter steigen. In den Helikopter rein? Genau. Ja. ja, doch. Warum nicht? Hier raucht es aber auch aus. Ist da vielleicht jemand drin oder ist das auch Abzugsau hier oben links? Nee, das wird auch Abzug sein. Alter, ich schwöre, das kann ja jeder hier theoretisch Koch sein. Ja, hier oben. Hier rechts oben auch, es. Rechts, ja. Ja, aber links ist halt auch was, ne? Ist überall was. Ja. Deswegen, das ist halt. Da kennen sie ja keine Sau mehr aus, wer wo kocht. Also so. Den Drogendealer, kennst du den? Nee. Können Sie mir auch mal zeigen, ne? Ja, 1108. Gerne. Das ist der Sound, ob ich... Du, Leon, warum hat Schandl sich bei Discord umbenannt? Schandl wollte einfach einen neuen Namen haben, weil sie Zockerbrot nicht mehr wollte. King 61, 1019, Mission Row anschließen, 1076 und County. Sie benennt sich jetzt überall so um.
Finde ich aber auch cool, weil sie hat so gesagt, Zockerbrot, sie hat gesagt den Namen, du findest sie nicht mehr so geil irgendwie. Also sie hat gesagt, sie nennt sich halt um. Gibt's ein Haus, wo es nämlich, wo man die Preise für die illegalen Substanzen findet. Können wir da auch nachgucken. Natürlich. Aber es ist auch eigentlich relativ nice, wenn man das macht hier. Weil dann könnte man ja genau dorthin fahren, wo es gerade gut läuft, ne? Genau, richtig. Die meisten Detectives von uns machen das. Ah. Ja, man muss ja wissen, was der Markt so macht, ne? Genau. Weil sie gerade gut verkauft. Ah, okay. Und das ist ja so ein öffentlicher Ort, oder was? Genau, also bis jetzt habe ich so noch niemanden hier angetroffen. King 76, genau, und hier kann man halt die entsprechenden Preise am Computer nachschauen. Ja, Kush und Meth-Preise sind derzeit sehr im Steigen. Oh, Löwenpilz auch sehr hoch, ja. Auch nicht schlecht. Ach, das ist halt Schwarzmarktpreis hier drüben, ja. Genau. Ah ja, ja. Alter, Crisis AD, 50 Euro. Bruder, schreck mich nicht so. Ich dachte, die werden sie überfallen, Alter. Dankeschön. Er schreibt mir mal was dazu. Kuss auf die Nuss, Bruder. Also wissen wir schon, was wir nachgucken können. Also Meth, ja, wobei. Ja, beim Dealer ist dann ja mehr los, dann, oder nicht? Wenn was gut im Preis ist, ja. So. Also Meth ist das schon, wenn das so beliebt ist. Ja, guck mal. Ja, dadurch, dass der Ort, ich sag mal, so weit öffentlich ist, begehen die halt keine Tat damit. Ja, ja, schon also klar, aber ja, trotzdem. Kannst du mal immer hinterherfahren. Kennzeichen auf den Tieren, genau. So. Gucken wir mal, irgendwo gab's hier. Weil ich kann mit dem Fahrzeug natürlich jetzt nicht einfach quer ein hier. Ja, ja, klar. Stefanie Dirrmeier. Aber ich hoffe, deine Schicht war ein bisschen ruhig. Du weißt ja, wo der ist? Ja, doch, ich weiß, wo der ist. Stefanie Dirrmeier. Abend hoffe, deine Schicht war ein bisschen ruhig. Ich war da jetzt bestimmt nur zweimal oder so. Leider konnte ich jetzt erst da immer nur hin. Einschalten, da ich auf der Arbeit bin. Dankeschön trotzdem, Stefanie. Grüß deinen Kollegen an. Ja. Fake Nikita, da du mich anscheinend nicht kennst, bin ich Nikita, bin ja, 16, guck mich schon seit 2 Jahren. Nee, ich hab nur immer kein Blei, du bist Nikita. Fake Nikita habe ich nie gehört. Nur nie. Bist zwar anscheinend in jedem Stream, aber nur nie gehört von. Nur nie. Jetzt ist es ja wieder Schnee geben, auf alle Fälle. Ich arbeite auch schon derzeit an was Speziellen auf dem Server bei uns. Das demnächst kommen wird. Und ich hoffe, dass das gut funktionieren wird, weil das macht richtig viel aus. Da könnt ihr euch auf was Geiles freuen. Doch, da vorne müsste er sein. Hier. Ah, okay. Adam 27. Genau, hier ist er. Informativ. Im Fall Herr Schmidt, alles abgearbeitet. Ins MDT fürs Gericht eingetragen. Ich habe ihm noch eine 24-stündige Sperre. Sicher bei der Arbeit am Steuer angespannt. Bis es passiert ist, wieder Schichtende. Da hätte ich auch hier lang fahren können. Oder angepennt, also ich werde bei der Arbeit am Steuer angepennt. Was ist bitte angepennt? Was ist angepennt, Bruder? 1096 Bennett. Jetzt 10er, die mich schwör. Das ist der Sound auf die Spende. Crisis AD, kannst du mal bitte Viking Ghost grüßen? Viking Ghost grüßen, natürlich, gern. Dankeschön nochmal, Crisis, Bruder. Vielen Dank für deine Donation vorhin auch. Für den freshen Support. Also wirklich, Kuss geht raus. Boah, ey, ich freue mich so auf jetzt die nächsten Streams. Also ich muss sagen, das Geile ist ja jetzt, ich habe Forza Horizon 5, was ich mit euch zocken kann. Dann habe ich noch ein RP-Projekt, wo ich dann demnächst zocke. Also da dürft ihr euch auch was freuen. Dann haben wir ja auch jetzt noch RLO, da wird sich noch viel ändern demnächst. Einmal bitte über Draht unter der 133.
Danke. Ich meine, allein jetzt der Funk und alles, das ist so geil jetzt. Es ist alles richtig realistisch. Also ich meine, heute ist ein bisschen ruhig, muss ich sagen. Von Einsätzen her ist es uns eigentlich nicht so, aber... Man kann sich den Tag halt nie aussuchen. Es gibt Tage, da ist Action ohne Ende und es gibt Tage, da ist halt nie so viel. Heute ist ein Tag, da ist ein bisschen ruhig im Dienst. Aber jetzt die nächsten, ich sag, die nächsten Streams, die werden jetzt richtig Hammer. Weil da ein bisschen auch noch was geplant ist und ich freue mich einfach darauf, muss ich ehrlich sagen. Du wirst diese Nachricht nicht lesen, aber liegt bei euch in Österreich schon Schnee? Nein, also da wo ich bin nicht. In Österreich auf den Bergen hundertprozentig schon, ja. Aber ich habe die Nachricht ja nicht gelesen, also weißt du das jetzt auch nicht von mir. Geil. Irgendwie ist heute ziemlich wenig los, also... Ja, aber man kann sich den Tag ja nicht aussuchen, ist ja gut in England in sich, oder? Bezahlt er mal trotzdem. Nur, ich bin jetzt von den letzten Tagen irgendwie so die ganze Zeit... Von A nach B gefahren und Deutsche so... Genau. Ja, weißt du was, ich glaube? Ja. Meine Vermutung so ein bisschen, weil wir so viele im Dienst sind, ne? Dass die Leute vielleicht so merken, oh, wie viel Polizei so. Ich mache jetzt eher gechillt, ne? Muss aufpassen. Ja, das kann gut möglich sein. Ja, ja. Klar. Wir schrecken ab, ne? Ja. Wir schrecken ab. Dafür sind wir ja da. Das stimmt. Oder es gibt irgendwo ein großes Treffen, von dem wir nichts wissen. Ja, alle Kriminellen gerade irgendwo so Versammlung. Ist auch möglich. Also ich kann mich noch an den ersten Tag erinnern, wo ja das PD umgekrempelt worden ist. King Six, die wohnen jetzt. Da waren, glaube ich, dann in dem Moment 18, 19 Leute da. Und dann hat mich erstmal jemand angesprochen, was denn beim PD los ist, warum so viele Officer da sind. Ja, aber heute waren ja auch über 20 Officer im Dienst. Ja. Also schon heftig. Bei der Tankstelle mit einem blauen BMW. Ah, guck mal, blauer BMW an der Tankstelle. Ach schön, da fahren wir doch direkt. Da direkt da vorne ist doch hier vorne. Haben wir sonst noch eine County-Einheit? Eigentlich Adam 17, aber wir sind gerade bei Mechaniker. Alles gut. Im Moment sind X-Ray 2 und X-Ray 15 im County unterwegs. Winkel 15 noch am Dienst? Ja, den gebe ich noch gerne. Sind sie neu, oder? Das ist ein Nein. Sind ein bisschen leicht, gell, Io? Das ist der erste Ritze. Sehr was Größtes. Ja, gefällt mir. Ne? Schick schon so. Kann ich da eigentlich mal so ein Kennzeichen ins Tablet eingeben? Geht das? Natürlich. Ja, dann teste ich das gleich mal. Bevor, loggen wir unterwegs. Ich steig nicht mehr aus, einfach nur zum Testen. Ja, klar. Im Moment sind wir gerade Sandy an der Tankstelle zum Ausgang. Wir fahren jetzt mal die Ostküste. Sachs 978. So, genau. Sie haben da ein Rotlicht über. Ja, ja, One meldet im verdächtigen Fahrzeug ein BMW X5 mit dem Kennzeichen MB 890 auf an der Ostküste. Ganz kurz. Ja. Mount Chiliad oder so ungefähr. Ja, da irgendwie Offroad. Genau, also ich bin drüber gefahren, gell? Da hat's blinkt. Der Standort ist der Fahrer des Fahrzeugs. Ja, hinbekommen. Funktioniert. Ah, sehr schön. Ja, aber ist dazu gehört. Bitte den Standort nochmal mit an die Marshalls schicken, danke. Ja, der ist dort oben an dem Berg beim Leuchtturm ungefähr, ganz oben, da wo dieser Haus am See ist. Ja, informativ für euch ist Michi Butsch, das wird aber auch unauffällig tatsächlich. Exien, weißt du was? Du hast eigentlich eine Eitrige mit einem Bogi und einer Gurken und ein 16er Blech. Eine Eitrige ist eine Wurst mit Käse, wie heißt die nochmal? Ah, jetzt. Eine, ah, wer heißt sie denn? 16er Blech ist das Bier. Aus Wien. Zu trinken hast du noch, aus dem 16. Bezirk. Wenn wir schon mal hier sind. Ich hab alles dabei. Gut. Ah, wie heißen diese Wurst nochmal, wo der Käse drin ist? Ich volltrottel. Mir fällt es nicht ein, aber so bestellt man eine Käskreiner, genau. Und das 16er Blech ist das Otterkringer. Weil Otterkring der 16. Bezirk ist. Müsste es sein. Wenn nicht, verbessere mich bitte, aber das soll es eigentlich sein. So.
A16er. Also alles Wiener Slang. Okay, ist keiner, ja. Problem ist, jetzt denkt der Chat sicher, ich hab das jetzt nochmal abgelesen mit der Käsekreiner, aber ich hab das nicht abgelesen, weil Streamverzögerung geht so circa 30 Sekunden bis eine Minute. Leider. Der Chat rastet immer so komplett aus und die denken sich so, hab's doch gerade geschrieben, Jungs. Hab's doch gerade geschrieben. Eitrige mit dem 16er Blech. Aber so bestellt keiner in Wien, also das macht echt niemand. Keiner geht zu so einem Stand hin und sagt sowas. Ist hier nichts mehr los. Ja. Aha. Was war das denn? 82 km/h halte ich jetzt nicht an. Ja, aber ein bisschen nachfahren, so spionieren die ist das. Können wir gerne machen. Ja, schauen wir mal. Wir haben ja nichts zu tun. Boah, jetzt hätte ich aber schon gerne Case Grind, Alter. Das wäre so geil. Ey, Leute. Theoretisch könnte ich euch jetzt eine richtig kranke Story erzählen, aber ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Hat was damit zu tun, warum es so richtig scheiße gegangen ist. Wo ich meine Zeit lang nicht gestreamt habe, wer sich noch daran erinnern kann. Aber ich weiß nicht, ob ich euch das erzählen soll, ob das so eine gescheite Idee ist. So ein bisschen was passiert. Aber das, was krasses jetzt passiert, Alter, das glaubt mir keiner. Das glaubt mir einfach niemand. Ja, vielleicht erzähle ich das mir irgendwann. Vielleicht poste ich es mal auf Insta oder so, mal schauen. BMW X5 in Grau. Also so mattgrau war es, glaube ich. Weil ich habe ja nicht erzählt, was passiert ist, ne? Ich habe es euch nie erzählt, was eigentlich passiert ist. Irgendwie will ich es euch so gerne erzählen, weil die Story einfach so geil ist jetzt im Endeffekt. Also es ist jetzt erst, sag mal, glücklich, so wie es ist, aber ja. Sagen wir so, das Problem ist, nach 3 Monaten, also das, was passiert ist, ist jetzt nicht mehr. Das ist ganz krass. Ja, ist halt gestern, ich meine, gestern ist so ein kleines Wunder passiert einfach. Einfach voll, also mit etwas, wo ich halt nie mit gerechnet habe. In der Zwischenzeit ist auch noch viel passiert, aber ich weiß nicht. Ich würde es irgendwie so gerne sagen, weil mir das so am Herzen liegt irgendwie. Andererseits denke ich mir so, vielleicht doch nicht, weil das vielleicht so privat ist so irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Aber es ist sowas, das ist einfach schön, wenn ich das so erzählen könnte. Du hast jetzt ein Kind? Nein, ich habe kein Kind. Aber viele dachten ja, dass Shan und ich nicht mehr zusammen sind oder sowas. Das ist auch nicht passiert. Weil übelst viele haben das gedacht. Deshalb haben auch viele gedacht, dass Shan nicht streamt oder so. Dabei hat Shan einfach derzeit keinen Bock gehabt zum Streamen, muss ich sagen, wie es ist. Und deshalb dachten übelst viele, dass wir nicht mehr zusammen sind oder sowas. Also das ist es nicht und Kind ist es auch nicht, ne? Hast du einen Sohn? Nein. Ich hab kein Kind, alles gut. Heiraten, ja auch nicht. Nee, ist ein kleines Wunder. Aber ich weiß halt nicht, weil wenn ich das jetzt erzähle, ich weiß nicht, inwiefern das... Ja, das sind auch andere Leute jetzt involviert, wenn ich das erzähle, nicht, dass die dann sagen, ah, den kenne ich ja. Der war ja bei mir so irgendwie. Das geht's mir eher, wenn ich das jetzt droppe. Ich weiß es ja nicht. Mann, ich für euch, Michi Butsch, hab ich gerade angehalten am Sandy-Parkplatz. Der ist soweit clear. Wisst ihr, was nämlich das größte Problem ist, dass ich halt so... dass ich so wenig über mein Leben erzählen kann, aber wenn ich das mache, dann weiß vielleicht jemand, wo ich wohne oder sowas, wisst ihr? Und um das geht's mir nur gerade. Es gibt so viele Sachen, die ich euch so gerne erzählen würde, wo ich dann so denke, scheiße, dann leidet aber die Privatsphäre drunter, weil vielleicht dann irgendeiner herkommt und sich denkt, ach warte, den kenne ich ja. Wisst ihr? Um das geht's mir. Ich kann nur so viel sagen, es ist gestern ein kleines Wunder passiert. Und das, was passiert ist, wo ich so sad war, wo alles im Arsch war, wo ich nicht gestreamt habe, das ist seit gestern... hat sich das auf den Kopf gedreht. Also es existiert nicht mehr, das Problem. Nee, ich habe auch kein Covid gehabt, alles gut. Es war nichts wegen mir, es war auch nichts wegen Schandl oder so. Aber ich war so down teilweise, ich war so hart down. Ich habe da wirklich noch wochenlang deshalb rumgeheult. Ich habe wirklich geheult, also wirklich. Und jetzt so auf einmal ist dieses Problem einfach weg.
Ja, es gibt halt so viel, weißt du, ich will jetzt nicht so sagen, so auf geheimnisvoll machen oder sowas, das will ich eigentlich nicht. Aber ich wollte nur sagen, dass mir das echt so voll ans Herz gegangen ist, so. Und wie gesagt, dass halt gestern so ein kleines Wunder passiert ist. Und dass das, was halt passiert ist, jetzt halt weg ist und ich würde es so sau gerne erzählen, aber wegen der Privatsphäre ist eben der Scheiß, ne? Aber nur, dass ihr wisst, dass da jetzt in der Hinsicht wieder alles gut ist, dass das, was passiert ist, so nach dem Urlaub, dass das jetzt nicht mehr der Fall ist und dass ich einfach verdammt happy bin, so irgendwie. Weil das echt so ein bisschen belastet hat. Es hat halt auch im Nachhinein übelst krass belastet und so jetzt einfach nur happy. Einfach nur happy. Glasfaser bekommen. Nein! Es geht um was Emotionales. Ich heul doch nicht 2 Wochen oder so rum, weil ich Glasfaser bekomme. Oder keine Glasfaser bekomme, aber die jetzt eine ab. Wie kommt man auf sowas? Nee, war schon emotional, Alter. War schon emotional. Aber es hat, sag mal so, das Blatt hat sich komplett gewendet. So, wisst ihr, was ich meine? Es hat sich einfach komplett gewendet. Und das finde ich verdammt krass. Also ich hab so immer so richtig Pech bei sowas gehabt. Lincoln 11 für Lincoln. Und auf einmal hatte ich so dieses Glück. Also das ist einfach krank. Weil ich hab sonst nie so ein krasses Glück so in dieser Hinsicht. Und auf einmal hatte ich dieses Glück einfach. Okay, bei 32.02. Vielleicht erzähl es euch mal. Die Dosen weg. Ah, du bist geil. Die Dosen sind weg. Ja, die sind weg. Das stimmt, ja. Und Andl ist eine Ente, genau, das wollte ich ja verkünden. Ich bin sehr glücklich drüber, weil Andl jetzt zu einer richtigen Ente mutiert ist. Wie lange? Naja, ich würde es ja gerne sagen, ich fühle mich ja bereit dazu, es euch zu erzählen. 10 Minuten vielleicht. Ich habe einfach nur Schiss davor, dass irgendwer da daherkommt und mich dann erkennt, weißt du? Wenn ich das jetzt erzähle. Um das geht's mir nur. Wegen dem Einbruch. Bruder, bei mir wurde nie eingebrochen. Das ist, weil so viele denken, bei mir ist damals das Haus abgefackelt oder bei mir wurde eingebrochen. Beides stimmt nicht, also das stimmt auf gar keinen Fall. Es wurde weder eingebrochen, noch ist bei mir irgendwas on fire gewesen im Haus. Weil so viele haben spekuliert und irgendwer hat das Gerücht gestreut, es wurde eingebrochen und mein Haus wurde abgefackelt oder sowas in der Art. Also das stimmt nicht. Voll viele denken das immer noch. Nee, wo wäre ich denn jetzt happy? Ja, wobei, theoretisch doch, stimmt schon. Hätten sie einen Dieb gefasst, dann hätte ich jetzt happy sein können. Stimmt, in diesem Zusammenhang hätte es jetzt gepasst, aber es wurde bei uns nie eingebrochen. Gott sei Dank nicht, Alter. Wenn bei mir mal wer einbrechen sollte, ihr kennt meine Waffensammlung. Ich würde einfach meine 2 Butterflies nehmen. Die, keine Ahnung. Ich glaube, mir traut sich eher keiner einbrechen. Ja, es gibt einfach so viel, was ich erzählen würde. Sag, wenn da eine Person dabei ist. Person 1 und 2 oder so. Nee. Nee, das ist halt jetzt das Problem, wenn ich diese Story erzähle und irgendwer weiß dann so davon. Keine Ahnung. Aber der Andl ist jetzt Ente, das stimmt. Aber das war er eh immer schon. Aber Andl hat seinen ersten Schnabel bekommen, genau. Der ist ihm jetzt gewachsen. Daniel liebt Eva Maria. Wie kommt es eigentlich, dass du Hochdeutsch sprichst? Sogar Andl hat einen leichten Dialekt. Gewöhnungssache, weil ich oft in Deutschland war und sehr viel Kontakt mit Deutschen hatte und dann habe ich mir das angewöhnt, weil teilweise viele Deutsche den leichtesten Akzent nicht verstehen. Es ist so, also wenn ich mit ein bisschen leichten Akzent geredet habe, dann das versteht keiner und man hat sich dann angepasst. Also ich hatte mit sehr vielen Deutschen zu tun, im Internet halt immer sehr viel mit Deutschen geredet und dann habe ich mich ans Hochdeutsch angepasst einfach und das war der Grund, warum ich jetzt auch im Livestream sehr viel Hochdeutsch spreche. Aber ich glaube so die meisten checken aber schon, dass ich auch ein bisschen Dialekt habe, wenn ich jetzt ein bisschen so rede, ne, so ein bisschen. Zum Beispiel ein bisschen, das sagt halt kein Deutscher. Ein Deutscher würde sagen ein bisschen. Ich sag niemals ein bisschen. Vielleicht ein bisschen, sage ich, aber ich sag ein bisschen. Das sagt man nicht, weil das sage ich zum Beispiel sehr oft. Jan Schmidt, oh Kuddel, super Job. Machst du beste Streamer, macht immer Spaß dazu zu schauen. Dankeschön, ja, heute ist halt echt nichts los, Alter. Es ist nichts, wir könnten uns mal, Sandy Shores fahren zum Tuning-Treff. Vielleicht ist da was los. Ja. Das ist einfach nichts. Der ist da jetzt eben so schnell gefahren. Was? Schönen Abend. Also, ich habe niemanden gesehen. Okay. So. Wie wär's denn mit der Luft? Ein Rundflug, ja. Den können wir auch machen. Ja. Ja, klar. Mal schauen, wer was macht.
Weil, ganz ehrlich, ich vermute jetzt so mal, dass da irgendwer sich irgendwo hin verschanzt und jetzt die Zeit nutzt, um zu kochen oder so. Wahrscheinlich. Boah, kann ich mir gut vorstellen. Weil man, es ist ja kein Krimineller gerade, also niemand, der jetzt irgendwie Scheiße baut oder so. Das Böse schläft nie, also wäre es ja nicht so schlecht, auf Luft umzusteigen. Also ich bin Bayern, verstehe dein Dialekt. Ja gut, Bayern kannst nicht vergleichen. Wenn du ein Bayer bist, verstehst du einen Österreicher und umgekehrt genauso. Nee, Bayern kannst nicht vergleichen. Bayern gehört, ich finde Bayern gehört immer noch zu Österreich. Change my mind. Ja, wobei, ja Bayern, ja, es ist, ja, teils, teils. Ich sag teils, teils. Man kann immer noch Österreicher mit Deutschen vergleichen. Es ist doch hart unterschiedlich, auch wenn du zu Bayern bist. Aber die Bayern, die teilen sich den Dialekt sehr viel mit dem österreichischen Dialekt. Ich bin neuer Officer im County. Ich bin aber alleine hier oben und mit dem Tuning-Kreis. Jutta, rutsch mal doch am Buckel runter. Du Saupreis. Ich fährt mal hoch ins County mit der Highspeed-Unit beziehungsweise zu dem Tuning-Treffen. Aber wir packen uns da ein. Ja, Telefon, danke dir. Mal gut, er ist der Kollege. Jojo. Letztes Feuerwehr hat man als Mod Zugriff auf Mitgliederchat. Kriege ich eine Lasershow? Ja, als Mod hast du Zugriff auf Mitgliederchat. Lasershow baller ich heute keine raus. Es ist einfach zu gechillt. Ich glaube, ein paar Leute sind sich jetzt schon eingeschlafen heute. Wieso? Bei so viel Action, die wir heute haben, sind sich ja schon ein paar Leute gerade im Kontrakt in der im Dings weggepennt. Von dem her lassen wir das mal lieber. Lustwasser, geiler Stream, kennst du mich noch? Ich konnte es nicht lassen, ich musste furzen. Was ist ein Polizist ohne Haare? Ein Glatzkopf. Den hatten wir letztes Mal aber auch schon, Makadalump. Das erste Mal, dass du mal einen Witz wiederholst hier an dieser Stelle. Oder irgendwer anderes hat es nämlich im letzten Stream hat das wer donated. Mit dem Glatzkopf. War im letzten Stream tatsächlich. Direkt am Anfang vom Stream hat das wer gemacht. Aha, da fliegt schon mehr. Hier rechts. Genau. Mhm. Da fliegen wir nämlich jetzt mit. Ah, okay. Achso, also gar keine Lizenz dafür. Ja, doch. Also. Aber wenn der Kollege doch schon da ist. Jo, klar, warum nicht, ne? Ja, wenn der Kollege schon da ist, dann fliegen wir ja mit. Richtig. Faruki. Hallo. Ja, hallo. Ah. Sind Sie Polizist oder was? Ja, ja. Also so undercover. Ganz unauffällig im LAPD-Helikopter. Ja, ja. Ey, ich hatte gerade noch meine Klamotten an. Ah, ja. Hab sie für dich da hingelegt. Tag. Guten Tag. Warum salutieren Sie? Ich bin Rookie. Grüße Sie, mein Name ist Lieutenant Nü. Oder für ihn. Haben sie für ihn salutiert. Für mich brauchen sie nicht beide salutieren. Machen wir das so, wenn man... Er macht das sehr gerne. Okay, okay, verstehe. Wir warten noch mal kurz 5 Minuten wegen der Betankung und dann haben wir volle Flugzeit. Ja, ja, perfekt. Ach, ja? Sehr schön. Kennen Sie das PD in Sandy? Oder wurde Ihnen das schon mal gezeigt? Nein, nein, nein. Ich glaube nicht. Nie drin. Gehen wir da noch mal hin. Ich muss mal gucken, ob ich zugeschlossen habe. Also, ja, ja. Wenn ich das sehr geklaut wird, ne? Wäre schlecht. Wäre schlecht. Obwohl, die sind nicht so schnell. Kawaii Cookie fragt, hey, warum ist der Server mittlerweile ab 16 und bekomme ich bitte Kekse? Gerne doch. Der Server ist ab 16 aus dem Grund, weil uns aufgefallen ist, dass die meisten über 18-Jährigen natürlich arbeiten gehen, somit dann sehr wenig Zeit am Nachmittag haben. Und um den Server am Nachmittag voller zu kriegen, haben wir gesagt, weißt du was, 16 plus, da hast du auch Leute, die, sagen wir mal, erwachsener sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war die beste Entscheidung ever. Die 16-Jährigen sind ganz gleich wie die 18-Jährigen. Du hast keinen Unterschied. Ich schwör's euch, wie es ist. Diese zwei Jahre sind kein Unterschied. Das habe ich auch schon einmal gesagt, wie ich 16 war, habe ich keinen Unterschied mit 18 verspürt. Hast du schon Blaulichtwasser bei deinem Streifenwagen aufgefüllt? Blaulichtwasser, was? Nee, noch nicht. Oder mal Getriebesand gewechselt? Den Turboschaft schon mal angeguckt. Also das Wichtigste, okay. Toiletten. Ja. Ah, Toiletten, ja. Das ist immer wichtig, ja. Das haben wir ganz schön abgefuckt. Bisschen, ranzig, aber bisschen ist gut, hat wir ja reingeschissen. Gerda, hat die heute eigentlich schon geputzt? Ja. Ja, weiß ich nicht, ob die heute schon geputzt Alter. Ich sehe sogar Schimmel am Boden, guck mal. Da ist Schimmel am Boden, seht doch mal hin da. Da schimmelt's am Rand. Hier. Oh. Ja, hier im Rand, guck mal. Ja, Schimmel. Schwarzschimmel. Ah ja.
Ja, und hier auch, überall. Alter. Die Rookies, die müssen hier noch ein bisschen... Ja. Ja, ich bin Rookie, ich mache hier gar nichts. Du musst so viel einatmen, dann passt das schon. Hier ist überall Schwarzschimmel, guck. Hier oben auch. Ja, lecker, ne? Ja. Alles schimmelig hier. Umkleider. Die sind die Jahre gekommen. Ja. Adam 23, ja. Verkehrs an. Wir kommen gleich alle mit, ne? Ich zieh mich schon mal um. 802, einen Nissan GTR mit dem Kennzeichen GTR. Hm, das gefällt denen, ne? Mhm. Das einzige Schöne hier. Spaß. Eieiei. Zugelassen auf einen Herrn Ryan Walker. Sag mal, wie viele Walker gibt es denn hier? Es ist unglaublich. Zwei, soweit ich weiß. Ja, ich bin auch ein Walker. Ja, und jetzt im Funk habe ich einen Walker gehört, der hier auch gerade in Flucht ist. Ja, dann gibt es drei im PD schon. Was? Drei? Hier ist Büro. Oh mein Gott. Vom Chef. Ah, von darf man da reingehen? Kann ich das gerne mal anschauen, ja. Also aber mal nichts angucken, anfassen, sonst wird er böse. Aha. Ich raucht der Chef? Auf der Kasse. Ja, ich glaube, der raucht sogar. Ui. Das soll es aber besser lassen. Ja, manchmal braucht er eine Berührungszigarette. Mach's gut, tschüssi. Sehr schick. Also bis auf der Schwarzschimmel überall ist das schon schick hier. Aber sogar hier in den Treppen hier oben, Schwarzschimmel, überall Schwarzschimmel. Ja, hier wurde überall gespart. Ja, ich merk's. Geradeaus geht's weiter. Cell Area. Ich will nichts sagen, aber da tropft was, ne? Ja, ich weiß. Ja, deswegen haben wir hier einen Eimer stehen. Jetzt weiß ich, wo der Schwarzschimmel herkommt. Undichtes Rohr, guck mal. Von da aus kommt ja der Schimmel her. Das ist ja alles feucht hier, die Wände. Da muss man auch aufpassen, du. Hier ist so, unsere. Zwei, drei Jahre und die weichen auf, die Wände, und dann bricht hier alles zusammen. Ja, was hier? Ah, Waffenkammer, ja. Genau. Aha. Kannst du auch nochmal mitkommen? Sehr gerne. Ah, schön. Ja, hier sind unsere Funkgeräte, unsere neuen, eingelagert. Ah, das sehe ich. Genau. Mhm, sehr schick. Jawohl. Ja, ich bin ja gerade mit unserem neuen Rookie hier zugange. Na, also, das ist gerade schlecht. Ja, frag den mal. Ja. Genau, hier sind wir wieder am Haupteingang. Okay, sehe. Ja. Da freut sich schön. Die Kasse dann. Na, gefällt mir. Jetzt habe ich ihm die Tür vor der Nase zugesperrt, glaube ich. Ja, bis auf der Schwarzschimmel ist das schön hier drin. Wo? Ja, klein, aber fein, ne? Die wurden aber auch schon mal ausgetauscht, die Kisten, ne? Ja, wie gesagt, wurde überall gespart. Ja, man merkt's. Ich stehe mal aus als bei meiner Oma. Also gerade außen sieht man den Schimmel, das ist ja komplett durch, das Ding. Oder neben das Krankenhaus, ja, wundert mich, dass hier direkt das Krankenhaus ist, wenn du mal in den Lungen kleine Probleme hast. Kriegst du Asthma oder ja, so? Wir müssen ja auch irgendwie Geld verdienen. Ja, kriegst du Asthma da drin. Zuerst zu uns und dann ins Krankenhaus. Ja. Wildes Tuning-Treffen. Da flieg mal hin. King 61 für X-Ray 2. King 61 hört. 1020. Aktuell da die Theopark-Platz. Die Grafik sieht gerade so heftig aus hier. Ich weiß nicht warum, aber guckt euch das an. Das sieht so geil heftig aus hier. Ja, informativ bei dem Tuning. Beste Grafikmod, Jungs und Mädels. Beste Grafikmod. Zieht Facebook viel CPU? Ja, CPU und Grafikkarte. Relativ viel. So. Also beides viel. Ja, ich würde hinten einsteigen, dann lernt ihr auch direkt die Kamera und alles. Also soll ich rechts einsteigen, ne? Bei Postleitzahl 802 eines Hammers H2 in schwarz oder H1, keine Ahnung. Schönes Sturmgewehr haben sie. So, hier sind ihre Klamotten. Okay. Und wenn sie dann drinne sitzen, nutzen sie den T-Muskel. Ja. / EUP. Ja. LSPD Male Pilot Uniform. Okay, mache ich. Alles klar. Ich setze mich drin um. Ist offen? Jawohl. Dankeschön. Da
Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Ich weiß es nicht, wäre ich zu blöd dafür. Ich hab nie zugehört. da. Mail hier. Ich hab das falsche an. Gut, dann. Sehr schön. Hab ich das falsche an? Ich glaube. Ah, ich hab das falsche an. Kannst du noch gern einmal die Kamera erklären? Ich hab das falsche angezogen. Also wenn wir jetzt in der Luft sind, ist natürlich das Wichtigste, dass sie sich mit dem, dass sie sich anschnallen. Ja, ich such grad hier die... Weil... Scheiße, ich hab mich falsch angezogen. Den Steuersitz aktivieren. Das ist die... Nichts aus Erfahrung. Ah, hier. Ansonsten ah, nee, Fiebel. Das kann man mit dem E-Muskel die Kamera öffnen. Ja, jetzt sieh mich gerade um. Mit dem Mausrad-Muskel kann man, Ihr wisst nicht! Zoomen mit der Kamera. Hier. Zusätzlich kann man mit dem G-Muskel die Verfolgerlampe anmachen. Können Sie gerne mal ausprobieren. Ja, ja. Genau. Wenn wir jetzt aus einer ausreichenden Höhe können Sie auch die Kennzeichen überprüfen. Wenn Sie einfach in dem Kameramenü auf die Fahrzeuge zielen, sehen Sie unten ein Kennzeichen. Ja, positiv. Genau. Könnten wir jetzt theoretisch mal schauen, wie alle angemeldet und versichert sind. Cementa mit Z. Wiederhol nochmal, T9. Ob, wenn eine Tür fehlt und die Front ein bisschen kaputt ist, ob das Fahrzeug dann nicht mehr fahrtüchtig ist. Oder kann ich das auch nachgucken so? Ja, Cementa ist zugelassen. Dann haben wir noch den SKX645. Aber ja, kannst du machen eigentlich. Also SKX Leerzeichen 645. Ja, ist auch zugelassen. Ist auch angemeldet. Dann CNH Leertaste 320. Ist auch angemeldet. Und dann noch N hartes T weiches D 792. Auch nochmal in der Mitte mit Leerzeichen. Also NTD 792, ja. Der LKW hier? Der LKW, den schicke ich gleich mal. Ich weiß nicht, ob er mindestens auf jeden Fall LKW abgesehen davon ist, da kein Kennzeichen dran, soweit ich weiß. Oder ist der Zweck der LKW? Wo fährt er denn langer? Hier. NTE 642 auch mit Leerzeichen in der Mitte. Also TNE, Entschuldigung, TNE 642. Abgemeldet und nicht versichert. Er meldet ein abgemeldetes und nicht versichertes Fahrzeug. Rollt von der Rennstrecke Richtung Sandy PD. Handelt sich dabei um einen LKW. Sandy Parkplatz, nicht PD. Ich kann euch von hier nicht sehen, ob er jetzt ein Kennzeichen dran hat oder nicht, ne? Sandy Parkplatz, sagst du? Ja, da ist schon eine Einheit vor Ort. Weil ich den nicht von vorn sehen kann, ob der von vorn jetzt ein Kennzeichen hat oder nicht. Wäre ganz gut. Ja. Item 23 mit Nachfrage. Wenn er jetzt nur Offroad sozusagen fährt und nicht auf der öffentlichen Straße, darf er dann zu dem Tuning treffen mit seinem Bulldozer? Ja, hat vorne ein Kennzeichen, alles klar. Ja. Ein Kennzeichen. Ich nehme mir den Sport anbieten. Er hat vor, das Sport anbieten. Ja, das machen wir jetzt auch so. Jo, dann können wir ja weiter. Genau. Auch sehr schön hier hinten. Ja. Und jetzt eher so gucken, ob wer irgendwo was macht, ne, bezüglich ja, illegaler Stuff. Illegaler Stuff,
wenn jetzt eine Verfolgung losgeht oder ein Raub irgendwo, unterstützen wir halt aus der Luft. Falls eine Verfolgung zu Fuß wird, sind die bodengebundenen Einheiten halt schlecht dran meistens. Da sehen wir aus der Luft natürlich schon mehr. Gut, ganz zur Not kann ich mich auch von hier hinten abseilen, also... Unter dem blauen Dings hier, ich hab schon gedacht, es wäre ein Plätzchen überdacht. Dann sind wir losgeflogen, 10:45, oder? Ungefähr. Ja, ja. Überhaupt nicht. Er ist auf dem Weg zur Pizzeria. War der laut bei euch? Ja. Echt? Nee, ich also ich kann ihn gut verstehen. Ebenfalls. X-Ray 2 und X-Ray 15 übernehmen Absicherung eines unfallenden Fahrzeugs. Postleitzahl 848. Höhe des Parkplatzes. Ich kann alles vorlesen, aber ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren bezüglich, ob wir was finden oder nicht. Rookie 10, hier ist gerade noch ein Officer verfügbar, der mich mit auf Streife nehmen kann. Lincoln 23, negativ, ich habe noch einen Rookie dabei und gehe jetzt auch gleich 10-7. Irgendjemand das Schatz, der dafür Platz hat, ansonsten würde ich hochfahren, das dauert aber lange. Was mit King 60? Was ist mit linken 24? Bin da, gehe aber gleich 10-7. So aus der Höhe guckt, sehen echt manche Büsche aus wie Pflänzchen, du. Ja. Nix. Aber wenn ich keine Kapazitäten habe, dann würde ich jetzt 1090 Mission Row mich begeben, bin aber gerade mit dem Party to Force, also geht auch noch immer. Ja, Tempo weiß ich Bescheid, danke. Und Rookie, gefällt's dir? Ja, auf jeden Fall schön mal alles von oben zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Genieße ich auch immer hier oben. Jetzt kommt das schönste Haus, finde ich.
Ah, hier unten? Ah. Bei dem, ja. Bei dem See da? Oh, okay. Genau. Ja. Schön abgelegen, sehr schön eingerichtet. Genau schauen da, gell, Io? Sowieso. Jetzt nichts Auffälliges, auch nix. Der Insel ganz da hinten habe ich gestern verweilt. Ach, da warst du. Ja. Oh, war schön. Mhm. Einsam habe ich mich gefühlt. Hast du denn deinen, wie heißt er denn nochmal? Wilson? Wilson habe ich natürlich mit nach Hause genommen. Perfekt. Zur Info, die hat eben besprochen, ob sie vielleicht eine Bank machen wollen, der Kuhlberg Rollo. Und der Gorbatschowski. Denn vor, wenn so der Fall ist, dann schreibt eventuell ein Kennzeichen auch, mit denen die losfahren. Und wir lauschen eventuell mal, können wir eventuell Beweise rausfinden, zusammen mit dieser Verbindung sind. Jo, das ist ebenfalls nix. Schöne Bäume. Ja, sehr viele Bäume. Man findet gerade gar nichts. Liga 23, dann 10-7, euch einen erfolgreichen Abend noch. Jo, schönen Feierabend dir. Schönen Abend. Sauber? Ja. Also, ich sehe gar nichts. Rookie, du reist dann auf Sensor.
auch scheiße, muss essen. Ich bin fast abgereckt, Alter. Alter, ich bin fast abgereckt hier oben. Ah, die gibt's auch noch, die Kamera. Hier unten? Ja. Ah, okay, ja, ja. Gut zu wissen. Da ist keiner? Ne, ist eh nix, gar nix. Alles klar. Dann haben wir jetzt noch unsere Coca-Plantage. Fliegen natürlich. Der Lügen, der fährt immer im Helikopter. Hm. Noch mal kurz einen Stopp über den Trailerpark und den Silos. Wenn es dunkel ist, hast du die Möglichkeit noch mit dem rechten Maustastenmuskel umzuschalten auf die Nachtsichtkamera. Aber finde ich persönlich eher störend als hilfreich. Ja. Finde ich auch eher störend. So, unter uns ist die Coca-Plantage. Auch keiner? Nö. Nö. Alles clean. Also entweder sind sie heute sehr brav alle. Ja. Oder. Jo. In der letzten Zeit. Ja. Also gestern schon. Gestern auch schon. Schon sehr brav. Ja, wenn ich mich an die Tage davor erinnere. King 61 und Wirklichen bilden Adam 61. Ich erinnere noch an unsere 2MF-Kocher, an die Lieder in der Nähe. Ja, oh, ja, da bin ich dran. Nee. Ja, hab ich gedacht, schnall ab. Ja. Juwelier, Fahrzeugwechsel, 2 Kocher. Also, da steht ein Auto und ein blaues. Blaues Auto? Ja, nee, oh? schon vorbei. Ja, nee, ich glaube, das war der BMW, der vorhin am Ding war. Der ist angemeldet. Ah, okay. Ja, so ein blauer BMW, der abgestellt worden ist. Wir legen jetzt genau auf die Kokainverarbeitung zu. Das ist in dem Haus. Hast du dem schon gezeigt, Rufus? Ja. Ja, der hat schon gezeigt, ja. Okay. Da ist halt echt wichtig, niemals alleine rein. Das Haus ist so verwinkelt. Hm. Da ist auch niemand. Der sollte vielleicht mal sein Funkgerät tauschen. Ja,
hört ja, als würde er durch eine Blechdose sprechen. Ja. Dosenfisch. Und hier oben auch an, so ganz weit oben. Das ist nichts unmöglich in dieser Stadt. Hm. Habe ich nur gar nicht gedacht, dass hier oben vielleicht was ist. Hier oben haben sie sogar schon gekocht. Ah. Ja, auch völlig unauffällig. Hier oben auf dieser Plattform habe ich schon welche gefunden. Ja. Jawoll. Länger 10-7. Ihr wollt einen linken 10-8. Dann bitte einmal selbstständig in einem Leitplatz eintragen. Jawohl, 10-4. Alter Schwede, wir finden nix. Ich sehe hinten irgendwo, aber es sieht sehr schlecht drin aus, dass hier was ist. Hier haben sie auch lange nicht mehr gekocht, ne? Hier, ja, außerhalb, hinterm Zaun. Ja. Aber du kannst ja hier, ist ja überall Plätzchen hinstellen. Ja, klar. Überall. Schon Edmund da sein, ist das umkümmert. Einen Metapeter. Oder hier wäre gut anbauen, ne? Hier unten. Wir noch suchen, ich glaube, wir finden hier eh nichts. Das baut einfach gerade niemand an, oder wir sind einfach zu blöd, oder ich bin einfach zu blöd zum Finden. Wir fliegen genau dort rüber, wo nichts ist. Kochen tut halt auch keiner.
Was trinken. Die sind echt brav, die Jungs halt. Ja, ja. Adam 25, kurz 10-6, daher hier gerade ein Motorradfahrer aufgehört. Nix. Ganz kurz, dass ich hier Pflanzen gesehen habe, aber waren es nicht. Ja. Viele Server sind jetzt auf dem Server. 51. Heute noch 51 um die Zeit. Aber wir finden gerade nichts bezüglich. Ich glaube dann kriegen wir wieder zurück. Ja, ja, ich glaube wir finden noch nichts. Der 1019 Mission Row. Schauen wir mal in die Gärten rein, wo grün ist, weil sie da auch oft anbauen wollen, glaube ich. Alter. Alter, das war jetzt was. Dieser Heli-Sound macht müde. Ja, Alter, ich bin jetzt fast eingepennt beim Suchen. Ich bin jetzt wirklich fast eingepennt, Alter, meine Augen auch, Alter. Also, Heli-Chop da oben ist immer das Schlimmste von allen Sachen. Vor allem in der Nacht, wenn du dieses komische Licht hast, da wird dir ganz anders. Da wird dir ganz schwummrig auf einmal. Da wird dir ganz schwummrig. Ach. So, dann zieh ich mich mal um. Sehr sanfte Landung. Sehr sanft. Wie Butter. Jetzt bin ich müde geworden durch den Helikopter. Meine ja, Augen. So ein monotones Geräusch, ne? Und meine Augen. Ich hab die ganze Zeit diesen komischen kleinen Kreisel vor mir gehabt. Alter, mein Kopf. Eieiei. Ich hab leider keine Tablette mehr dabei gegen Kopfschmerzen. Ja, alles gut. So langsam Zeit fürs Bettchen bei mir. Ohne Scheiß. Ja. Ja, ich bin jetzt schon so ausgelaugt. Der Helikopter hat mir jetzt alles gegeben. Ich glaube, dafür bin ich nicht gemacht. Alter, mein Schädel. Na gut. Für ein Heli muss nicht jeder gemacht sein. Nee, ist verständlich. Aber schöne Aussicht war's. Auf jeden Fall. Das stimmt. Eine sehr schöne Aussicht. Also gehen wir uns alle umziehen. Hier habe ich schon dem Heli umgezogen. Platz da. Ja. So, oh, mein Sitzen. Oh Gott, das ist gut. Oh. Ja,
Hast du was zu trinken? Nee, nee, danke, danke, danke. Gut. Der Kollege steht einfach rum. Also, du machst jetzt Feierabend, oder? Ich? Nee, ich werde heute Feierabend machen. Ja, also mein Kopf, Alter, das ist der Helikopterflug, ja? Aber auf jeden Fall danke fürs für Mitnehmen. Ja, ebenfalls. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Was ich mir sehr alles mal angeschaut habe. Jetzt kann ich mir endlich mal umziehen, jetzt kann ich mir endlich mal gescheite Kleidung anziehen. Ja. Alter, wie lange ich drauf gewartet. Die wertvollen Sneakers. Ja, meine Sneaker, dreht man nicht auf die Sneaker, endlich. Oh, aber keine auf. Sneaker. Nee. Aber ich sag dir, investier in Sneaker, scheiß auf Krypto. Investier in Sneaker. Glaub mir, beste, was du machen kannst. Oh. Dürfst du noch nicht anziehen, dann will sie keiner mehr kaufen. Ah, es tut gut. Strecken. Oh. Ja, schön. Oh, Jungs. Aber vielen Dank. Sehr keine gerne. Hose. Und man sieht sich höchstwahrscheinlich mal wieder, ne? Hoffe ich doch. Und ich hoffe, dass da mehr Verbrecher da sind. Ich bin Rookie, du musst. Weißt du, dem Rookie wird salutiert und ich mag gar nichts. Der Beste. Nee, danke nochmal und. Keine Ursache. Ja, danke schön. Einen schönen Abend noch. Gell? Dankeschön ebenfalls. Tschüssi. Auch man von sieht mir. Sich. Schönen Abend. Ciao, ciao. Tschüss. Was braucht heute aber was? Uiuiuiui. Ui, ui. Also, ich meine, wir hatten heute eine Verfolgungsjagd, ganz klar. Die war schon mal nicht schlecht. Aber ey, heute war so ruhig im Dienst. Man war zwar auch mal angenehm, so ein bisschen chillig. Aber ich weiß nicht, ob ich meinen Charakter fühle. Ist mein Auto noch da? Ja, mein Auto steht noch da. Das finde ich halt so Burner. Hat keiner geklaut, das ist sehr gut. Habe ich noch was im Auto drin? Nö. Alter, war das jetzt was. Heieiei. Weil der Helikopter hat mir jetzt alles gegeben, ne? Oh, Einbahn. Der Sound von dem Ding. Ich glaube, ich lackiere mal um den Wagen. Ich lackiere mal um. Welche Farbe erkenne ich dir am besten? Dunkelbraun. Ach scheiße, nein. Ich lackiere ihn doch nicht. Jetzt kann ich mich damit nicht mehr reinfahren. Ja, geil, Alter. Ich wollte ihn gerade lackieren. Na, ich lackiere ihn dann halt doch nicht. Da fahre ich halt zurück. Mag die Stimme nicht so. Ja, ich auch nicht. Ich mag diese tiefe Stimme nicht. Also ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Ich weiß auch nicht, ob ich den Char spielen soll oder ob ich Herr Zuckerl. Ich weiß nicht. Herr Zuckerl war so süß irgendwie. Herr Zuckerl hatte was. Aber ich finde, der Char hier, der hat so. Ich weiß nicht, ob ich heute nicht so ganz aufgehen konnte, weil eben so wenig war, ne? Wir konnten ja heute nicht so viel machen. Ach, $300 kostet viel. Wir konnten ja heute nicht so viel machen. Ich weiß nicht, ob ich als Charakter nicht so ganz aufgehen konnte, eben weil jetzt nicht so viel war zu machen. Oder ob das jetzt deshalb ist, weil ich den Charakter nicht so fühle. Aber ich habe Herr Zuckerl mehr gefühlt als ihn hier. Herr Zuckerl hat mir, ja, schon mehr gegeben. Ah, ich weiß auch nicht. Ich muss mir das so gut überlegen, was ich mache. Bin da im Funk? Nee. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich schau mal zu 319. Weil Funkgerät müsste er mir weggenommen haben. Müsste jetzt irgendwas stehen da. Funk-Access entfernt, genau. Ich kann das, ach, ich kann das Funkgerät ja ausmachen. Ja, ich wollte nur mal schauen wegen dem Ticket, was da los ist. Bei 319. Hallo? Hallo? Hat sich das schon geklärt mit dem Ticket? Ja. Eher nicht, leider. War keiner da? Na, schon, es war schon wieder da, keine Sorge, aber. Okay. Ja. Warum hat sich das nicht geklärt? Ja, weil, na, im Endeffekt, wo ich das gemacht habe, da war es wieder weg und
Ja, Aufnahme habe ich leider keine. Dem ist jetzt wurscht, aber sie wissen wer. Okay, was hast du denn gehört? Was war denn drin? Ja, dein Name auf jeden Fall. Also, was dein Name, nicht dein Name, deine Stimme. Und das zu 100%? Ja. Ja gut, ja dann. Da vertraue ich dir. Alles aber klar. Müssen wir wissen, dass das der ist, ja, dann schauen wir gleich mal. Ja, schaut's mal. Sonst behaltet es immer einfach im Auge, keine Ahnung. Ja, alles klar. War super. Danke. Ciao. Ciao. Also, ist er noch da? Ich weiß nicht, red mit dem Andl. Mit dem Andl, okay. Der ist gerade dabei, glaube ich, soweit ich weiß. Okay. Passt, super. Ciao. Ciao. Du Andl hat das gemacht für mich, dann gehen wir mal zum Andl. Für meinen Nachbarn. Hallo? 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 Gut, wenn ich frage, aber hat sich das geklärt mit dem Metapeter, was da war? Wir waren dabei, aber er hat keine Aufnahmen, wo wir dort waren, war nichts. Schon klar, aber der, weißt du, wenn er den Stream schaut und dann macht er an, dann sieht er ja, dass das als im Report ist. Wie schnell warst du dort? 10 Direkt? Sekunden. Okay. Ja, der Ding hat es gemeldet. Ich war dort und dann hat er gesagt, der ist es. Und der weißt du, wer das war? Ja, der hat SMK. Achso, dann schaue ich mal hin. Ja. Jawohl. Wie gesagt, wir haben mich lang beobachtet, aber also. Er hat nichts gehabt. Okay. SMK 147. Ja. Also, wenn da nichts an die Öffentlichkeit gerät, wäre okay. Das ist doch nicht her, oder? Alles ist ja, klar hin. Das ist ja Ding perfekt. Hier, 1 zu 7. Dann war es der Sandy Parkplatz, Sandy Shores. Das ist der Rollo, ne? Ja, siehst du das Rollo. Ja. Perfekt. Alles klar, bis gleich. Ah, ich glaube nicht, dass Rollo den Stream guckt. Ich hab doch das Okay vom Curry. Okay, da. Was wird denn da schon wieder pumpen? Bitte was? Nein. Also bei ihm könnte ich es mir nicht vorstellen. Bei ihm könnte ich es mir nicht vorstellen. Das ist mit der gute Rollo. Weißt du, Skateboard gewinnt, safe. Skateboard gewinnt? Von welchem BMW wurde ich da abgeschossen? What the fuck? Wir wollen jetzt ein super Auto. Warte mal. Der du bist BMW, aber schon mit deinem Auto das gefahren. Das ist mein BMW, ich bin Digga. Mit meinem Auto gefahren. Der Dreier, der kaputte Dreier BMW fährt schneller als der P1 Carrera. Der 3,5? Ja, der ist schneller als der P1. Der hat mich wo nackig gemacht, Stritzi? Aber aufs Derbste, ey. Wo ich ist der Stritzi, Digga? Ich kann aber eigentlich... Welchen Roller einfach mal so fragen. Egal, wo ist der Stritzi? Nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Roller den Stream guckt. Also, ist sehr schwer vorstellbar. Ich meine, sein könnte es ja jeder, ne? Es gibt natürlich auch Leute, muss ich auch ehrlich sagen, da haben sie vielleicht Leute im Hintergrund, also das habe ich auch schon mal gehabt. Und da guckt jemand im Hintergrund am TV den Stream, ne? Aber die anderen haben die Kopfhörer auf und zocken, weil es gibt ja Leute, die sind ja nicht allein im Haushalt. Ich müsste ihn vielleicht mal drauf ansprechen, was da los ist, weil ich... Also wenn man Stritzi sagt, man hat es gehört, dann frage ich ihn auf jeden Fall. Ja, gucken wir mal. Aber ich glaube nicht, dass Rollo sowas macht. Also ich kann es mir nur sehr... Also wenn dann vielleicht, dass im Hintergrund wer den Stream geguckt hat, aber nicht er. Also er war jetzt auch nicht da und hat irgendwie von mir den Hampelmann gemacht oder so. Das ist ja, was ich meine. Da bin ich jetzt in dem Funk drin. Das ist echt das Funkgerät. Die Frequenz ausstellen, glaube ich. Ah, es kann sein, dass ich noch in der Frequenz drin bin. Das könnte sein. Oder bin ich in der... Ah, ich bin in der 20er-Frequenz drin. Ich habe sie ausgeschalten, deshalb. Stimmt, wenn ich rausgekickt werde, komme ich automatisch auf die 20er-Frequenz. Das ist es. Ja, ich denke mir schon, hä? Gut. So, dann lese ich noch hier vor. Und dann würde ich sagen, wir machen dann für heute Schluss und sehen uns dann vielleicht morgen in aller Frische wieder. Also heute war jetzt nicht so der spannendste Stream, muss ich sagen, aber wird schon wieder Tage geben, wo es als Kopf auf jeden Fall lustiger sein wird. Jeder Tag ist unterschiedlich, man kann halt nie wissen, was gerade los ist, ne? So, ich gehe nochmal hier alles durch und dann werde ich mich mal hinhauen, BZW noch ein paar Sachen machen und mich dann hinhauen. Ich gehe noch das durch, was ich noch nicht vorgelesen habe. Ich glaube, durchgrüßen werde ich heute nicht machen. Ich bin komplett fertig jetzt nach dem Flug irgendwie. Bin so müde geworden gerade.
Ich habe mir gerade einen Red Bull zwar reingepfiffen, aber das bringt ja auch nichts. Irgendwie dieser Helikopter hat mir alles gegeben. So, bin ich dann stehen geblieben mit dem Vorlesen. Wurstwasser. Geiler Stream, kennst du mich noch? Das Wurstwasser mal vorgelesen. Wo bin ich dann stehen geblieben, sag mal? Ach, das ist ja gar nicht. Ja gut, dann bin ich ja fast fertig hier. Hi nochmals, diesmal bitte Insta, habt ihr gerade geschrieben, ist sehr wichtig. Wegen Nikita. So, mir ist das wirklich wichtig. Wäre blöd, wenn es nicht so wäre. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie du heißt auf Insta. Das macht mich ein bisschen matt. Ja, ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie du auf Insta heißt. Da kann ich dann auch nicht so viel nachgucken, ne? Weil mein Postfach ist voll. Dann muss ich suchen. Also bis ich dich da finde, das muss ich mir vorstellen, mir schreiben, vor ein paar Minuten hat mir gerade auch wieder wer geschrieben. Also ich finde da gerade nichts dazu. Nee, ich finde gar nichts dazu. Also ich bekomme am Tag 50.000 Nachrichten gefühlt und wenn mir dann die Leute nicht sagen, wie sie heißen auf Insta, dann kann ich auch nicht zurückschreiben, ist ganz klar. Insgesamt sind wir sehr schwer. Deshalb sage ich auf Insta, wenn ihr mich kontaktieren wollt, und das ist wirklich wichtig, wirklich, wirklich wichtig, dann schreibt mir bitte per Mail, weil ich kann auf Insta kann ich das nicht einordnen. Da gibt es keine Ordnerfunktion, wo ich sehen kann, wer mir gerade geschrieben hat. Da bekomme ich einfach 10.000 Nachrichten am Tag. Mackelnumpf, warum tanzen Hunde nicht? Sie haben zwei linke Beine. Hä? Hä? Ich bin verwirrt, aber okay, Grüße gehen raus. Ninja Horvath haut einen 10er raus mit Fistere aus Wien. Nochmal, mach weiter so 100. Dankeschön. Der Marvin Pleiß haut raus. Moin, Grüße aus Ostfriesland. Dankeschön zurück. Und der Torm ist auch dabei mit 25 Euro mit einem guten Darm. Dankeschön, vor 26 Minuten donated. Und ich lese jetzt das vor, er muss los. Dakota Rost, danke für 4,99 und Roxify, Alter, seit 27 Monaten Mitglied. Exion, alter Hase, bin wieder da. Ja, Grüße gehen raus. Dankeschön fürs Mitglied sein, schon seit 27 Monaten. Liebe geht raus an dieser Stelle. So, Musik perfekt geendet, ne, an sich. Ich bin jetzt echt ein müder Wuppel. Ich glaube, ich werde mir jetzt noch einen Red Bull reinpfeifen, werde noch ein paar Sachen machen, weil ich muss auf dem Server heute noch ein Update aufspielen. BZW, ein paar Sachen möchte ich noch updaten. Tja, und das mit den Nagelbändern will ich auch nochmal testen, was da los ist, genau, und dann schauen wir mal. Also Leute, vielen Dank für die, die heute dabei waren, auch wenn heute nicht so viel Action-Zwetschgen war. Oh, ich würde gerade gut, das ist... Oh, wir sind vorhin in den Erz hier, moin. Aus... Wurde gerade den Kopf von dem Typen geschossen, warum auch immer. Versehen, Digga. Ich habe gerade reingeschaut. Ja, ich hab's gesehen. Ja, ich bin morgen auch wieder da. Hast du kurz Zeit? Ja, ich bin da. Ja, wir lassen die das machen, das ist ja schon Edmund da. Ich habe im zweiten Fall einen Kopfschuss bekommen. Muss los. Also Leute.